Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen von 2017 sind da. Waren da. Ach nee, 2019. Warte mal, das Irgendwas, ich richtige bin Bankwein. verwirrt. Guten Abend. Ja, wir haben uns Neues gedacht. Jahr, Neues. 2019. Wir History spielen. repeats itself. Genau, wir spielen einfach mal einen alten Clip ab und gucken, ob es jemand merkt. So. Nein. Aber die Starbesetzung ist ja da. Also wir können heute seit langem mal wieder den Solano bei uns begrüßen. Das ist ja fast so gut wie der Doktorand. Willkommen. Jo. Und was machen wir heute so? News. Ach so, ich habe euch noch gar nicht eingeblendet. Ach. Das ist ja hier Der Fischer. professionell bis zum Abwinken. Mensch, Das sieht Chris, nicht schon gut aus. einmal mit Profis. Also, ja. So, jetzt Weißt du, aber. nicht mal mehr die Sachen einblenden, aber hier die Regierung kritisieren und Politik und so. Das sag mal wieder, weißt du, das Zimmer ist bestimmt nicht aufgeräumt. Oh, wir fangen mit einem halben Kilo Gehacktem halb und halb an. Dachte ich, ja. Okay. Ja, genau, diese komische Streamerei, Quatsch, Hackerei, die ja jetzt diese Woche war, mit irgendwo ja diverse wohl ältere Sachen, die erhackt worden sind. Man weiß noch nicht so ganz, geht eigentlich davon aus, dass es von mehreren Leuten ist, hat irgendwie zusammengesammelt und jetzt irgendwie kurz vor Weihnachten mal wieder rausgehauen über so einen auch gehackten Twitter-Konto, wo auch nicht so ganz klar ist, ob derjenige, der das da verbreitet hat, das jetzt selber gehackt hat oder ob das nur irgendwo gehandelt wurde oder so. Ja. Und das hier ist ein Artikel aus der FAZ. Also die ganzen Artikel sind im Moment noch nicht so wirklich substanziell. Das habe ich jetzt hier mit reingenommen, weil hier auch unser ehemaliger, häufiger Gast, der Sally hier zu Wort kommt, und das, was er hier so sagt, ist auch gleichzeitig das Schlimmste bisher, was ich jetzt von dieser ganzen Hackerei auf jeden Fall gehört habe. Zumindest jetzt von diesen letzten Veröffentlichungen, dass sie da sogar seine Kontodaten da irgendwie abgefangen haben und damit irgendwelche Sachen angestellt haben. Also wenn das so ist, dann ist das natürlich schon ganz schön übel. Ja, Hier gab es noch nicht sogar einen Faktenfinder dazu, dass den dann habe ich auch noch hier parat, ja. auch die Fakten gefunden werden können. Die Fakten, ja. Ich glaube, das war schon nicht mehr so brillant, ne? Ja, der Faktenfinder hat das Faktum gefunden, dass das ja angeblich irgendwelche Leute, die Probleme mit den Rechten haben, getroffen hat, wie zum Beispiel den Raik Anders, mit dem wir ja auch Probleme haben, dem wir. So, also sowohl als auch. Wir haben sowohl Probleme mit ihm als auch, als er angefangen hat mit der ganzen Sache, weiß ich noch ganz genau, habe ich hier bei den Weltraumaffen noch ihn lobend erwähnt und auf ihn hingewiesen, weil ich seine ersten Videos echt nicht schlecht recherchiert fand. Aber die Qualität hat sich ja auf jeden Fall geändert, und an jeder Jäger und Sammler kann man auch so einiges auszusetzen haben, auch wenn man nicht im rechten Kreis sich da irgendwie bewegt, wie sie hier irgendwie wieder versuchen, irgendwie das so hinzudrehen, aber ja. Ja, nicht nur recht, aber hier steht ja auch dann direkt, steht ebenfalls seit Monaten im Visier von Rechtsradikalen. Also als wäre das ein Faktum, dass Ja. Rechtsradikale diesen Hack gemacht haben, als wäre das ein Faktum, dass Rechtsradikale irgendwie was gegen Funk haben, weil sie rechtsradikal sind und so weiter und so fort. Das ist mal wieder typisch Gensing. Und hier ist ein Wort, das ich in letzter Zeit öfter lese, nämlich das Format äußere sich meinungsstark zu gesellschaftlichen relevanten Themen. Und zwar habe ich das gerade die Tage auch schon irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen gelesen, so als Ausblick aufs Jahr weiterhin meinungsstark. Die lernen nichts. Die lernen gar nichts. Nicht aus Trumps Sieg, nicht aus dem Aufstieg der AfD und auch nicht aus dem Relotius-Fall. Die merken einfach nichts in den Medien, habe ich das Gefühl. Ja. Das Ding ist auch, also gerade bei jetzt diesem Hackerangriff, also Hashtag Hackerangriff, was mir komplett fehlt, ist in den Medien, dass man irgendwie darauf hinweist, dass es das eventuell auch einfach nur jemand sein kann,
der das macht, weil er es kann, der so ein bisschen so eine Joker-Figur ist, der einfach gerne sieht, wie die Leute sich gegenseitig anschuldigen und wie die Presse rumrödelt und einfach daran Spaß hat. Es war doch bei Gamergate-Zeiten auch der Fall, dass du verschiedene Troll-Hacker-Gruppen hattest, die halt auf beiden Seiten halt die Leute belästigt haben. SJWs genauso wie Leute aus der Gamergate-Bewegung und dadurch dann halt sozusagen die Flammen weiter entfacht haben. Und ich finde irgendwie für all diese digitale Kompetenz, die man ja scheinbar überall an den Tag legen will, ist mir irgendwie, fehlt mir diese Erklärung überall. Hier ist es jetzt auch wieder jemand, der rechtsradikal ist. Weiß ich nicht. So, wenn ihr den Vorurteilt habt, okay, ja, meine Güte, aber jetzt kommt erstmal zu Potte mit eurer, ich weiß nicht, im Nebel rumlaufen, nicht wissen, was Sache ist, aber eine ganz tolle Rede haben, wer es denn gewesen ist. Weißt du, Die ganze Darstellung ist von Anfang an einfach mangelhaft, weil das einfach als Hackerangriff zu bezeichnen auch total falsch dargestellt wird. Ja, es ist eine Veröffentlichung einer Zusammenstellung von Daten, die aus verschiedenen Quellen kommen. Unter anderem halt auch Hackerangriffe, wenn man es so bezeichnen will, wo halt irgendwelche Passwörter gefischt wurden oder andere Sachen gemacht wurden. Man könnte das jetzt nehmen und erklären den Leuten, hier, so schützt ihr euch davor, klickt nicht überall drauf, speichert keine Ausweiskopien von euch im Internet und solche Sachen. Aber also ich finde das schlimm, weil sehr viele Leute haben mich auch so persönlich drauf angesprochen. Und die haben einfach, der normale Mensch, der hat überhaupt gar kein Verständnis dafür, worum es da überhaupt geht. Und sehr am Thema vorbei. Ja, und dann auch noch hier direkt diese beschissene Doku vom Raik Anders dann da irgendwie verteilen, ne? Und das ist dann irgendwie das Faktum, was man hier gefunden hat. Also, ja, braucht man, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Lass uns Solano mal reden. Ja. Vor allem, es bricht sich doch auch keiner einen Zacken aus der Krone, wenn man einfach mal sagt, hier, wer das jetzt genau war, ist erstmal unbekannt. Es gibt Vermutungen, aber das war's. Ja gut, und vermutet wird jede Menge, ja. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, hier und das Umfeld und so weiter. Und die sind deswegen scheiße und so. Aber das ist doch eigentlich nicht, eigentlich geht es doch darum, was passiert ist und nicht um lang und breit getreten, wer das jetzt ist. Ja, irgendjemand hat ja auch darauf hingewiesen, dass diese Gruppen normalerweise nicht so homogen sind, wie die sich das da vorstellen. Und dann habe ich noch gelesen von jemandem, der hat doch angeblich direkt auf denjenigen hingewiesen, der den Hack da gemacht hat. Und es wurde nicht so richtig verfolgt oder so. Die Überschrift war so. Die ganze Sache wurde ja gestartet schon im Dezember als so eine Art Adventskalender-Spiel. Jeden Tag wird ein neuer Link veröffentlicht. Ja. Und allerdings 2 Monate vorher wurden Teile von diesen Sachen auch schon mal veröffentlicht, so nach dem Motto, hier will irgendjemand ein paar Telefonnummern haben, habe ich gefunden. Und wie gesagt, es ist jetzt eine komplette Zusammenstellung, die in diesem Adventskalender halt verwurstet wurde. Und ja, gut, die Auswahlkriterien sind schon ein bisschen seltsam. Also wenn man sich die Liste von Namen durchliest, gut, neben den Parteien, Gronkh, Ray Röntgen, Sally hatten wir ja vorhin schon, Sido, Kitz, Nico Semsrott, Raik Anders, kurz gesagt, der YouTuber, Liv Lloyd, Materia, Jäger und Sammler, Till Schweiger, Kasper, Susie Grime, also ein paar Namen haben mich schon wirklich überrascht. So. Ja, der kurz gesagt ist halt schon merkwürdig so. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal was Furchtbares von kurz gesagt gesehen? Ich habe jetzt nicht viele Videos von denen angeguckt. Ah, das ist so ein Erklär-Channel, der irgendwelche Animationen macht, wo ich mir denke, ja, Sache ist ja nur getan? Deswegen hochgekocht, weil irgendwie ein Account von so einem anderen YouTuber, Unge oder irgendwem, gekapert wurde und es darüber verbreitet wurde. Halt jetzt, vor kurzem erst. Ja, stimmt. Also, sehr seltsam irgendwie auf jeden Fall das Ganze. Ist dieser Unge auch meinungsstark? Das ist jetzt die Frage. Jeder ist meinungsstark, eben. Das war doch der mit Milches Gift, oder? Ja, dann musst du die Reaction-Videos gucken, dann weißt du, dass das der Meinung stark ist. Aber schaut mal, wenn ich jetzt hier auch lese, warte, mach mal noch nicht zu. Ja, sorry. Egal, warte. Wenn ich jetzt hier lese, Online-Trolle, so organisiert sich der Hass im Netz. Für die Dokumentation
Aktion Löschdich, so organisiert ist der Hass im Netz, war ein Team um den YouTuber Rike Anders in Trollforen unterwegs. Die Recherche zeigt, wie Mitglieder sich dort absprechen, um Wellen von Hass zu starten. Wo ich mir dann auch denke, so, dann recherchierst du an einem Thema, so Trolle, und dann wirst du getrollt und gedoxt. Und also, wisst ihr, was ich meine? So, du gehst in die Gefahrenzone, dann kriegst du Probleme und dann bist du Opfer, weil du meinungsstark bist. Außerdem, bis auf diesen einen Server stimmt das doch auch gar nicht, oder? Bis auf diesen einen Server stimmt das doch gar nicht, oder? Davon mal komplett abgesehen, aber wenn ich jetzt einfach nur den Ausschnitt lese, denke ich mir so, weißt du, jemand fährt nach Aleppo und dann sagt er, oh, das war ganz schön gefährlich dort. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist so, ja. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um halt. Ja, oder? Ja. Das ist ja, halt sollte jetzt aber auch, denke ich mal, nicht so rüberkommen, dass wir diese ganze Doxing-Sache irgendwie gutheißen. Ja, das ist generell scheiße, egal gegen wen sich das wendet. Ja, natürlich. Aber ein hehres Gut, das sollten wir verteidigen. Ja, nur halt. Jetzt weißt mit den Pizzen beim Sally, meine Güte, da mach halt ein Video, wo du sagst, dass der Sally doofe Ohren hat, weißt du? Aber Pizzen bestellen ist halt irgendwie gammelig, weißt du? Selbst in der Neonazi- und Antifa-Szene gab es vor etwa 10 Jahren immer noch den Kompromiss, dass die Leute zu Hause nicht besucht werden. So. Und genauso ist das halt mit dem Pizza-Bestellen. So. Mach halt einen hässlichen Fotoshoot von jemandem, mach irgendwas, aber halt nicht in die private Wohnung. Und dieses mit den Pizzen bestellen und so, ich glaube, das ist eher so ein Fischen, weißt du? Die gucken, wo finde ich den nächsten hier Familienshow, Drachenlord, Mimon Baraka, irgendwer, der richtig ausrastet, wo man das dann noch weiter irgendwie. Ich glaube, das ist eher so, ja, der Versuch, einfach neue Lorkhaus heranzuzüchten, mit denen man dann noch mehr machen kann. Ja, und Pizzen nach Hause zu bestellen ist ja noch relativ charmant. Mal ganz abgesehen davon, dass halt der Eingriff in die Privatsphäre trotzdem schlimm ist. So nach dem Motto, so ja, jetzt diesmal wurden Pizzen bestellt, was passiert beim nächsten Mal? Das kann ich mir vorstellen, dass das schon ein mulmiges Gefühl ist. Absolut verurteilenswert. Also bei mir hier in der Wohnung ist mal eingebrochen worden und das ist ja ähnlich. Ja? Und dann fühlst du dich auch erst mal 3 Monate, gehst du halt jeden Abend nochmal rund und guckst, ob alles zu ist und hast Panik, wenn du unterwegs bist oder so. Also das ist nicht schön, die Privatsphäre so zerstört zu bekommen. Und das soll, egal, auch der dürfsten feministischen Journalistentante nicht passieren. Ja? Das ist nicht nötig. Politische Auseinandersetzung ist eben nicht private Auseinandersetzung. Liebe, alles ist politisch, das Private ist politisch, Leute. Nein. Das funktioniert so nicht. Dann kommen wir an einen Punkt, wo sich die Leute wieder an die Kehlen gehen. Dann haben wir Weimar in Dosen. Super. Ja, also hier haben wir einen Post von Frank Rieger. Der hat mehrere Posts untereinander auf Twitter geschrieben, einfach mit ein paar Tipps aneinandergereiht, wie man seine persönliche Sicherheit durch sein eigenes Verhalten verbessern kann, wenn man mit Webdiensten und Online-Cloud-Services und sowas arbeitet. Ja, und das ist nochmal, wie ich vorhin schon gesagt habe, man könnte das jetzt als Anlass nehmen, um über die Sicherheit zu reden und um den Leuten zu zeigen, hier, macht das, damit ihr sicherer seid und dafür eine gewisse, mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein, Awareness sorgen. So nach dem Motto, ja, hier, ihr müsst nicht nur Angst haben, ihr könnt das eigentlich so mit ein paar Tricks selber in die Hand nehmen und seid für eure eigene Sicherheit verantwortlich und lernt nebenbei noch ein bisschen was über die Technik, die ihr jeden Tag benutzt. Aber naja. Ja, Frank Rieger ist halt auch einer, der hat auch mit dem Chaos Computer Club zu tun und Politik mal ganz abseits, der macht halt Netzsicherheitsthemen und Techniksicherheitsthemen und da sind halt immer noch sehr viele gute Sachen dabei, von denen man sich was abgucken kann, auf jeden Fall. Das Gleiche gilt für Netzpolitik. Hier ein kleines Einmaleins der digitalen Selbstverteidigung. Einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst ein paar Sachen. Einfach hier als Verbraucherdienstleistung für die Affenzuschauer einfach mal durchlesen, falls ihr euch ein bisschen dafür interessiert. Ein paar Tipps gut zusammengefasst. Ja. Da gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen.
Was mich an der ganzen Sache auch noch nervt, ist, dass da jetzt so ein großes Bohai drum gemacht wird, weil Prominente betroffen sind. Ne? Dass ja Aktivisten aller Couleur das schon seit Jahren genauso machen mit Gegnern, dass die Antifa-Trottel das auf Indie-Media links unten und jetzt nur noch Indie-Media gemacht haben, dass das irgendwelche rechten Trottel gemacht haben, zuletzt die AfD mit diesem dämlichen Lehrerportal. Also, das ist ja nicht neu, den politischen Gegner oder wie auch immer so unter Druck zu setzen. Aber jetzt ja, auf einmal, jetzt ist es wichtig, weil Till Schweiger und Peter Altmaier und so mit draufstehen auf der Liste oder was. Das finde ich auch ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Also wir hatten doch vor ein paar Wochen noch diese Geschichte mit Soko Chemnitz. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Okay. Ja, aber auch nochmal zu den zwei Sachen, die jetzt gezeigt wurden. Ein paar von den Leuten, die sich mit Netzsicherheit ein bisschen besser auskennen, haben halt auch ausgewertet, wie sind die Leute denn an diese Daten gekommen, und die sind halt mehr oder weniger übereinstimmend dazu zu der Erkenntnis gekommen, dass ja einfach durch persönliche Vernachlässigung der Sicherheit die Sachen veröffentlicht werden konnten. Durch Phishing-E-Mails oder durch einfach schlechte Passwörter oder sowas. Und deswegen haben die diese Tipps auch rausgehauen. Ja, aber ich fand dann die Sicherheitstipps doch interessanter als die Analyse, wie das Ganze zustande gekommen ist. Weil einfach zu sagen, das Ganze ist halt schon Jahre alt und die Daten schweben überall im Netz rum und das hat einfach nur jemand zusammengesammelt. Mehr Erkenntnis bekommt man daraus auch nicht. Das sind die Tipps schon wertvoll. Die meiste Zeit ist ja das Lead-Hacking sowieso nur, ja, ich schicke 1000 E-Mails rum und irgendwie eine antwortet da drauf und schickt seine Daten. Also so sind irgendwie die meisten Datenleaks, von denen man dann später was hört. Oder einfach dumme Passwörter. Du meinst also, dass die Leute eine Firewall im Kopf brauchen? Ja, genau. Nee, die darauf willst du hinaus. Mit zwei Leuten an einem Keyboard. Genau. Ja, und das war nochmal der Bezug auf Honeypot und ja, Zentrum für politische Schönheit. Ja, der hatte eh einen ganz guten Lauf, der Don Alfonso, zu dem Thema. Ich muss sagen, sein Twitter war ganz unterhaltsam die letzte. Der hat seit Jahren einen guten Lauf, der Don. Genau, wir mögen den Don. Komm zu. Das Thema ist halt sehr allgegenwärtig. Mir ist vorhin auch eine Sache noch aufgefallen bei dem Artikel von Netzpolitik.org. Den wollte ich eigentlich schon für letzte Woche einreichen, bevor dieses ganze Hacking-Thema war. Also das Thema ist generell präsent. Das verstärkt das jetzt nur nochmal in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber meiner Meinung nach halt auch in eine total falsche Richtung. Weil mit Hacking hat das Ganze nichts zu tun, wenn man seine eigene Sicherheit vernachlässigt. Ich bin auch nicht perfekt mit Sicherheit, aber... Es hat eine von den Möglichkeiten, ne, wie man reinkommt in irgendwelche Systeme. Also meistens auch eine ziemlich gut ausnutzbare. Also es sind viele Leute bereit, auf irgendwelche E-Mails drauf zu klicken, wenn man die plausibel genug formulieren kann. Da guckst du dann auf die Seite von dem Unternehmen, schaust du mal, wer da so arbeitet, schreibst du dann irgendwie, weißt du gleich, wen du irgendwie nehmen kannst als Absender und so. Also da gibt es immer wieder irgendwelche Sachen, wenn man in einer großen Firma arbeitet, die groß genug sind, wo die Leute nicht die ganze Zeit miteinander reden können, immer über jede Sache, da kommt das alle Nase lang vor, dass irgendwer da irgendwelche Rechnungen öffnet, die keine richtigen Rechnungen sind oder was weiß ich nicht, was alles. Also es bleibt halt nicht aus, weil ich meine, irgendwo muss man ja auch noch weiter arbeiten. Ne? Man kann ja nur ein gewisses Grad von in Frage stellen von allem ja überhaupt nur aufrecht erhalten. Also hundertprozentige Sicherheit gibt es halt nicht. Man muss so ein paar Sachen halt berücksichtigen, wie zum Beispiel mal Makros auslassen und so bei irgendwelchen Excel-Geschichten und irgendwelchen Sachen. Aber ja, also das ist halt eben einer der einfachsten Wege, an irgendwelche Sachen ranzukommen. Soweit ich das mitgekriegt habe, sind viele von diesen Informationen, die jetzt rausgekommen sind, auch quasi teilweise halt so Sachen, du knackst ein Konto irgendwie von einem Bundestagsabgeordneten oder so, dann hast du ja dann direkt einen ganzen Fundus von Daten auch über die anderen Leute, die, wo du jetzt deren Konten jetzt nicht direkt geknackt hast, einfach nur, weil die dir irgendwelche E-Mails geschrieben haben oder so. Wo dann die Adresse drin stand oder was weiß ich nicht was. Du kennst dich aber ganz genau aus damit, Caps Lock.
Wo warst du im Dezember? Naja, ich bin Programmierer von Beruf. Ich bin Programmierer von Beruf. Ich muss mich natürlich ein bisschen auch mit Sicherheit von Informationssystemen auskennen. Das gehört dazu. Aber ich habe mit den Passwörtern 1, 2, 3, 4 oder nicht? Ich habe im Spiegel gelesen, dass eventuell auch Leute, die damals Gamergate unterstützt haben, da vielleicht beteiligt waren. Deswegen wird das für dich ja noch enger, Chris. So, als Programmierer, jemand, der sich auskennt, Gamergater. Ja, Christian Stöcker vom Spiegel. Macht das, wofür der Spiegel oder die gesamten Medien inzwischen bekannt sind, nämlich er spekuliert. Er ahnt empirisch, wer diesen Hackerangriff verübt haben könnte. Es gibt aber in Deutschland hier steht, das wäre, wo war dieser Spruch? Informiert spekuliert. Ja, steht schon groß oben drüber. Ja, ja, empirisch geahnt könnte da auch stehen. Oder Fakten gefunden könnte da auch stehen. Ja, genau. Es gibt in Deutschland eine Subkultur von überwiegend männlichen Jugendlichen und jungen Männern, die sich in ihrer Männlichkeit irgendwie benachteiligt fühlt. Videospiele liebt und Linke hasst, Donald Trump cool findet und Jan Böhmermann doof, sich zur AfD und identitärer Bewegung hingezogen fühlt. Stichwort Gamergate. Das war generell... Also das war ja auch eine Urforderung von Gamergate. Donald Trump ins Weiße Haus, damit hat ja der Hashtag angefangen. Noch, ich kann mich noch erinnern, das war ganz cool. Ja, noch bevor er selber die Kandidatur bekannt gegeben hat. Und obwohl das aus den USA kam, haben die auch Böhmermann scheiße gefunden. Also ja, krass, mit der Machtergreifung der AfD werden wir alle Ministerposten kriegen, haben sie uns versprochen. Ups, ich habe zu viel gesagt. Ja. Ah. Ich kann mich noch an den ersten Gamergate-Tweet von Adam Baldwin erinnern mit Wählt AfD. Wählt AfD, Böhmermann ist scheiße, Funk gehört abgeschafft. Ja. Hat er damals Gamergate, hat er drunter geschrieben. Hashtag so Gamergate, Hashtag Bundestagswahl 2014. Hashtag der Weg zur Machtergreifung führt über Susi Grime. Leute, und dann nie, das war Kies. Und kurz erklärt. Junge Männer sind das, die das tun, Herr Stöcker oder wie sie heißen. Junge Männer. Ich meine, man muss hier gucken, okay, der Price ist ein bisschen jünger noch, aber der Rest von uns sind großteils Mittelalter bis alte Säcke. Und wir sind nicht die Ausnahme. Digga, nimm doch mal das Kompliment an. Dass ich ein junger Mann bin, oder was? Nee, aber allein diese Uninformiertheit, dieses Nachschwätzen, was er auf Kotaku oder Polygon gelesen hat, weißt du? Dieses young white heterosexual males, das kann ich gleich so runter. Ja, ich befürchte, aber das hat er nicht nur auf Kotaku oder Polygon gelesen. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile, ich habe auch diese Woche eine Unterhaltung geführt über dieses generell mit den weißen Männern, weil das kam ja auch von der Reschke, da kommen wir auch gleich noch zu. Weil das ist ja so ein altes Michael Kimmel-Ding und den wiederum gibt es, dem seine Bücher kannst du bei der Bundeszentrale für politische Bildung kaufen und es hat ja schon diesen Titel, irgendwas mit Angry White Men irgendwie so. Also das hat in dieser, das ist so ein Uni-Ding, also das lernen sie an der Uni. Das hatte ich zu dem Kram von Spiegel auch schon rausgetwittert. Das ist echt so. Das ist fest. Aber das ist ja jetzt Verschwörungstheorie, dass an der Uni irgendwas beigebracht wird. Also, so nicht. Ja, nee, ich meine, man hat ja da ständig auch irgendwelche Leute, die das bei Twitter schreiben, was sie gerade so lernen. Und dieses Ding von wegen Gamer geht und Männlichkeit und so ein Kram, das kommt andauernd. Alle paar Monate habe ich da irgendwen, der das in dem Hashtag irgendwie schreibt, dass er da gerade bei in der Uni, in der deutschen Uni irgendwas drüber lernt über den Kram. Liebe deutsche Uni. Narrativ unterrichtet, ey, ist echt stark. Liebe deutsche Unis, Gamergate und Männlichkeit oder Bedrohung von Männlichkeit oder Leute, die sich in ihrer Männlichkeit angegriffen oder bedroht fühlen, das hat nichts miteinander zu tun, wenn ihr das bitte in euren Kursplänen und so ändern könnt. Weil es geht hier darum, dass eine Gruppe aus Menschen völlig unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung oder Herkunft gesagt haben, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass unser Hobby von puritanischen Jakobinern hier entführt wird und zu einem Erziehungsinstrument gemacht wird.
Und das hat nichts mit Männlichkeit zu tun, das hat aber alles mit freier Meinung und Kunstfreiheit zu tun. Na gut, Mombot fühlt sich regelmäßig in ihrer Männlichkeit angegriffen, glaube ich. Ja. Ja, oder die vielen anderen Mädels, die da mitgemacht haben. Und das ist einfach, wie kann man 4 Jahre danach immer noch den gleichen Drivel schreiben, wenn man gerade einen beschissenen Skandal im eigenen Laden hatte, wo einen jemand vorgeführt hat, ja, dem man zugejubelt hat, kann man da nicht mal anfangen zu hinterfragen, was man liest? Nein, nee. Nicht im deutschen Journalismus. Und was war die Schlagzeile vor 1-2 Tagen wieder mit Zoe Quinn kriegt wieder Favorable Cover? Nichts vorwegnehmen, kommt alles noch. Naja, aber beim Spiegel, das Ding ist halt, der Artikel so an sich, das schreibt sich halt auch einfach. Du kannst reine Vermutungen aufstellen, du musst dir nicht viel überlegen. Bei Gamergate ist es eh alles nebulös und eher Hollywood-reif in der kreativen Schreibweise. Das ist einfach ein schöner Bedrohungsnarrativ. Der geht einfach runter wie Butter. Und wenn du eh zu einer bestimmten Tat nichts weißt und keine Anhaltspunkte hast, wer es ist, dann da einfach runter zu spekulieren, das liegt ja nahe. Also so als Journalist, du verdienst ja dein Geld nicht unbedingt damit, dass du jetzt guten Journalismus ablieferst, sondern erstmal damit, dass was geschrieben wird, was oft geklickt wird. Und wenn du dann halt einen Artikel raushaust, der jetzt vielleicht auch dämlich einfach ist, also einfach nicht gut recherchiert und er aber oft geklickt wird, dann ändert sich dein Gehaltscheck nicht unbedingt. Der ändert sich aber, wenn du gut recherchierst und es nicht oft geklickt wird. Und das ist halt auch so ein bisschen so. Naja, ob der sich unbedingt erhöht, wenn man gut recherchiert, es hängt davon ab, ob das, was man rausbekommt, ins Bild passt, ne? Den Eindruck habe ich. Hallo Tamara. Tschüss Tamara. Ja, ich wollte nochmal, wo war denn hier das Ding mit dem Gamergate in dem ganzen Kram hier? Bei all der Spekulation in dem Artikel muss ich doch eine Sache sagen. Der versucht hier wenigstens so ein Narrativ darzustellen, was so zumindest ein bisschen leichte Ähnlichkeit mit der Realität hat, wenn auch entfernt, und sagt nicht einfach, ja klar, die Russen waren es. Die russischen Bots, wer sonst soll es gewesen sein? Weil das ist ja normalerweise das, was als erstes genannt wird. Und in manchen ausländischen Artikeln über diese ganze Thematik habe ich auch gesehen, so ja, weil die AfD ausgelassen wurde und die AfD ja irgendwie Nähe zu Russland hat, warum auch immer. Russische Bots natürlich, mal wieder. Mal wieder ein weiterer Beweis, so nach dem Motto. Naja. Ja, und Schröder und Gazprom, die haben keine Verbindung, aber die AfD und Russland. Weil Gründe, so viele Gründe. Da muss man Leitartikler sein, um das zu verstehen. Stichwort Gamergate. Junge Männer, die sich beim Herumtrollen im Internet endlich mal richtig stark fühlen können. Oh Gott, ey, eine ganze Reihe von dieser Sorte. Journalismus, meine Damen und Herren, eine ganze Reihe von dieser Sorte. Die standen am Freitagvormittag auch gleich bereit. Ja, die sind also, die sind aus den Kasernen direkt aufs Schlachtfeld gebracht worden, um ihre neuen Hackerhelden gegen Kritik zu verteidigen. Ja, komisch, Stöcker, wenn du jetzt hier zugehört hättest, hättest du von allen von uns gehört, dass keiner von denen diesen Typ für einen Held hält, dass keiner von uns irgendwie diese Sache verteidigen will. Und doch mögen wir den Böhmermann nicht, lieben Videospiele, finden Donald Trump nicht cool und fühlen uns auch nicht zur AfD und identitärer Bewegung hingezogen. Was ist denn jetzt mit dem Artikel, Stöcker? Ja, mit dem Sally haben wir erst gar nichts gemacht. Und wir haben sogar, also in den ersten Streams, wo er bei uns bei war, das weiß ich noch ganz genau, da stand auch wurde unten immer noch sein Vorname eingeblendet. Und das haben wir ihn damals darauf angesprochen, ich weiß nicht mehr, was war, und er meinte, egal. Und dann kam er irgendwie ein Jahr später an oder so und meinte, könnt ihr das mal verpixeln. Das haben wir gemacht. Also ich habe mir die Mühe gemacht, den Kram da im Nachhinein noch rauszubearbeiten, obwohl wir ihn vorher darauf hingewiesen haben. Ne, hätte man auch sagen können, so ja, du hast gemeint, das wäre okay und so, fertig. Und so ja, viel aber dann Aufwand. Ist ja groß geworden, ne?
So viel Aufwand haben wir hier auf jeden Fall getrieben, um da die Identität von ihm zu verschleiern. Und ganz im Gegenteil zu, dass wir das irgendwie bejubeln oder gutheißen würden, dass es dann irgendwie irgendwelche Leute da irgendwelche Scheiße mit ihm anstellen oder so. Auch wenn er schon halt eben, also wir natürlich nicht ganz zufrieden sind mit, wie er sich so entwickelt hat. Aber das ist ja, ich meine, es ist halt so. Fertig aus, ne? Also ich meine, ja. Soll er halt das machen, was er für richtig hält. Ja, eben, ja. Auch wenn ich mir ihm als Alliierten im Kampf gegen den Kulturmarxismus gewünscht hätte, ist halt dann nicht der Fall. Kann ich dann auch nichts machen. Da stand da noch einige Sachen weisen klar darauf hin, dass die Täter aus dieser Szene stammen. Ja. Einige klar. Sachen, ja, ganz klar. Einige ganz Sachen. Klar deuten die darauf hin. Das sind so Dinge, die das tun. Ja, und die Tamara hat hier eine schöne Analyse von dem ganzen Ding gemacht. 5-mal vermutlich, 4-mal Spekulation, 1-mal mein Verdacht. Mein Horoskop hat mehr für 2019 hat mehr Substanz. Achtung, Spekulation. Ja. Wieselworte heißt das im Englischen. Wieselworte. Ja, also warum machen die denn nicht gleich am Anfang vom Artikel einen Disclaimer, wie bei diesen ganzen YouTube-Opinion-Channels mit this is just my opinion? Da könnt ihr nicht anfechten, was naja, ich sage. Stand der Kolumne Frage. Drüber. Also. Gibt es hier einen Schaden eigentlich durch den Hack? Wir hatten Schaden. Jetzt mit Kontos oder so? Naja, Martin Schulz war sehr aufgeregt, weil er angerufen worden ist, habe ich gelesen. Okay, aber sonst nicht so wirklich. Ist das schon ein Schaden? Ja, natürlich ist das ein Schaden. Also allein die wenn man jetzt wieder den Sally als Beispiel nehmen will, wie ich vorhin gesagt habe, diese Angst und die zerstörte Privatsphäre, das ist ein Schaden. Keine Frage. Das ist ja auch kein Hacker, sondern ein Cracker, ne? Wollte ich nur anmerken. Aber Cracker sind doch eigentlich eher die Kopierschutz von Spielen entfernen, oder? Ja, wir wollen machen Cracker Schaden und Hacker nicht. Ah, okay. Also ich kannte Cracker als Sklavenhalter, die so stark zugeschlagen haben mit der Peitsche, dass die Rückenwirbel ausgesprungen sind und das hat dann immer Crack bei gemacht. Uns gab es die an Silvester manchmal so mit Frischkäse drauf oder Crack muss natürlich auch nicht viel mehr als aufbrechen, ist schon klar, ne? Ja, Margarete, schon wieder, du. Aber diesmal lesen wir, keine Angst, diesmal lesen wir keine Kolumne von ihr vor. Wir haben hier nur die Geschichte, dass er hat, dieser Reinhard Schlieker, Wirtschaftsjournalist beim ZDF, hier rein privat und auf eigene Gefahr, ja, hat geschrieben, eine Kolumnistin, ich glaube, er hat ihre Initialen auch genannt, die irgendwie krank ist, durchgedreht, behandlungsbedürftiger Sonderfall. Ja. Und es ist relativ klar, dass er die gute Stokowski meinte. Und sie macht dann das, was jeder gute... Meinungsstarker Journalismus ist das doch, oder nicht? Was ist da das Problem? Nee, er hat das ja in einem Tweet gesagt. Also er hat das nicht journalistisch irgendwie behauptet. Aber nichtsdestotrotz wird hier natürlich gleich unter Adding des Arbeitgebers das Ganze benutzt, um auch die Follower darauf aufmerksam zu machen. Also genau das, was immer anderen vorgeworfen wird, nämlich einen Twitter-Mob auf Leute hetzen. Genau das macht hier Frau Stokowski. Nein, aber das ist immer was anderes, wenn die zur Kindergärtnerin rennt. Wir wissen ja auch, wenn die es machen, ist das okay. Also ja, deswegen. Nur mal so läuft das, wenn man sich im Internet negativ über Margarete Stokowski äußert. Da wird dann gleich mal versucht, jemandem das ökonomische Standbein ab. Ja, und über diese Bezeichnung kann man sich natürlich aufregen, wenn man jetzt möchte, aber ich sag mal so, im Endeffekt hat der Mann halt Texte von ihr gelesen, wo ihr Name drüber steht und wo jetzt auch niemand irgendwie sagen würde, dass man ihr Worte in den Mund gelegt hat oder so, sondern das sind halt eben die Äußerungen, die sie selbst getätigt hat, die für den Herrn Schlieker dann halt so zu bezeichnen sind. Also ich erinnere einfach nochmal an die letzte Folge dieses wunderbaren Podcasts, in der wir aus ihrem letzten Oeuvre vorgelesen haben. Das endete damit so ungefähr Weihnachtsstimmung, eine Welt, die brennen soll, so ungefähr. Ja, und war ist auch. Doch vollkommen ich habe auch,
Ich habe auch gesagt, das ist eine sehr traurige, sehr bittere Frau, was man vielleicht auch als behandlungsbedürftigen Sonderfall auslegen könnte. Ne? Also ich glaube auch, dass Margarete Stokowski ein Problem hat, einfach. Und zwar irgendwie mit sich selber oder mit sich selber und im Umgang mit anderen Menschen. Und ja, der eine entscheidet sich, sowas bei sowas professionelle Hilfe zu suchen und sieht sich als behandlungsbedürftig und der andere halt nicht. Ganz einfach. Also Margarete. Ja, aber dafür, dass sie so Mobgegner ist und so weiter, kann man ihren Tweet ziemlich gut als Anleitung nehmen, so Stück für Stück, ne? Arbeitgeber, Etten und, ne? Ja, genau. Und das war jetzt hier nochmal das mit der Frau Reschke, die ja geschrieben hat, Vorsatz für 2019, wütende weiße Männer in den Arm nehmen und ihnen sagen, dass sie immer noch tolle Hechte sind. Da haben wir das schon wieder mit den wütenden Männern. Wie gesagt, das ist halt in der Clique. Also es werden sicherlich nicht alle Leute wissen, dass es da so ein Buch gibt von dem Kimmel, auf den, mit dem man sich irgendwie beruft, aber die werden sicherlich alle jemanden kennen, der das weiß. Und das spricht sich dann rum, weil dieses Ding mit den weißen Männern und den wütenden Männern und blablub, das ist ja echt schon so eine Phrase, die man halt alle Nase lang immer wieder hört. Und ja, ich fand das hier auf jeden Fall ganz positiv, dass dem Herrn Hocker, den hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon mal und davor auch schon zwei, drei Mal. Das ist ja derjenige von der FDP-Bundestagsfraktion, der sich immer viel mit so NGOs rumprügelt, weil er in diesem landwirtschaftlichen Bereich da unterwegs ist mit Greenpeace und Deutsche Umwelthilfe und diesen ganzen Dingen. Und ja, so langsam scheint er hier ziemlich gerappelt zu sein, was diese ganzen Sachen angeht, weil hier stört er sich auf jeden Fall daran, an diesem wütenden weißen Männer, zwar nur an dem Rassismus und nicht an dem Sexismus, wo ihn dann hier unser Kollege Stapelchips nochmal drauf hinweist. Aber ja, ich finde das auf jeden Fall schon mal gut, dass Leute, die im Bundestag sitzen, wenn sie sowas lesen, sich nicht denken, oh ja, genau, hurra, da stimmt ja alles, sondern da schon mal drüber purzeln über diesen ganzen Bullshit, weil ich meine, wir reden uns ja hier schon seit Jahren den Mund fusselig und ja, ich finde es einfach sehr erfrischend, dass es teilweise jetzt auch angekommen ist bei Leuten, die auch was zu sagen haben hier. Die Menschen ändern sich grundsätzlich nicht. Solange Rassismus, Sexismus, Trans- und Behindertenfeindlichkeit nicht marginalisiert sind, man diese als legitim betrachtet und ihren Vertreterinnen auf Augenhöhe diskutiert, hält man Diskriminierung aufrecht und ist somit Mittäter, sagt Frau Siebel Schick. Moment mal, aber wenn Rassismus, Sexismus, Trans- und Behindertenfeindlichkeit marginalisiert sind, dann dreht sich doch das Ganze, oder? Sollte man meinen, ja. Sind das ja die marginalisierten Gruppen und, oh mein Gott. Außerdem gehören die nicht weggestreichelt, sondern mit dem Hammer zerschlagen. Boah, Behindertenfeindlichkeit, wenn jetzt jemand Parkinson hat und aber ein qualifizierter Doktor mal war, dann möchtest du trotzdem nicht, dass der dich operiert. Weißt du, ich keine Ahnung. Das ist nur wenn du ableistisch bist. Aber wenn du ein aufgeklärter, progressiver Mensch bist, dann lässt du dich auch gerne von einem Herzchirurgen mit Parkinson operieren. So, ich habe fiese Beispiele drauf. Aber das mit dem Hammer zerschlagen, das ist schon wieder so deutsch, dass ich irgendwie... Ja, das ist sehr deutsch, ne? Das ist wie das Ungeziefer zertreten oder ja. So. Das ist sehr deutsch. Ja, und der Sichel an den Hals anlegen. Nee, die Sibyl. Ja, und da sagen sie immer, sie mögen die deutsche Kultur. Die deutsche jetzt geht gleich weiter. Genau, gnadenlos geht's weiter. Heute bei den Weltraumaffen das große Feministinnen-Roulette. Ja, ihr müsst ja direkt wissen, wie dieses Jahr so wird. Ich meine, klar, wenn mal wieder GEMA-Gate erwähnt wurde, also das sagt ja schon alles darüber, wie viel Spaß wir hier haben. Also, hallo. Und ja, dieses Mal hier die Frau Vanatschuk, die hat sich mal wieder beschwert, dass die Leute, die jetzt irgendwie über Probleme im Internet reden, nicht darauf hinweisen, dass sie und ihre Freunde ja die größten Opfer sind und dass man das ja eigentlich erwähnen muss, dass sie die größten Opfer sind und dass man die ja dann unbedingt auch hypen und gut finden muss, die Leute, weil ich meine, sie sind die größten Opfer, hallo? Das muss ja wohl was wert sein.
Der Hintergrund ist, dass Sascha Lobo im Artikel im Spiegel einen Artikel geschrieben hat mit dem Titel Das Lob des Blockens, wo er sagt, Blocken ist total cool, Blocken ist empowern und Blocken ist auch total wichtig, sonst würden wir uns alle gegenseitig umbringen, was tief blicken lässt, so ungefähr auf die Seite derer, die blocken halt. Vorträge. Der Sascha Lobo jetzt mit seinem stolzen Kamm auch in Ungunst gefallen. Ich dachte, der wäre auch so ein Ally. Nee, schon lange. Also ich meine, wenn die Leute irgendwas sagen, hallo, er hat die nicht geschildert, die guten Menschen. Vorträge auf der Republika, Artikel ohne Ende. Ich glaube nicht, dass er unter einem Stein lebt. Daher finde ich es bezeichnet, dass Etienne Böhm als Pionier genannt wird und gleichzeitig Historie wie Blocken nach Aufschrei oder Gamergate zu verschweigen. Viele der männlichen Hottakes zum Leben im Netz haben Feministinnen für euch erkämpft. Ihr könnt das wenigstens mal in einem Satz erwähnen. Gern geschehen. Und sorry, es ist doch kein ausgewogener, durchdachter Text, wenn er nicht einmal drin vorkommt, dass die Blogs als weißer Mann und anerkannter Experte ganz anders respektiert werden als bei POC oder Frauen. Uschi, es gibt einen Blog-Button. Und es gibt keinen Blog weißer Mann, Blog POC und Blog Feministin-Button. Ja, Blog Blue Checkmark-Button, das wäre was. Aber es gibt den Blogwart. Wir haben unbezahlt jahrelang Thread um Thread geschrieben. Jawohl. Unbezahlt, ja. Ganz bestimmt. Oh, wenn ich allein klein unbezahlt auf Twitter gepostet. Wie auch hier Gamer geht. Geblockt, wurden dafür ausgelacht und angefeindet. Uschi, hast du dir mal einen von deinen Vorträgen angeguckt? Ja, aber hallo, weil ausgedacht, wir haben gerade gelacht. Wir haben auch damals gelacht, aber das, was ihr nicht versteht, ist warum. Genauso wie der Grund, warum die Leute die anderen Heinis weggeblockt haben, ist nicht, weil die so furchtbar sind, weil das, was sie gesagt haben, so furchtbar sind, sondern weil es nicht passt zu dem, was man erreichen will, weil es dem entgegensteht, weil es Fragen sind, weil es Zweifel ist an diesen komischen Narrativen, weil es GEMA geht, Leute sind, die sagen, nee, so war das überhaupt gar nicht, deswegen. Aber ist auch schon komisch, dass ihr nicht auffällt, dass die hasserfüllten weißen Männer irgendwie so fröhlich sind, die sind die ganze Zeit am Lachen, die lachen sie aus. Würdigt das verdammt nochmal! Ja, die benutzen ja ihre Blocklisten sogar als Munition. Die sagen, guck mal, so viele Leute sind hasserfüllt, die musste ich alle blocken. So schlimm ist mein Leben. Das benutzen die als Munition. Die meisten. Ich habe noch nie was zu tun und bin heute auch geblockt. Also an Hass kann es irgendwie nicht liegen. Die meisten von uns blocken eben schon nicht mehr, sondern muten, weil Block eine Form der Kommunikation ist, die sich, wie eben oben erwähnt, meist nur weiße Männer leisten können. Was? 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 Warum jetzt? Ist das die Blocksteuer oder was? Kostet Geld. Die muss man immer zahlen. Jedes Mal, wenn man jemanden blockt, muss man 1 Euro zahlen. Nur wenn man weißer Mann ist. Dann muss man es bezahlen. Blocktags. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Blockchain. Kennst du das nicht? Die geht, die geht quer durch die weißen Männer durch. Aua. One block equals one prayer. und wer wirklich Spaß haben will, muss mal, I will go down with this ship, heißt, glaube ich, ihr Vortrag bei der Republika, den es auf YouTube gibt, über hier dieses, wie heißt es, Shippen, also diese Pärchen aus irgendwelchen Fiktionen bauen, also Harry Potter und keine Ahnung, Hermine oder irgendwie. Also so ein inhaltsleerer Drivel und dann beschwert sie sich, dass gelacht wird. Den Take könnt ihr dann in 2 Jahren von einem männlichen Autoren im Mainstream lesen. Und was macht Sascha Lobo? Guter, weißer Ritter, Ally, der er ist. Seit Jahren claimen Feministinnen auf Twitter das für sich und bekommen massive Anfeindungen dafür. Siehe Martha Dir, Tugendfurie, Ed Siebelschick oder auch ich. Ja. Also die passende Antwort wäre ein Block gewesen. Sascha Lobo ist quasi auch so wie die Leute, ja. Also Martha Dir, mich hat sie ja damals geblockt, als ich ihr nach ihrem Republika-Talk, wo sie auch GEMA geht, erwähnt hat, als Grund dafür, warum man halt eben, ja,
die armen Feministinnen in Schutz nehmen muss und alle wegblocken muss und so. Da habe ich ja dieses Ding vom Hitchens geschickt und sie gebeten, sich doch dazu mal zu äußern, zu der Argumentation. Dafür habe ich mir einen Block gefangen. Und Tugendfurie, ja, braucht man, glaube ich, nicht mehr drüber reden oder vielleicht nochmal zum Auffrischen ganz kurz. Die war ja in der Piratenpartei aktiv und die hat ja damals den Ali Udlo so angefeindet, als er da als Sprecher für die Homosexualitätsthemen da war in der Piratenpartei Bundessprecher dafür und er sich darüber lustig gemacht hatte, dass auf einem Formular von der Grünen Jugend quasi nur weiblich und nicht weiblich als Auswahlmöglichkeiten waren, mit dem Kommentar Grüne Jugend schafft Männer ab. Und das war ja ein ganz, ganz großes Pfui-Pfui. Und da haben sie mir dann so einen bösen Brief geschrieben, den er veröffentlicht hat. Kann man sich, glaube ich, immer noch im Internet durchlesen. Solltet ihr unbedingt mal tun, wer es noch nicht gemacht hat. Heißt Rücktrittsforderung an den Queer-Beauftragten. Das mal bei Google eingeben und dann lachen. Und da war diese Tugendfurie eine der Hauptleute da drin. Außerdem hat sie einen Vortrag auf der Open-Mind-Konferenz gehalten. Das war auch was, wo wir ganz zu Anfang, als wir mit diesem Stream angefangen haben, also als er noch GamerGate war, mal drüber geredet hatten, weil mir das damals schon aufgefallen war. Und da hat sie zum Beispiel behauptet, dass Männerrecht da irgendwas mit Anders Breivik zu tun hätten. Das war auch ganz wunderbar. Also vollkommener Humbug, was die Damen da so von sich gegeben haben, Sachen durcheinander werfen, Leute verleumden und ja, das findet halt nicht jeder gut, sowas aber auch. Tugendfurie essen Seele auf. Ja, und Siebel Schick hatten wir ja gerade schon. Also. Was, die Schramm ist es Tugendfurie? Nee, die Schramm ist die Schramm. Okay. Die Frau Strick. Achso, ja, okay. Da habe ich mich jetzt verstrickt, ey. Das ist krass, eine Schramme von der ganzen Verstrickung. Sauer durcheinander. Erinnert ihr euch noch an Gamergate? Wie das angefangen hat damals? Also nach dem AfD-Tweet von... Ja, erzähl mal nochmal. I remember. Nach dem AfD-Tweet von dem Baldwin kam ja dann lange nichts. Und dann kam Zoe Quinn. Zoe Quinn, die sich damals, so sagt es die Legende, mit gewissen Gefälligkeiten eine positive Presse für ihr Spiel Depression Quest, ja, wie will man das nennen, erschlichen hat. Ja, also das ist ein bisschen fies ausgedrückt, als es wahrscheinlich war. Das waren einfach Freunde von ihr quasi. Hat sie sich das nicht erschlafen sogar? Oh. Allegedly. Ja. Und jetzt kommt raus, jetzt hat sie ja im Nachgang von Gamergate sozusagen hier und da mal Zugang zu höheren Sphären bekommen, zum Beispiel bei DC, also Detective Comics. Und darf da jetzt unter dem Vertigo-Label eine Geschichte schreiben, so wie das hier aussieht, das Bild allein, würde ich sagen, die Geschichte geht um sie, wie toll sie ist. Kick-Ass, die ist, ein Cyborg ist und so. Die Diskussion. Es ist wohl eine Cyberpunk-Story mit. Nein! Nein, echt? Ja, also. aber die Sache ist, ich fand halt das Coverart sah ziemlich gut gezeichnet aus und ich habe Bilder aus in dem Comic gesehen, die sehen bei weitem nicht so gut aus. Leider. Ja, auf jeden Fall wird das jetzt irgendwann kommen und dann gibt man ja auch Interviews und taucht in Medien auf und zum Beispiel bei The Verge hat sie ein Interview gegeben und das sie in sehr positivem Licht stehen lässt. Und nachher kommt raus, die Interviewerin, also die Journalistin und die Frau Quinn kennen sich gut. Es stand nichts drin in dem Artikel. Kein Disclosure, keine, nichts. Ja, dann frage ich mich jetzt halt langsam, ist die Frau lernresistent oder sind es die Journalisten oder... Und warum hat das keine Konsequenzen? Aber sieht doch ihre erfolgreiche Masche durch. Erfolgreich. Ja, aber es ist offen für jeden zu sehen, dass es halt nicht sauber ist, was sie macht. Ja. Und trotzdem, ja. Ich finde es ja schon fast poetisch, dass wir Zoe Quinn jetzt an Comicsgate weitergegeben haben. Ja, ist schon irgendwie schön, ne? So geht die Fackel weiter. So macht sie einen Bereich nach dem anderen kaputt. Ja, aber bei den Comics
muss ich sagen, fand ich ja schon recht gut, dass das so einen, auch so einen Backlash gegeben hat, auch so in Richtung von Crowdfunding und so. Ja, wesentlich erfolgreicher vor allem. Ja. Als Gamergate damals. Ja. Ja, aber wie gesagt, die Methoden ändern sich nicht. Es, und die Journalisten ändern sich auch nicht. Ja, und eine weitere Gamergate-Story zu dem Thema. Auch wieder hier als Twitter-Feed verarbeitet. Um es kurz zu sagen, offizielles Gaming, Gaming-Tournaments sind mittlerweile einfach wirklich Big Business und Frauen sind da rar gesät, weil einfach wenige Frauen kompetitiv auf so einem hohen Level spielen und wenn dann Frauen dort sind, dann sind die sehr beliebt, direkt. Man kann sich jetzt fragen, warum, aber ich denke mal, das kann sich jeder denken. Und ja, aber das sehe ich noch als völlig legitim, weil du halt es ist vollkommen legitim, im Spitzensport, sage ich ja auch immer in der Diskussion bei der Formel 1, wenn es eine Frau gäbe, die auch nur ansatzweise die Zeiten mitgehen kann, die Spitze da fährt, die hätte sofort einen Job bei einem Riesenteam, weil das ist in Geld gar nicht auszudrücken, was das an Sponsormöglichkeiten bringt. Eine Zahl, die ich gestern gesehen habe, die mich selber überrascht hat, wenn man alle großen Sportevents zusammennimmt von 2018, hier die PGA-Tour und alles, was außer Fußball ist, ja, also die großen Tennisturniere und so weiter und so fort, nichts von denen kommt einzeln über 9 bis 10 Millionen Zuschauer und alleine die League of Legends Championship hatte 100 Millionen Zuschauer. Gut, wie weit das gemessen wurde, selbst wenn es nur die Hälfte wäre, wären es fast genauso viel wie alle anderen großen Sportereignisse weltweit zusammen. Also so groß ist das mittlerweile, da war ich selber überrascht. Und über in so einem wirtschaftlichen Kontext hat halt ein Team, was semi-professionell das macht, sich quasi einen Frauencharakter erdacht. Eine Frau hat vor der Kamera geschauspielert und im Hintergrund hat ein männlicher Spieler die Turniere gespielt. Und ja, das ist im Endeffekt die ganze Story. Und was noch ein pikantes Detail ist, ist, dass von Anfang an die Leute halt so ein bisschen skeptisch waren, weil es sehr viele Hinweise darauf gab, dass eine Frau mit einem Account, der irgendwie nur einen Bronzestern beispielsweise hat, auf einmal so gut ist. Und jegliche Fragen wurden halt auch wieder mit der Sexismuskeule niedergeknüppelt. Und von alten Namen, die wir alle kennen, wie Nathan Grayson und so. Wunderbar. Ja, ich habe da auch einen sehr interessanten Kotaku-Artikel zugelesen. Da ist die Korrektur des Artikels länger als der Artikel selber. Hm. Qualitätsjournalismus ist das auch. Aber ich meine, gut, ich glaube nicht mal Kotaku behauptet von sich selber, dass es Qualitätsjournalismus ist. Was ist denn heute los? Ist heute die Zombie-Apokalypse ausgebrochen, oder was? Ja, wir müssen das Jahr doch richtig Sarkisien. Das wird ja immer ekliger. Die alten bekannten Gesichter kamen jetzt alle hervor. Ja, genau, ihr erinnert euch vielleicht noch, es gab 2017 halt unsere wunderbare Bundeszentrale für politische Bildung, die ja mittlerweile eigentlich auch fast jede Woche hier bei uns in irgendeiner Art und Weise gefeatured wird, dieses Play-Festival unterstützt. In Deutschland, in Hamburg und unter anderem halt auch diese Dame hier dann eingeflogen. Und ja, ich hatte jetzt erst die Woche mal irgendwie mir die Mühe gemacht, nach diesen Videos zu gucken, die da entstanden sind. Und das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, die sind auch alle relativ kurz. Da wollte ich jetzt mal ein bisschen was abspielen. The history of women in video games is quite fraught. Tropes vs. Women in Video Games is a video series I did that showcased the history of the way that women have been presented in games, and it's not pretty. So you have so many damsels in distress. You have women who are there to be sexual objects or just background decoration. You have violence against women that's used just to create... Sag nochmal, Salam. Weil Anita Sarkeesian das entscheidet, ist das so. Genau, stimmt jetzt zwar niemand zu, dass das so ist. Und es gibt tausend Gegenbeispiele, aber das ist jetzt einfach so und wird natürlich nie hinterfragt. Ah. Ja, du hast dies, du hast das, du hast jenes. So ist das. Und die Anita hat es nur gezeigt. Create more gritty worlds. You even have women who are used as rewards for a job well done. And Frauen, ja, Frauen. Nicht Darstellungen von Frauen oder so, sondern das sind Frauen. Müsst ihr wissen. Frauen als Belohnung. I think that we're seeing a concerted shift in the industry over the last several years to try to
make the industry a little more inclusive, to try to make better representations in games. So we're seeing more women, we're seeing more people of color as the stars of games, and we're starting to see stories that are built around those particular experiences, and I'm pretty hopeful for that. Ja, also, Hamburg, Puppe, da hat man noch eine Frau mit einem Maschinengewehrarm und einem Humpelbein oder irgendwie sowas. Also wenn das nicht divers ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Darf man Leuten heute noch wünschen, dass sie zur Hölle fahren? Weiß ich auch nicht. Oder ist das schon Harassment? Ist denn Hölle? Ups. Das ist furchtbares Harassment und das solltest du sofort einstellen, weil sonst kommt die Internetpolizei und verhaftet dich. Hm. 12 Jahre Gulag. Nein, also die Jennifer Jensen, das ist eine Frau, spezieller eine Kanadierin, die Anita Sarkeesian geholfen hat, eine Masterarbeit zu schreiben, und sie ist ihre Professorin gewesen. Und sie hat hier in einem Artikel Theorizing Gender and Digital Gameplay, Oversights, Accidents and Surprise im Jahr 2008 sich auch schon dem Thema gewidmet, weil Drumroll, Gender und Digitales, was sie so als Forschungszweig hat, den sie so hat. Und interessant ist hier auch, das wird natürlich wild rumzitiert von Butler und Foucault, die tauchen irgendwie in der linken soziologischen akademischen Bubble irgendwie in jedem dritten Artikel auf, so gefühlt, zumindest in der Gender Cultural Studies Blase, in der akademischen Blase. Und dass sie halt Iris Marion Young zitiert. Young war im Zentrum der Political Correctness Debatte in den 90ern und hat ein Buch, das heißt Politics of Difference, geschrieben. Das hat 15.000 akademische Zitate, und damals wurde von einer Kulturrevolution gesprochen, die man anstrebt, und man geht halt drauf ein, wie halt Marx und kritische Theorie und die Postmoderne einen beeinflusst haben, eben Politics of Difference zu schreiben, und ich fand es irgendwie total interessant, dass sozusagen Jennifer Jensen dann die Young zitiert, die halt in der PC-Debatte in den 90ern schon ganz vorne dran war, die halt von der Kulturrevolution spricht, und sie selber forscht dann an Gender-Stereotypen in Videospielen rum, und hier in einem Artikel geht es halt um die Performatität, also der Performativity, also dass halt die Geschlechterrollen halt gespielt werden und dass halt in Videospielen sich Jungs schämen zuzugeben, dass sie mit Mädchen spielen, wenn man denkt. Und hier haben sie halt so einen typischen Artikel geschrieben, wo es halt darum geht, ja, wie beeinflussen denn Gender Roles und derlei denn die Videospiele. Und interessant ist einfach, dass sozusagen die Marion Young hab, die von Kulturrevolution spricht, die Jennifer Jensen, die hier schon 2008 in die Richtung schreibt, was sich denn verändern müsste, und die haben halt ihre akademischen Journale, und dann kommt später Anita Sarkeesian und macht halt ihren Master, und das ist halt die beaufsichtigte Person, ist halt die Jennifer Jensen. Jennifer Jensen arbeitet dann auch als Treasurer, also als CFO, Geldverwalter in der FemFrag, Feminist Frequency NGO. Dann, wenn ich das da als Kulturmarxismus bezeichne und meine, ja, der Akademiker, linke Blase, Intellektuelle in der Universität, die wollen Einfluss nehmen auf die Kultur, dann heißt, ich rede von einer Verschwörungstheorie. Während hier, ich weiß nicht, wie ich es noch mehr beweisen soll, aber das wäre halt so ein starker Indiz, einfach hier, das da so. Und ich kann euch nächste Woche das Politics of Difference bringe ich euch mit und erzähle euch von dort ein paar Zitate, aber ach, habt ihr es so. Mein Name ist Janina, ich komme aus Hamburg tatsächlich, bin 28 Jahre alt. Ich mache so ein bisschen was mit Medien, so wie die meisten meiner Generation. Ich bin Webentwicklerin, Grafikdesignerin, und in meiner Freizeit streame ich gerne und ja, spiele viele, viele Spiele. Ich larpe und bin ein sehr sozialer Mensch in vielen Dingen. Ich habe tatsächlich vor, ich glaube, 5 Jahren angefangen zu streamen, habe einfach dann die Spiele, die ich gerne spiele, gespielt im Internet, und das hat sich recht weit so fortgetragen. Ich habe dann nicht nur Spiele, also
Videospiele gespielt, sondern ich spiele auch viel und gerne Brettspiele, Pen and Paper, LARP. Da gibt es ganz viele Facetten, die mich da sehr interessieren. Seit neuestem habe ich auch mal ins Tabletop reingeguckt. Das heißt, in dieser Spielewelt fühle ich mich ziemlich zu Hause und verbringe da gerne meine Freizeit. Also das Play Festival ist, so wie ich es jetzt miterlebt habe, tatsächlich ein ziemlich kreatives Festival. Es gefällt mir, wie viele Menschen hier gemeinsam, also wie die Zielgruppen hier aufeinandertreffen. Es gab einige in meinem Alter, die hier durch die Gegend ziehen, dann viele Jugendliche, und die gemeinsam kreativ spielen und sich aus meinem Begriff ziemlich wichtige Talks auch anhören, rund um Spiele und um Spiele-Community. Und das ist immer etwas, das sich gut erzählen lässt und was auch einen guten Eindruck gibt, glaube ich. Die Spielewelt, so wie ich sie mir für die Zukunft wünsche. Ja, habt ihr es gerade gesehen? Forced Diversity. Aber in dem Buch von Marius Young, also The Politics of Difference, steht auch drin, dass Social Justice was enforced sometimes on the communities by law. Mhm. Sehr gut. Das hat sie auch geschrieben, Zitat aus ihrem Buch. Deswegen, das passt voll gut. Aber die Friedhof gehört nicht zum Computerspiel. Was meinst du, Mammon? Das ist gerade so ein bisschen. Die verdient auch Geld mit Computerspielen, oder? Mit dem, was sie beschrieben hat vorhin als Tätigkeit. Die Dame da, ich denke mal schon, ja. Oder war das nur Hobby? Nee, ich glaube nicht, ne. Wahnsinn. Ist die, über die ich auch in meinem Talk gesprochen habe, und zwar diverser, als es jetzt schon ist. Ich würde mich freuen, wenn sie mehr Charaktere unserer Gesellschaft auch in Facetten einschließt, mehr Spiele rauskommen, die uns auch und unsere Gesellschaft auch hinterfragen, wo man sich auch danach mal hinsetzt und sagt, okay, was habe ich gerade gesehen, was habe ich gespielt? Etwas, das uns nicht nur Spaß macht in dem einen Tunnel, in dem wir uns Spaß vorstellen, sondern auch andere Möglichkeiten aufzeigt und dann vielfältiger wird, viel vielfältiger für die Zukunft. Spiel mal Deus Ex, da stellst du dir Fragen, Bedel. Ja, aber wie geil das schon wieder. Es kommt von so einem, ja, ich interessiere mich für alles, zu so einem, ja, das ist dieser eine Tunnel, in dem wir hier sind. Das ist, also im Endeffekt hat sie doch gerade paraphrasiert, was in diesem 12 Ways to End the Gamer oder so Artikel aus der Gamergate-Zeit stand. Das muss sich ändern, das muss einen neuen Fokus, das muss dies und wir müssen diesen Tunnel verlassen, der das darstellt, was Spiele irgendwie sind und so. Ja, wie kommt man also da drauf? Die sieht mir wie ein 1A U-Boot aus. Ja, eben. Auch, wie sie eben gesagt hat, irgendwie, ich spiele das und spiele das und dann habe ich mal in Tabletop reingeschaut. Das kam mir alles ein bisschen leidenschaftslos und kalt vor. Also nicht, dass ich voreingenommen sein will, aber ich habe die jetzt noch nicht einmal wirklich über ein Spiel reden hören, so wie ich jemanden über ein Spiel reden hören will, dem ich auch beim Spielen zugucken will, wenn das für irgendwen Sinn macht. Also ja, die macht doch irgendwie alles, habe ich das Gefühl, ne? Also es ist nicht so, hier, ich Pen and Paper, ich bin voll Vampire-Spielerin oder so. Nee, ich mach Pen and Paper und ich mach LARP und ich mach Tabletop und ich mach, ja, okay, gut. Ich mach irgendwas mit Medien und Rollenspiel offensichtlich. Mhm. Also sie hat 5000 Abonnenten bei Twitch. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Ja. Also die macht doch eigentlich einen normalen Eindruck. Ich glaube eher, das ist der Situation geschuldet, dass der halt so ein bisschen verfängliche Fragen gestellt worden, so, ja, also nach dem Motto so, ja, was ist denn Ihre Meinung zu Diversität? Ja, Moment, oder? Mal, Price. Also sie falsch ein und sie hat es von sich aus so gesagt. Ja, Moment, eben, ja, die hatte ja gerade ihren komischen Vortrag mit dem dicken Ding Diversity und hat ja auch selber gesagt, dass ihr das so unglaublich wichtig ist. Und ja, also tut mir leid, also ich meine, bei diesem Computerspielkram gibt es ja alles, da gibt es auch alle möglichen Computerspiele, wo kein Menschen drin vorkommen, die irgendwie divers sein können oder so. Also ich kenne jetzt sonst nichts von der Dame, deswegen weiß ich auch nicht. Sie hat einen Vortrag bei TinCon auch gehalten, wo Gamergate genehmigt wurde, ja. Sie spielt das und analysiert das gleichzeitig, ist doch klar. Sie spielt das nicht nur. Ja, dass die dann da keinen Spaß dran finden, kann ich ja wiederum verstehen. Weil wenn du ein Spiel analysierst, während du es spielst, also mehr analysierst als spielst sozusagen, dann kann das ja keinen Spaß machen. War auch eine wichtige Arbeit. Nee, ja. Boah. Vielleicht auch. Wir haben eigentlich irgendwie immer. Ja. Ich weiß, es gibt so viel gutes Material zu Spielen auf YouTube von Leuten, wo das Herzblut für das Spiel jederzeit, in jeder Sekunde von dem Video da ist und
auch Leute, die, die genau merken, dass ihr Lieblingsspiel oder ihre Lieblingsspielereihe halt auch Fehler hat und die auch offen besprechen können und so. Da brauche ich doch diese ganzen bezahlten Schmierfinken, die eh ständig nur von was anderem reden. Ja, von dieser Pauschalkritik, ne? In Wirklichkeit gibt es ja, wie soll man sagen, mit jeder Art von Monster oder mit jeder Art von Geschlecht und diversen Typen, was gibt es da in den Spielen? Also da muss ich mir nur das Richtige raussuchen. Und über den ganzen Markt zu jammern, hat die, also Fiesin ja auch gemacht. Er hat sie gesagt, irgendwie alle sind schuld, Warner Brothers ist schuld und weiß nicht, wie die überhaupt alle sind so schuld und so, ne? Also ja, die genau, Konsumindustrie. Bitte? Was? Die Konsumindustrie. Ja, genau. Ein bisschen über moderne Musik aufzuregen, weil das sind meistens auch nur Leute, die nicht wirklich viel Energie darin aufwenden, sich umzuschauen, was es so gibt eigentlich. Weil es gibt verdammt viel gute neue Musik. Ja, so nach dem Motto immer dieses Yeah, ne? Und man muss es halt aktiv als ein Hobby haben und da Zeit reinstecken, um es halt rauszufinden, wie das bei allen Sachen ist eigentlich. Jetzt haben wir noch den Fachbereichsleiter in der Bundeszentrale für politische Bildung. Okay. Creative Gaming ist eine der wenigen Initiativen, wenn nicht sogar die einzige in Deutschland, die tatsächlich die Auseinandersetzung mit Games unter Gesichtspunkten wie Kreativität und Bildung ernst nimmt und da tatsächlich auch nachguckt und nachbohrt. Das Zweite ist für uns, dass Games in Deutschland immer noch so ein bisschen Thema des Generationen-Gaps sind. Sind eher halt nach wie vor junge Menschen, die spielen, ältere Menschen, die wenig damit anfangen können. Obwohl Spiel doch eigentlich so eine extreme menschliche Grundeigenschaft ist. Und da so ein bisschen die Lücken zu schließen, auch gegenseitig für Verständnis zu werben und eben zu zeigen, dass Games nicht einfach nur das ist, was viele Jahre immer nur in den Medien wahrgenommen wurden unter Stichworten wie Killerspiele, Ballerspiele, Sucht, Computer. Ja, Sexismus-Simulator, wo man Frauen als Belohnung bekommt. Computerspielsucht, ähnliches. Und dass Games inzwischen eine unglaubliche Vielfalt haben und eben nicht nur so die AAA-Titel sind, die in der 37. Folge Gott, jetzt irgendwie rauskommen. Oh Gott, Alter, das ist der Chef der Bundeszentrale Politische Bildung für Computerspiele. Haben Sie niemanden gefunden, der irgendwas davon versteht? Also AAA, er wirft halt mit ein paar Worten rum irgendwie, die er mal gehört hat, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, er redet genau das Gleiche, was unsere Freunde von der WSD und so auch daran kritisieren, an irgendwie Computerspielen. Ja, also ich höre da ein bisschen raus, dass er gerne ein Computerspiel hätte, wo so Figuren drin sind, wie bei Mensch ärgere dich nicht, die Figuren oder so. Ja, und dann weißt du, Serious Games und du musst dann ein Spiel haben, was sich mit der Zollbehörde auseinandersetzt und das sollte eher wie ein Roman sein. Es muss mehr kooperativ sein, weniger Wettbewerb und tralala. Weißt du? Genau. Ja. Weil Spiele müssen erwachsen werden. Ja. Um mal Loriot zu zitieren. Spiel ist etwas Heiteres. Es soll Spaß machen. Das war ja ein alter weißer Mann, deswegen hat er es auch gedacht. Das war ein alter weiser Mann. Wenn er heute leben würde, wäre er wahrscheinlich Hacker oder Kracker oder was auch immer. Uns, glaube ich, umtreibt. Unsere Gesellschaft ist eine digitale und dementsprechend wird das Spielen in der Zukunft immer auch digital sein. Nicht nur, davon bin ich fest überzeugt. Super Aussagen, also, oder? Die Frau dafür guckt oder was? Also, ja, und vor allen Dingen Bildung. Ne? Dieser Mensch ist für politische Bildung zuständig. So, ja, der Himmel ist blau, aber manchmal ist es auch bewölkt und dann ist es eher gräulich. Rusches Grün. Jups. Videospiele und sind immer noch neu. Von daher glaube ich, dass für Neuland, ja, genau. Für Gaming und für Creative Gaming nach wie vor die Zukunft sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, Alter, dass gerade dieses redet der da? Ich glaube, dass für Gaming die Zukunft irgendwie auch groß ist. Ja, warum macht der eine Konferenz und bereitet sich nicht darauf vor, interviewt zu werden? Vom eigenen Channel. Für 51 Aufrufe. Das Play-Festival hat nochmal so gezeigt,
dass so ein Festival tatsächlich in einer Stadt wie Hamburg eine ganz, ganz große Bedeutung erlangen kann. Weil es eben anders ist als all die anderen Event-Festivals, die es hier gibt, weil es sozusagen von unten kommt, weil es von viel, ganz, ganz vielen Menschen und Institutionen... Von unten kommt. Seid ihr denn wahnsinnig? Wie kommt denn was von unten, wenn es von der Bundeszentrale für politische Bildung geschillt wird? Wo ist denn das von unten? Ja, genau. Für die Leute, die das nicht so wissen, Bundeszentrale für politische Bildung gehört zum Bundestag dazu. Also das ich glaube, das Budget war, glaube ich, sogar beim Kanzleramt mit drin, wenn ich mich da richtig erinnere. Also mehr von oben geht eigentlich kaum. Und von unten dieses Gefühl geben eben dann natürlich die ganzen Hipster-Bärte, die da rumlaufen. Mhm. Ja? Und die alle aus Berlin und was weiß ich, wo da hingereist sind und jetzt so tun, als wäre das der heiße Scheiß und er glaubt sie. Oh Mann. Und in Hamburg getragen wird und gleichzeitig aber darüber hinaus strahlt, weil immer wieder internationale Gäste kommen, weil die Games international sind. Und das ist, glaube ich, schon... Das etwas, was auch gepflegt werden muss, wo Hamburg sich auch so ein bisschen nochmal besinnen sollte und gucken sollte, dass es hier wirklich ein Kleinod hat, was zu einer Größe emporgewachsen ist und das sollte weiter gefördert und finanziert werden natürlich auch. Ach ja, wir haben keinen Bock mehr, den Scheiß hier weiterhin zu bezahlen, deswegen muss Hamburg sich jetzt mal ranmachen, sonst... Ich glaube, die sind schon mit drin gewesen, glaube ich, die ganzen Jahre. Wir hatten uns das vor Jahren mal angeguckt, wer da alles dabei war. Es war eine ganz schön lange Liste auf jeden Fall von unten. Also. Hamburg hat eine Elbphilharmonie gebaut, ne? Wir haben vielleicht kein Geld mehr für so einen Quatsch. Nee, die haben noch Geld für den Quatsch. Die haben auch eine Initiative, Computerspielschule Hamburg. Und da kann man freitags von 15 bis 18 Uhr außerhalb der Schulferien können Jugendliche ankommen und miteinander Videospiele spielen. Also so generell frage ich mich da einfach so, warum nimmt ihr nicht das Geld, was ihr hier reindonnert und gibt einfach allen Schülern, die keine Ahnung, Notendurchschnitt 2 haben, die Möglichkeit an einem Lottospiel Geld zu nehmen, wo man Steam-Gutschein gewinnen kann oder so. Davon hätten viel mehr Bürger viel mehr wie das, was ich gerade gesehen habe. Also ich muss ja fairerweise... Das mit dem Lotto meinst du hoffentlich nicht so ganz ernst. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich meine es nicht so ganz ernst, aber wem nützt das, außer der Person, die ein Gehalt dafür bekommt, dass sie da steht? Also ernsthaft. Ich muss auch fairerweise nochmal sagen, dass damals auch 2017 schon ein Bekannter von mir bei diesem Festival gewesen ist. Ich glaube, der hat sogar einen Talk gehalten, den ich noch aus meiner Ausbildungszeit kenne, der halt bei verschiedenen Spieleentwicklungsfirmen auf dem ganzen Erdball schon gearbeitet hat und ich denke mal auch ziemlich viel drauf hat. Also das sind nicht nur irgendwelche Hipster, Dummschwätzer, die nichts können und deswegen meinen, dass alles irgendwie einfach sein muss oder so, die da rumlaufen. Also kann ich auf jeden Fall sagen, aber es sind auf jeden Fall einige. Und ja, die in diesem Kontext der politischen Bildung auf jeden Fall auch drankommen. Ja, und die Dame wollte ich euch auch noch zeigen. Die hat sich ein schönes Spiel ausgedacht, das wird sie uns jetzt erklären. Ich bin großartig. Und ich bin Bildungsreferentin. Das ist kein ausgeschriebener Beruf. So nennt man sich, wenn man in der politischen Bildung arbeitet und wenn man Jugendämter berät und genau für die Ministerien arbeitet. Also wir haben ein Escape Room in manchen Teilen Deutschlands auch Exit Room genannt. Wir haben ein Escape Room entwickelt, also eine Gruppe von Menschen in einen Raum, eine Stunde Zeit, um da rauszukommen und ganz viele Rätsel lösen müssen. Und wir haben das kombiniert mit politischen Inhalten, sprich zu verstehen, wie funktioniert Populismus, indem man sich auch Gruppendynamiken anguckt, indem man schaut, wie die Gruppe miteinander arbeitet und indem sie Aufgabenstellungen bekommen, die sie zum Teil manipulieren könnten oder auch nicht, das entscheidet die Gruppe selber. Na, das Schöne ist, dass man mittels so spielerischen Elementen nicht so moralisch daherkommt. Das heißt, das Lernen funktioniert viel einfacher, weil über Spielen Endorphine freigegeben werden und die Kinder und die Jugendlichen... Alter, Schwede, das ist so geil! Pure DDR! Unsere Pioniere, die freuen sich schon mal, wenn sie hier die Wehrsportübung haben. Weil da können sie schon mal im spielerischen Zusammenhang auch die Endorphinausschüttung, wenn ich einen anderen erschossen habe, ist ja auch, da darf man nicht, also, oh Gott, ey.
Ja, ich muss leider daran denken, dass gerade heute die Nachricht kam, dass in Polen leider 5 Teenager in einem Escape Room wohl verbrannt sind. Alter. Sehr, sehr böse. Aber wir haben aus einem Spiel gemacht, dann war die Aufgabe zu schwer, ne? Da war die Propaganda ein bisschen zu heftig, oder wie? Ja, ich wollte gerade sagen. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da in der Situation das nochmal verkompliziert hat. Hey, oder dass wir vielleicht sogar dachten, das wäre Teil vom Escape, von der Escape Challenge oder so. War ja. Ja, gut, ich meine, verbrennen in einem geschlossenen Raum, das geht ja auch schnell, weil die Leute werden ja ziemlich schnell ohnmächtig. Das ist ja das, warum die meisten Leute halt verbrennen. Ja, ist jetzt ein bisschen makaber und das tut mir auch wirklich leid, gerade weil das Jugendliche waren, aber irgendwie musste ich gerade daran denken. Und ansonsten ist das ganze Gedröhne, die hat wirklich so einen schönen DDR-Rat-Stil drauf, einfach bla 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 bla. Wenn die Nazi-Spiele im Escape-Raum nicht hinkriegt, der hat den verloren. Aber ich finde das so geil, ey. Ja, ey, den Leuten Propaganda unterzuliefern, das ist viel einfacher, wenn die Spaß da haben. Ja, genau, ich finde das auch, und dieser Spruch mit den wie war dieses, was sie da gemeint hat, mit von wegen so, ja, die entscheiden dann selber, ob sie beeinflusst werden vom Populismus oder so, keine Ahnung, aber das denken die. Nee, sie entscheiden selber, ob sie die Regeln irgendwie auslegen oder manipulieren. Das hat sie gesagt. Nee, hat sie nicht gemeint, die werden manipuliert und das entscheiden die dann selber oder irgendwie so? Da musst du wohl nochmal zurückspringen. Ja, dann mache ich das nochmal. Du kannst eine von so einem ideologisch inspirierten Escape Room, wo du nur rauskommst, wenn du dich an die Gesinnung hältst. Und nach dem musst du lösen. Das Codewort ist Orange Man Bad. Orange Man Bad, lass mich trauen. Ja, Anita Sarkeesian hat recht. Gamergate, ich schwöre, Gamergate ab. Gamergate war's. Tut es Gamergate an. Oh, ihr seid Verschwörungstheoretiker, die wollen doch keine Propaganda in eure Spiele reinbringen. Genau, das ist nur Bildung, das ist keine Propaganda. Bildung für die Endorphine, hallo? Bildungsreferentin für das Ministerium für Spiele. Bildung für die Endorphine können wir auch gleich auf die Titelvorschlagsliste setzen. Man in der politischen Bildung arbeitet und wenn man Jugendämter berät und genau für die Ministerien arbeitet. Also wir haben ein Escape Room in manchen Teilen Deutschlands auch Exit Room genannt. Wir haben ein Escape Room entwickelt, also eine Gruppe von Menschen in einen Raum, eine Stunde Zeit, um da rauszukommen und ganz viele Rätsel lösen müssen. Und wir haben das kombiniert mit politischen Inhalten, sprich zu verstehen, wie funktioniert Populismus, indem man sich auch Gruppendynamiken anguckt, indem man schaut, wie die Gruppe miteinander arbeitet und indem sie Aufgabenstellungen bekommen, die sie zum Teil manipulieren könnten oder auch nicht, das entscheidet die Gruppe selber. Na, das Schöne also ist genau okay, das, ein Escape Room im Umerziehungslager, oder was? Aber Exit Room ist doch falsch. Exit Room ist doch, das geht doch gar nicht, das widerspricht sich doch irgendwie. Ja, okay, also es war doch so, dass die Regeln gemeint waren, die manipuliert werden können, ja. Weil sie lernen nicht als solches empfinden, sondern weil sie spielen. Und gleichzeitig haben wir das kombiniert mit Aber spielen kann man auch die Regeln ändern, das verstehe ich nicht. Nee, das ist von wegen, die lernen, die merken das gar nicht, dass sie lernen, weil sie ja gleichzeitig spielen. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Informationen, die sich hier auch im Raum befinden. Wie ausgebucht von ihr. Die sich hier auch im Raum befinden und mit dem, wie die Gruppe funktioniert, die wir dann im Nachhinein auswerten und uns aufzeigen können, da geht es um demokratisches, beziehungsweise nicht demokratisches Handeln, weil wir uns absondern und exkludieren. Weil wir uns absondern und exkludieren. Wie kann ich das denn in so einem Escape Room? Ich kann mir vorstellen, was das ist, aber ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, manche bleiben solidarisch und manche werden eben egoistisch oder so. Das ist wahrscheinlich der Lerneffekt dabei. Naja. Ja, was hat das mit Demokratie zu tun? Du kannst in der Demokratie so egoistisch werden, wie du willst. Dann gibst du trotzdem deine eine Stimme ab. Hinterher wird das in der Summe verwurstelt und dann gibt es eine Regierung. Die ist der Regierungsreferent. Ich muss mal fragen, ob das irgendwie anders gemeint war oder so. Aber wie kann man das erklären? So? Die stimmen dann darüber ab, wer als erstes Endorphine ausschütten darf. Genau. Der Escape Room hat jetzt die Stufe Forced Diversity erreicht. Bitte verlassen Sie. Ja, gut, oder? Habe ich euch zu viel versprochen? Nee, da
hast du uns was Schönes mitgebracht. Das fand ich sehr lustig hier die Woche. Mainstream Journalism 2016 bis 2018. Ich würde sagen, auch noch ein bisschen älter, aber ja, summed up in one meme. Und dann hier, decided to go out for a walk on the beach and got freaked out when I thought I'd ran into a KKK-Meeting. Also jemand hat diese Szenerie hier für ein Ku Klux Klan-Meeting gehalten, weil das so aus der Ferne so aussieht. Aber es sind natürlich nur Regenschirme oder Sonnenschirme, die zusammengeklappt sind. Du, das wäre lustiger, wenn das nicht zwei oder dreimal wirklich passiert ist. Das gab es doch das eine Mal mit dieser Comedian, die so eine Straßenmarkierung für irgendeine Baustelle, die noch kommt, gesehen hat und dann, oh, sie sprühen hier schon Hakenkreuze auf den Boden. Die Pressemeldung der Polizei Berlin zur Silvesternacht klingt nach einer Mischung aus der Filmreihe The Purge und einer ZDF-Dokumentation über den Euromaidan in der Ukraine. Wie kann das akzeptierte Normalität sein? Wichtig ist, dass alles verboten wird, was Spaß macht, weil das wird die Gesellschaft sicher voranbringen, wenn man nirgendwo mehr Unfug macht. Naja, Moment mal, also Berlin war schon... Als ich da noch, ich hatte mal eine Beziehung zu einer Dame aus Berlin und die, da war ich dann auch an Silvester und das ist Krieg. Also die Leute haben damals schon Sachen gemacht, wie einen richtig fetten Böller in die S-Bahn schmeißen, wenn gerade die Türen zugehen. Und ja, mit Raketen von. Oder Raketen auf vorbeifahrende Autos schießen. Oder ist Leute. Standard, aus Leute. Häusern von Balkons runter, das ist alles Standard. Raketen auf Personen schießen, wenn du auf so einem großen, wenn du auf dem Alexanderplatz unterwegs bist und nicht die richtigen Klamotten anhast, kann dir das da auch mal passieren, ja. Nee, also Berlin, Abel, da, das hat nichts mit Spaß zu tun. Ja, leider. Das hat nichts mit Spaß zu tun. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, worum es da konkret ging, aber das ist leider in Berlin immer sehr. Ich lese ja hier unten nur teilweise vorbeifahrende Passanten mit Feuerwerkskörpern, bla bla, Waffen- und Sprengstoffgesetz. Also, wie gesagt, Abel, das musst du, glaube ich, vielleicht selber erlebt haben, um zu glauben, wie ätzend das ist. Also, es ist vielleicht nicht dauernd und überall so. Erlebt. Das, bei mir ist es einfach nur so, wenn ich das sehe, denke ich mir, ja, lass uns alles verbieten, was Spaß macht. Feuerwerk. Natürlich ist es dämlich, wenn Leute mit Feuerwerkskörpern beworfen werden, aber es haben halt auch verdammt viele Leute einfach nur Spaß daran, Sachen in die Luft zu jagen. So, ich sehe da einfach nur die Tendenz, dass man mehr und mehr einschränken möchte, was man denn machen kann an Freiheitsdingen, die man so tun möchte. Einfach so. Ich finde es ja gut, wenn man Raketen an Silvester hochschießt, aber das ist der Punkt, man schießt sie nach oben. Und ich rede jetzt nicht davon, dass die Leute die Raketen einfach geschossen haben und dann haben die aus Versehen jemanden getroffen. Es geht da schon um ziemliche Absicht immer. Ja, und das wird auch, die Leute, die ziehen sich dann aus der Situation raus. Es ist ja zum Beispiel nicht so, dass dann jedes Mal auch die Passanten die Polizei rufen würden oder so. Das ist einfach, man geht einfach weiter und hofft, dass man nicht getroffen wird oder so. Wie soll man sonst mit der Situation auch umgehen? Naja, auch kommt ja auch dazu, dass wenn du dann irgendwie stumm machen würdest, du ruckzuck halt auch ein paar aufs Maul kriegst. Das ist ja durchaus. Ja, und oft merkst du ja auch gar nicht, von wo es überhaupt kam. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, du hast ja nicht dauernd alle im Blickwinkel und guckst, wenn du da hunderte Menschen um dich rum hast. Deswegen, naja. Ja, dieses hier... Sicherlich woanders auch so. Dieses hier fand ich auf jeden Fall auch mal wieder, also muss man auf jeden Fall gesehen haben, einen echten Punkt, so auch so zum Thema von unten her und so, ne? Du kriegst sowas in der Post hier, ne? Der Bundespräsident und Frau bitten Frau Hengame-Dingsbums zu einer Martini 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland, Parität in der Politik, wo es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass man sagt, oh mein Gott, zu wenig Frauen in der Politik, wir müssen alles ändern, wir müssen das Wahlrecht ändern, weg mit den freien geheimen Wahlen, das brauchen wir doch nicht, das ist alles Patriarchat, pfui, 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 weil irgendwelche Aktivisten das gerne so haben wollen. Und die SPD meint, es wäre vielleicht sinnvoll, sich dem irgendwie anzuwidern. Und was dir dazu einfällt ist, Ostdeutschland macht auf Vogue und feministisch, aber bleibt eins rückständige Katastrophe. Briefe mit hässlichem Adler verschicken
und die Adressierten misgendern. Also, du bist immer noch ein Opfer natürlich, obwohl sich die höchsten Gremien in diesem Staat, das verdammte Staatsoberhaupt, dir eine Einladung schickt zum Komm mal mit mir abhängen, Hängarmee. Ah, da spricht die pure Unterdrückung aus jeglicher Zeile. Also, mir tut die Hängarmee echt leid. Außerdem möchte ich sagen, dass Deutschland noch einiges zu lernen hat. Also, weil gerade unsere Würdenträger nicht genau wissen, wie man mit jemandem wie Hengame umgeht. Genau. Das weiß ich aber auch nicht. Okay. Genau, ihr bevorzugtes also, Pronomen ist schließlich Exzellenz, königliche Hoheit oder so, ja. Das müssen die Diplomaten also, eigentlich wissen. Ja, aber das ist ein sehr gutes Beispiel für die Denkweise vom Progressive Stack. Egal, wie privilegiert sie ist, dadurch, durch ihre eigene Identität als was auch immer, ist sie immer noch benachteiligter als der niedrigste weiße Mann, der auf der Straße wohnt und Ratten isst. Selbst nur das ist ja die Denkweise von diesem Progressive Stack. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch, ja, ich sag nur, Rechtspopulismus und so ist ein Riesenproblem in Deutschland. Du hast irgendwelche SJW Talking Points auf Einladung vom Bundespräsidenten. Und hier steht ja, man kann es ja an der Ecke ja sehen, ihre Pronouns sind ja angegeben. Aber was schreibe ich denn, wenn da jetzt jemand, wie in ihrem Fall stehen hat, Pronouns they, them? Wir bitten them, Hengame, Jago, Dingsbums zu einer Matinee oder they oder the oder Hengamix. Warum muss Hengame da überhaupt hin? Ist das überhaupt eine Frau? Ist es doch gar nicht. Also warum eingeladen? Ist doch scheiße, nutzlos. Stimmt, das ist eigentlich die beste Frage, wenn sie keine Frau ist. Was will sie dann auf einer Matinee zum Frauenwahlrecht, ne? Ja, hat sie gar kein Wahlrecht. Was haben hier nur Frauen und Männer? Ja, oder wahrscheinlich ist das antidemokratisch, weil sie ist Sam, sie ist mehrere, also sie müssen eigentlich mehrere Stimmen haben. Sie und ihre ganzen Headmates. Wird das jetzt nach Umfang gerechnet? Bei dem Thema, wie der Staat richtig damit umgehen soll, hatte ich irgendwie so Rotorengeräusche im Kopf. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Ich sollte mich deswegen wahrscheinlich schlecht fühlen. Bolsonaro. Du bist ein behandlungsbedürftiger Sonderfall. Eben. Jetzt habe ich es dir gegeben. Ja, das stimmt allerdings. Ja, und das auch nochmal so zum Thema hier unten und oben und so, ne? Das hatten wir eigentlich auch vor einer ganzen Weile schon mal, aber ich wollte da mal wieder darauf hinweisen, weil es, glaube ich, den meisten nicht mehr so präsent ist, dass diese Herrschaften von Netzpolitik auch in den Rundfunkgremien vertreten sind. Also ich glaube, der Chef von dem Ganzen ist in dieser Medienanstalt Berlin-Brandenburg auf jeden Fall drin. Und dieser Herr Duobusch, das auch einer von den Netzpolitik-Leuten ist, der sitzt im Rundfunkrat. Und da haben sie jetzt hier dieses Projekt Wiki Loves TV und Radio gestartet. Wie dieser Beitrag gesagt, das Projekt ist auch eigentlich nicht so dumm. Es geht halt darum, dass man irgendwie sagt, so irgendwelche Sachen, die öffentliche Rundfunk halt gefilmt hat oder so, die werden dann der Wikipedia zur Verfügung gestellt, damit man also diese Medien dann da halt abrufen kann, damit die halt gefüttert sind mit Medien, die kein Urheberrecht und so haben. Hat natürlich quasi den Nachteil, dass natürlich dann auch die Sachen, also jetzt irgendwie so eine Doku von Raik Anders oder so, sich dann da irgendwie unter der Wikipedia direkt zitierfähig dann da irgendwie präsentieren darf oder so, denke ich mal. Also so in die Richtung kann das halt auch laufen, was natürlich dann wiederum nicht so gut ist, aber so prinzipiell halt einfach irgendwelche neutralen Abbildungen oder so von Personen, die irgendwie gesellschaftlich wichtig sind, dass man die dann da halt einfach hernimmt und nicht irgendwie dann nichts hat, ist ja jetzt eigentlich so keine schlechte Sache, aber ich hab das jetzt größtenteils halt mit reingenommen, um da mal wieder darauf hinzuweisen, dass diese Herrschaften da durchaus was zu sagen haben im öffentlichen Rundfunk und dann quasi ja auch der öffentliche Rundfunk auf der Republika immer schön auftritt und ich glaube auch nicht, dass sie das geschenkt bekommen, also ich bin mir nicht so sicher und wer dann darüber entscheidet, dass sie da auftreten oder so, weiß ich auch nicht, ob das was mit dem Fernsehrat zu tun hat, wahrscheinlich dann wiederum nicht.
denke ich mal, weil es ist ja eher so ein Aufsichtsgremium oder so, aber ja, diese ganze Verstrickung, das ist halt auch nicht so ganz ohne, ne? Also möchte ich auf jeden Fall mal darauf hinweisen. So war das Konzert von Feine Sahne Fischfilet. Also dieser Artikel hier... Bevor wir weitergehen, eine Frage noch. Ich habe mich vergessen zu entmuten, mal wieder. Heißt das jetzt konkret, dass alle Angebote der Öffentlich-Rechtlichen auf Wikipedia erscheinen werden? Weil da gab es doch immer noch die Problematik mit, wie lange die veröffentlicht sein dürfen und so. Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ging jetzt konkret um irgendwelche Abbildungen, also erstmal um Bilder und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch schon um ganze Sendungen oder so ging. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Das war jetzt nur von mir halt nachgedacht, wie sich das noch entwickeln könnte. Also ich hatte das so verstanden, dass es zumindest in diese Richtung irgendwann mal gehen sollte. Aber ja, das ist gut möglich. Also als Referenzen dienen sollen, aber nicht halt also immer, sondern einfach nur, wenn sie was haben auch. Ne? Ich meine, Wikipedia schaltet ja bei Facebook und bei YouTube teilweise diese Fact-Checking-Boxen bei bestimmten Themengebieten. Vielleicht wollen die sich da irgendwie reinschleichen, die Faktenfinder. Okay. Habe ich noch nie gesehen, aber kann sein. Ja, auf jeden Fall Feine Sahne Fischfilet. Dieser Artikel hier ist hinter einer Paywall, aber ich hatte ihn noch gelesen, bevor er hinter eine Paywall gekommen ist. Ich fand es ziemlich bemerkenswert. Also das ist jetzt hier mal so eigentlich, ich habe das noch unter Kategorie Journalismus quasi hier mit drin, weil das ist jetzt hier halt Lokaljournalismus. Also was, das ist jetzt hier, das ist halt das Konzert bei mir in Hannover gewesen. Also jetzt von Leuten, wo man jetzt sagen würde, so, die sind jetzt vielleicht nicht irgendwie Relotius oder keine Ahnung, wer von der Süddeutschen oder so, irgendwelche Leute, die auf der ganzen Welt rumjetten, sondern das sind halt irgendwelche Hansels, die irgendwie in Hannover sitzen und hier über Konzerte schreiben müssen, die hier irgendwie stattfinden. Aber selbst dieser Artikel war quasi ja relativ lobend sozusagen für das politische Engagement. Um die Musik ging es eigentlich gar nicht. Es ging nur darum, irgendwie so, ja, und der Verfassungsschutz hat quasi für die Werbung gemacht, indem er die da irgendwie mit aufgenommen hat und so, stand hier drin. Und dann, was ich auch lustig fand, dass sie hier gesagt haben, dass sie vor 5 Jahren in so einem kleinen Club aufgetreten sind, halt der auch so in der linken Szene relativ beliebt ist. Und jetzt quasi in dieser Swiss Life Hall gewesen sind, was halt ein ziemlich großes Ding ist. Und ja, da dachte ich mir so, ja, 5-Jahres-Plan hat ja prima funktioniert auf jeden Fall. Ich wollte träumen, das wahrscheinlich. Hat man sich schön vergrößert. Willst du da überhaupt mal reinkommen? Ja, aber es scheint halt wirklich so das politische Ding größtenteils zu sein, ne? Also irgendwie, dass das jetzt einen besonderen musikalischen Anspruch hat oder so, ist halt irgendwie so eine, ja, was ist das für eine Richtung, so ein Hardcore-Kram oder so, ne? Naja, wir sind ziemlich aus musikalischen Gründen da reingekommen. Ne? Ja. Ah ja, das ist auch sehr schön. Antifa-Kampfausbildung. Das ist scheinbar eine Facebook-Seite, die es gibt. Und die beschweren sich hier über diesen Beitrag, den man hier auf der linken Seite sieht, von der Seite AfD-Watch. AfD-Watch hat geschrieben, solange sich gewisse Antifa-Kreise mit derlei Gewaltakten als Steigbügelhalter und Helfer der AfD-Opfer-Selbstdarsteller profilieren, gehören sie nicht zu einer antifaschistischen demokratischen Opposition gegen die AfD, in Anführungsstrichen. Und dazu sagt die Antifa-Kampfausbildung Facebook-Seite, dass das ja auch Pulpo ist mit demokratischer, antifaschistischer Opposition, weil Demokratie ist ja nicht radikal genug. Und man kann ja nur mit radikaler, linker Sache, kann man das ja nur der AfD ja nur beikommen, den bösen Faschisten. Also ja. Das alte Dilemma im Spannungsfeld zwischen radikaler Linker und gemäßigten linksliberalen Bürgertum verdeutlicht. Ja, wir sind nicht Teil der demokratischen Opposition. Das ist nicht falsch, das ist Freiheit, nein, Gleichheit, nicht. Schwesterlichkeit. Okay, wer außer mir hält es für möglich, dass dass die Bombe eine False Flag war und dass der Hackerangriff ein False Flag in die andere Richtung war? Wir stehen dieser Staatsform aber feindlich gegenüber. Ja, ergo können wir auch nicht Teil einer dieser Staatsform befürwortenden Opposition sein. Diese Staatsform wohlgemerkt in diesem Zusammenhang demokratisch.
Und das wollen sie durchsetzen mit Gewalt, ja, spitz. Ja, klar, ne? Ja, also ich muss sagen, ich habe die letzten Tage das gar nicht so verfolgt. Ich habe nur mitbekommen, die haben drei Verdächtige gehabt und haben die wieder freigelassen. Wurden die freigelassen, weil die nichts damit zu tun hatten? Oder wie sieht das jetzt konkret aus bei denen? Das habe ich auch nicht verfolgt. Ja, ich muss sagen, irgendwie seit dem Laster in Frankreich auf der Promenade bin ich bei Terroranschlägen oder bei... Das war jetzt kein Terroranschlag, oder schon in die Richtung, aber halt, es war jetzt nicht so wie Nice, sage ich jetzt einfach. Und aber irgendwie seit Nice kann ich dem Ganzen einfach nicht mehr so folgen. Zu viel davon gesehen, ich weiß auch nicht, oder abgestumpft mittlerweile. Also ist auf jeden Fall eine total schlechte Entwicklung in die falsche Richtung. Also das will ich nicht sagen, dass mir das egal ist, aber ich bin da irgendwie so, ja, legen halt in interessanten Zeiten. So, das hatte ich auch schon vor 2 Jahren. Also man hört ja öfters mal von Anschlägen auf so AfD-Parteisachen. Deswegen hat es mich jetzt nicht überrascht, dass da was passiert ist, aber die Heftigkeit scheint wohl diesmal doch ein bisschen stärker gewesen sein als sonst. Ja, man sonst nur irgendwie eine Tür angebrannt oder eine Scheibe eingeschlagen und jetzt halt schon wirklich etwas mit Explosionsstoffen wohl auch irgendwie. Deswegen, ich weiß nicht. Aber man hört es ja immer wieder, Anschlag auf AfD, das ist ja schon, kommt ja sehr oft normal vor, habe ich den Eindruck. Also zumindest öfters mal mit. Normalisiert, also in Anführungszeichen. Dass sowas überhaupt passiert. Es gab ja auch einen Anschlag auf die Parteizentrale der Linken hier in Düsseldorf. Da war ich auch überrascht. Das war aber auch nur so, da wurde ein Teil vom Auto angebrannt und eine Tür eingetreten oder so. Diese Explosion war schon ein bisschen heftiger als das Übliche. Eskalation leider. Naja, auf der anderen Seite ist halt das auch zu einer Zeit passiert, als das Schwarzpulver leicht verfügbar war, ne? Ja, also ich weiß leider überhaupt gar keine Details, was da jetzt passiert ist. Deswegen hatte ich gehofft, einer von euch hätte das irgendwie noch verfolgt. Nee, nicht wirklich. Ist mir nur gerade eingefallen. Ne? Also es gibt keine bessere Zeit, wenn du halt irgendwas basteln willst, als jetzt. Also, ja, auf jeden Fall haben die Herrschaften hier ganz schlimme gelbe Angst. Muss man ja ganz ehrlich so sagen. Sie waren ganz friedlich, wie man es heute immer gerne darstellt, war das Bürgertum nie, der Liberalismus eh nie. Man hatte sich nur einmal die Kolonialverbrechen des 19. und 20. Jahrhunderts vor Augen. Ja, das war der Liberalismus natürlich. Linksradikale wollen die Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Schwesterlichkeit endlich einlösen. Wisst ihr Bescheid? Denn die bürgerliche Gesellschaft mit einer parlamentarischen Demokratie als Staats- und dem Kapitalismus als Wirtschaftsform kann es offensichtlich nicht. Offensichtlich. Ich will an dieser Stelle sagen, echter Liberalismus und echter Kapitalismus wurden noch nie versucht. Deswegen, also, no. Also, das könnt ihr gar nicht beurteilen. Da habt ihr die Schrift nicht aber richtig gelesen. Als politisch interessierter von der Interpretation, Mensch, da müsst ihr einfach nur mal nachlesen. Also, als politisch interessierter Mensch solltest du eigentlich wissen, dass man einen kompletten Kommunismus endlich braucht. Aber ich meine, hat denn keiner gesagt, dass wir bis vor irgendwie 30 Jahren hier sowas hatten? Und dass die Leute keinen Bock mehr drauf hatten? Also ich meine, sie schreiben natürlich nicht, was für ein System sie sich stattdessen vorstellen. Ne? Sie schreiben nicht, wir wollen dann... Ich würde da einhaken wollen. Ich weiß, was die sich vorstellen. Die stellen sich vor, dass die Arbeit eine Sache der Ehre, eine Sache des Ruhms, eine Sache des Mutes und des Heldentums ist. Das glaube ich auch. Die sich vor. Ja, aber wie soll das wirklich, weil sie schreiben da ja Staatsreform und sie wollen keine Demokratie. Das kann ja, ist doch normal. Also wird und das kein Faschismus. Oder stellen wir aber, dann... Aber Du musst doch nachdenken, guck mal, die Kulturindustrie, die tut ja die Menschen so bearbeiten, dass die eindimensional werden und dass sie ihre Unterdrückung internalisieren. Und solange die Menschen kein Eigentum an den Produktionsmitteln kollektiv aufweisen können, kann es gar nicht demokratisch sein, weil der einzige demokratische Weg ja sozusagen der wäre, dass man alle Produktionsmittel verstaatlicht.
damit die dann wirklich demokratisch in kollektiven Händen sind. Und alles andere ist ja nur so, das habe ich doch eben gesagt, das haben wir schon versucht. Also nicht wir hier, aber die armen Leute, die 40 Jahre auf der anderen Seite der Mauer verbracht haben. Das funktioniert so nicht. Wir können nicht verstaatlichen und glauben, das funktioniert genauso wie jetzt. Ich weiß ja, ich bin der Marx-Affe hier. Ich bin ja der Meinung, dass es halt Unsinn ist, dass die Produktionsmittel so konzentriert sind und dass die Früchte der Produktionsmittel so ungleich verteilt werden. Also da stehe ich ja auch vielen von euch sogar noch konträr. Aber ich glaube nicht wenn wir erst alle rot sind, dann werden sich die Probleme in Luft auflösen. Ja, da steckt so eine naive so ein naiver Glaube daran, dass wenn nur genügend Leute zusammensitzen und planen, alles ganz richtig wird. Weißt du, an diese Steuerbarkeit der Gesellschaft, der Produktion, dass wenn nur die richtigen Leute im Komitee sitzen, dass das alles schon wird und super gerecht zugehen wird. Weißt du, das schwingt da so im Subtext mit. So. Auf jeden Fall, das Bürgertum hat nicht verstanden, dass der Faschismus gewalttätig ist. Hättet ihr es gedacht? Hat es nicht verstanden, ne? Nee, scheinbar nicht. Der Staat, der den Preis für nicht konformes Handeln mittels Verurteilungen hochtreibt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Staat, der den Preis für nicht konformes Handeln mittels Verurteilungen hochtreibt. Du wirst unterdrückt, wenn du stiehlst, eine Strafe bekommst oder jemanden stiehlst, die Scheibe einwirfst oder so. Ja, sicher, das letzte Mittel des Staates ist auch nur Gewalt, das ist schon klar, ne? Aber ja, aber dafür haben wir doch also irgendwie das so eingerichtet, dass du eine möglichst unabhängige Exekutive hast. Dafür wird ja vorher alles ausdiskutiert. Normalerweise. Oh Gott, das ist so, wie gesagt, das sind, wenn mir Anarchisten erklären, man braucht keine Polizei. Ja. Jeder von uns oder fast jeder wird sich da über kurz oder lang so ein Weltwest-Ding vorstellen, wenn du die Polizei einfach abstellst. Oder dann irgendwelche anderen Leute durch die Stadt patrouillieren und sagen, was Sache ist. Das können die Libertären aber auch, ne? Von Ländern ohne Polizei reden. Ja, ich halte es für Unsinn, weil solange es kriminelle Energie gibt, werden wir Polizei brauchen oder was Ähnliches. Wer ist das denn? Abel DiPerion. Das bin ich. Ich habe ja einen Tweet geschrieben. Und es geht mir darum, dass Menschen haben, also Menschen kontrollieren keine Ideen, sondern Ideen kontrollieren Menschen. Und im Zusammenhang mit Bottrop, und ich finde es nicht gut, was in Bottrop passiert ist und das wäre passieren würde, habe ich mir den Hashtag angeguckt, was die Leute denn geschrieben haben. Und da habe ich einen Tweet gefunden von @chemgue. Er kommt aus Sachsen und er arbeitet für die DPA Ost. Und er hat halt einen Screenshot gemacht von glossar.neuemedienmacher.de und hat halt das rausgetweetet, weil im Zusammenhang mit Bottrop, wie du überall lesen musst, lernt doch bitte einfach mal, liebe Kolleginnen. Und ich fand es ganz interessant, dass du jemanden von der DPA, wohlgemerkt DPA, beliefert ja viele andere Seiten mit den Informationen, die dann sozusagen ordentlich vernudelt werden. Also die DPA bringt die Teiglinge und die verschiedenen Zeitungen, die tun dann ein bisschen Lauge drauf oder machen ein bisschen Kümmel oben drauf oder Pfeffer mit ein bisschen Fett und dann hast du dein tolles Brötchen, wie es dir am besten schmeckt, aber sozusagen die Presseagentur ist ja relativ wichtig. Und er meinte jetzt, dass halt die neuen deutschen Medienmacher mit ihrer sogenannten Formulierungshilfe halt da gut helfen könnten, die Berichterstattung zu verbessern. Und ich fand es halt interessant, weil es ist halt Framing von
vom Feinsten inklusive einer politischen Agenda, aber halt irgendwie, es war jetzt nicht irgendein random Journalist, der jetzt irgendwie bei der Taz arbeitet oder beim Spiegel, sondern halt dpa, und ich fand das irgendwie interessant. Und der Reschke hat ja auch ihre wütende weiße Männer in den Arm nehmen und ihnen sagen, dass sie immer noch tolle Hechte sind. Und dann habe ich noch einen weiteren Tweet gefunden von einer intersektionalen Frau. Friendly reminder, dass es mehr schwarze Journalistinnen und Journalisten of color braucht in Deutschland. Dass so schlecht über weißen Terror berichtet wird, ist auch ein Resultat weißer Überrepräsentation in der Medienlandschaft. Und ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass es wichtig und gut ist, dass man so die steilen Thesen, was die Hot Takes von den sozialen Gerechtigkeitskriegern, dass wenn man die auseinander nimmt, das ist wichtig und richtig. Ich will das auch nicht missen. Das Ding ist aber, dass am Ende vom Tag nicht mal mehr unbedingt der einzelne Aktivist, der sich persönlich daneben benimmt, wirklich wichtig ist, oder gar die NGO, die um den Einfluss ringt, sondern dass am Ende die Idee von der Intersektionalität sozusagen der Endboss ist, den du wirklich angehen musst. Und wenn du das Problem an der Wurzel packen möchtest, dann musst du dir halt auch irgendwann mal die Crenshaw angucken mit ihrem Mapping the Margins, Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir einen richtigen Push gegen die sozialen Gerechtigkeitskrieger machen wollen, werden wir nicht drum rumkommen, The Blank Slate zu lesen. Weil das ein Buch ist, mit dem wir anfangen, in die richtige Richtung zu gehen, deren Ideologie komplett zu verstehen und dann richtig einen Gegenwind aufzubauen. Steven Pinker, meine Damen und Herren. Oh Mann, ey. Also du meinst, dass das häufig falsch geframed ist, ja? Also ich schreib den Pinker heute Abend noch an, ob wir das im Selbstverlag für verlegen dürfen, sein Buch mit einem Vorwort von Abel. Du, ich würde es machen, ganz ehrlich. Übersetzung kriegen wir hin. Ich würde es wahrscheinlich sogar kaufen. Ich ja. bin mit dem dicken weißen Mann, Fefe, nie warm. Dass ich dieses Gefühl, der hat bestätigt, habe ich mir aber nicht gewünscht. Dafür hat er gefährlich viel Reichweite. Zu viel. Ja, und worum ging's dir? Was war hier so schlimm? Fefe beschimpft Netzpolitik.org als grünes Parteiblock, mokiert sich über die Antifa-Fahne, zu viel Feminismus und Anti-AfD-Vorträge auf dem 35C3. Das ehemalige Sprachrohr Phila Nerds ist damit wohl endgültig scharf rechts abgewogen, meinte jemand. Ich habe mich über zu viel Feminismus beschwert. Er hat zwar gesagt, dass die Leute das zu viele fanden, aber ihm war das egal, so ein bisschen Kritik. Fand er nicht so schlimm. Ja, naja. Es hat ja jetzt gerade wieder der Chaos Communication Kongress stattgefunden, haben wir ja auch schon mehrmals darauf hingewiesen. Und das ist ein sehr hochgejubelter Kongress, teilweise zu Recht, teilweise gleitet er halt leider auch immer weiter in die Intersektionalität ab. Von seinen Themen her geht es hauptsächlich um technische Sachen, teilweise auch um sehr interessante Sachen, aber bei allen Themenfeldern, wo es irgendwie um Politik oder Gesellschaftsforschung oder irgendwie sowas geht, da treffen wir halt die üblichen bekannten Themen der Intersektionalität wieder. Und da hat sich halt auch sehr viel, sehr gemäßigte Kritik sogar dran geäußert. Und die Kritik, die hier angesprochen wird vom Fefe, das ist auch so ein Sicherheitsnetzwerktyp, der einen relativ bekannten Blog hat, wo der einfach nur Nachrichten kommentiert. Ja, wer macht denn sowas? Naja, und der hat im Endeffekt nur gesagt, ja, die ganzen Netzpolitik-Leute von ihren politischen Äußerungen hören die sich an wie die Grünen, ist hinterher auch wieder zurückgerudelt und hat gesagt, so, nee, das ist ja gar nicht so. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass es jede Menge Netzpolitik-Org-Leute gibt, die da Talks machen und warum die nicht auf der Republika dann nur sind, weil das ist ja schließlich ihr Ding. Außerdem hat er gesagt, dass mehrere Leute da sind, die bei den Grünen arbeiten, also Mitarbeiter von irgendwelchen Mandatsträgern sind. Und da ist er ja auch nicht von zurückgerudert, also jetzt nicht von Netzpolitik.org, sondern doch, generell von Leuten. Er hat in seinem eigenen Post unten Edit, so, ich bin darauf hingewiesen worden, dass die keine Beziehung zu Grünen haben, das war mir so nicht klar, so nach dem Motto hat er das gesagt. Er hat aber von Mitarbeitern geredet, die bei irgendwelchen grünen Mandatsträgern arbeiten. Das hatte mit Netzpolitik.org nichts zu tun. Also ja, da ging es um andere Leute. Die Kritik ist nicht gerechtfertigt. So.
Also die Kritik war aber gerechtfertigt, dass da Leute Vorträge halten, die halt Mitarbeiter von irgendwelchen Grünen sind. Ja, die Kritik am Fefe, dass er kritisiert hat, dass die Nähe zu den Grünen haben. So. Also ja. Ich finde auch, egal, dass aber ich würde auf jeden Fall noch mal was zu dieser Person hier sagen, weil ich reiche ja hier nicht irgendwelche Leute einfach ein, die irgendwelchen Krempel auf Twitter irgendwie schreiben. Weil auch diese Dame. Piratin leider, ne? Ja, genau, diese Dame, die war nämlich Mitglied des, also die ist, glaube ich, schon länger nicht mehr Piratin. Ich glaube, die ist jetzt auch bei den Grünen oder so. Auf jeden Fall gehörte die damals zum progressiven Flügel der Piraten und es gab ja da diesen Bundesparteitag der Piraten in Bremen im Jahr 2014, bei dem ich auch zugegen war, höchstpersönlich. Und auf diesem Parteitag wurde damals ein neuer Vorstand gewählt, zu dem auch diese Dame hier gehört hat. Und dieser Vorstand, der war halt so 50-50, normale, liberale Piratenleute und 50% Progressive. Und der hat halt nicht lange gehalten, dieser Vorstand. Also da, ich habe halt von Leuten, die da viel Kontakt mit den Bundesleuten hatten, habe ich halt ziemlich schnell gehört, da gibt es ganz viel Streit. Und das Ganze ist ja dann so ein bisschen eskaliert, damals über dieses Bombergate mit der Anne Helm, dass sie irgendwie da mit diesen komischen Fotos mit Sexbomber Harris und so, und dass halt eben die Progressiven in den Vorstand gemeint haben, super, prima, stehen wir voll dahinter. Und die restlichen Leute halt eben gesagt haben, nee, da stehen wir nicht dahinter. Und dann sind halt die vernünftigen Leute zurückgetreten. Und dann gab es einen kommissarischen Vorstand, der dann das weitergemacht hat. Und dann gab es die Neuwahlen in einem außerordentlichen Parteitag in Halle an der Saale. Und da hatten ja damals dann die Progressiven halt gedacht, dass sie da dann den Laden übernehmen können, was aber überhaupt nicht geklappt hat. Stattdessen haben die von ihren Kandidaten keinen einzigen mehr in diesen Vorstand reingekriegt. Und das hat ja dann zu der Gründung der progressiven Plattform in der Piratenpartei geführt, die sich da in der Lobby von dem Bundesparteitag dann gegründet hat. Und das war ja so ein Ding, wo sich die Progressiven alle gesammelt haben und wo die dann auch nur ihresgleichen reingelassen haben, wo man dann so drei Bürgen gebraucht hat, um da irgendwie aufgenommen zu werden und so. Und dann gab es dann da Leaks, wie sich die Leute da das Maul zerrissen haben über Leute, die da gerne mitmachen wollten, aber denen nicht feministisch genug waren und so. Und das war quasi so die komplette Implosion der Piratenpartei sozusagen. Also danach war es so ziemlich endgültig vorbei mit der Piratenpartei, war ja dann auch die Progressiven aus Berlin alle dann auch die Partei verlassen wollten, nachdem das mit der progressiven Plattform dann auch nicht gelaufen ist. Und die waren alle weg, der Lauer und so. Ja, das so ein bisschen. Die Grünen, ne? Wo auch die Fundamentalisten und die, wie hießen die noch, die Realos, sich nicht richtig einigen konnten, aber auch versucht haben, die Partei zusammen zu führen. Da sind die auch fast dran zerbrochen, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, beim Piraten hat es geklappt mit dem Brechen. Gut, ich meine, die gibt's immer noch und im Endeffekt haben halt die Progressiven auch nicht gewonnen. Also die Leute, die übrig geblieben sind, sind auch eigentlich ganz vernünftig. Aber ja, haben halt keinen Zug mehr. Ne? Alles verspielt irgendwie, was da mal an gutem Willen sozusagen beim Wähler und so vorhanden war und an Zug. Also ich erinnere da nur an 15%. Das war ja mal irgendwie das beste Umfrageergebnis, was die Piraten auf Bundesebene hatten. 15% von den Leuten einer Sonntagsumfrage konnten sich irgendwie vorstellen, die Piraten zu wählen. Und ja, ist eigentlich noch gar nicht so viele Jahre her, aber es kommt einem vor wie schon ewig, wie ein anderes Leben irgendwie. Ganz witzig. Ja. Aber auf jeden Fall, die Dame gehörte dazu. Die war, glaube ich, Generalsekretärin sogar. Also auch nicht nur Beisitzerin oder so. Hier ist eine kleine Playlist, die ich zusammengestellt habe von Videos vom Chaos Communication Kongress, die ich ganz vernünftig und interessant, vielleicht sehenswert fand. Es sind sehr, sehr, sehr viele Videos und wie gesagt, alle Videos, die irgendwie was mit Politik oder Gesellschaft zu tun haben, sind
Ja, also ja, da ist der Erkenntnisgewinn einfach wirklich sehr gering. Ja, nicht Orange Man Bad, sondern AfD Bad. Und ich meine, auch wenn das nicht immer so ganz falsch ist, ist es halt sehr einseitig. Aber der Kongress hat ja Stärken und da erfährt man mal interessante Sachen relativ von Experten vorgetragen zu Themen, von denen man sonst vielleicht keine Informationen bekommt. Also hier eine kleine Liste, könnt ihr euch mal einfach anschauen. Ja, weil es gab ja sehr viele negative Sachen, die über den Kongress jetzt immer wieder gesagt wurden. Und wir halten uns ja auch nicht mit Kritik zurück, zu Recht. Die haben sehr viel Kritik verdient. Aber es ist auch nicht alles schlecht. Und wie ich es vorher schon mal gesagt habe, das Gute kann man sich ja noch mitnehmen, bevor es alles komplett in den Bach runtergeht, was ich nicht hoffe. Ja, das hier ist meine Migrationsmeldung, wo hier jemand abgeschoben werden soll. In diesem Fall macht es halt überhaupt gar keinen Sinn. Es geht hier um eine Dame, das ist auch hier bei mir in der Nähe von Hannover. Dieser Fall, diese Dame, die Mary Ann, ist Kanadierin vom Pass her, aber ihre Eltern waren halt Deutsche. Und sie hat auch noch jede Menge Verwandte in Deutschland, sie spricht Deutsch. Und sie würde jetzt halt ganz gerne in Deutschland wohnen bleiben. Und das mit ihrer Einbürgerung ist halt dadurch, dass sie sowieso deutsche Vorfahren hat, in Deutschland läuft das ja eher darüber, ist das auch eigentlich überhaupt gar kein Problem. Sie bestreitet ihren Lebensunterhalt selber, aber das zieht sich halt irgendwie hin und die Leute sind jetzt der Meinung, sie sollte jetzt erstmal nach Kanada geschickt werden und dann da nochmal warten und dann vielleicht irgendwie nochmal wiederkommen oder so. Also vollkommene Behördenposse. Viel Geld, was dann da irgendwie bei drauf geht für einen ziemlich sicheren Fall von einer Einbürgerung. Ja, wollte ich auch mal so als Kontrastprogramm nochmal zeigen, dass man auch merkt, dass es solche Fälle halt eben auch gibt. Ja, es gibt sehr viel solche Fälle, wo man sich an den Kopf fasst und sagt so, ja, das, wo einfach die Konstellation direkt sagt, so, also das sollte doch eigentlich kein Problem sein, da eine gute Entscheidung zu treffen. Und solche Fälle entmutigen, jetzt sage ich jetzt mal auch vernünftige Leute, sich immer an die Regeln zu halten. Ich kenne persönlich auch Leute, die halt andere Leute gesehen haben, wo sie gesehen haben, okay, der hat alle Regeln befolgt, der hat alles immer genauso gemacht wie vorgeschrieben und der ist dann halt durch den Prozess wieder abgeschoben worden und andere Leute, da hat sich dann halt auch rumgesprochen, was man vielleicht besser mal nicht macht. So sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, also das ist systemzerstörerisch und ganz, ganz, ganz traurig für die Leute, die besonders bemüht sind, die werden bestraft und es ist ein schlechter Anreiz für alle anderen Leute, sich schlechter zu benehmen. Das ist wirklich ganz schlimm. Da läuft was ganz falsch. Aber ich denke mal, das ist jedem klar. Das hier ist eine sehr interessante Story, die habe ich erst gar nicht verstanden, weil das halt so ein englisches Ding ist, wo ich mir erstmal die ganzen Abkürzungen und so, die da so drin vorkamen, erstmal googeln musste. Und was da jetzt quasi die Hintergründe des Ganzen waren und worum es geht, das ist diese Dame hier. Und diese Dame war quasi so eine Oberstaatsanwältin von England oder von Großbritannien sogar. Und normalerweise ist es halt so, wenn die Leute aus dem Amt scheiden, aus dem Amt, was sie gehabt hat, dann kriegen die so eine Auszeichnung. Diese Auszeichnung von Großbritannien, die man halt so kennt, wo die Leute dann halt Sir oder Dame heißen, das ist halt diese Auszeichnung Order of the British Empire. Und sie ist jetzt die erste Person, die dieses Amt bekleidet hat, die diesen die Auszeichnung nicht bekommen hat. Und der Grund, warum sie da diese Auszeichnung nicht bekommen hat, ist die, weil es so Skandale gab, dass sie halt dafür gepusht hat, dass Leute deren Verfahren weitergeführt werden, obwohl eigentlich schon bekannt war, dass die unschuldig sind. Da ging es speziell um Sexualstrafgeschichten, also wo Leute halt zu Unrecht beschuldigt worden sind und dann halt eben schon Beweise vorgelegen haben, dass es wahrscheinlich zu Unrecht ist und sie hat immer darauf gepocht hat, dass das quasi trotzdem durchgezogen wird. Und da haben dann halt ein paar von den Leuten, die das betroffen hat, halt gesagt, wir sind dafür, dass sie diese Auszeichnung nicht bekommt. Und dieses Gremium, was diese Auszeichnung vergibt, hat halt eben dem
entsprochen und jetzt halt ihr diese Auszeichnung nicht gegeben wegen diesem Skandalen. Ja, und die Dame hat wohl genau daraus ihr Kapital geschlagen, dass sie halt ja die Welle des Feminismus da geritten ist in der Hinsicht und jegliche Kritik an den Fällen wurde immer mit den üblichen Argumenten nun niedergeschmettert. Nur dann haben halt viele, viele Untersuchungen doch herausgefunden, dass da doch sehr viel war. Und sie ist weiterhin im Amt geblieben, sie musste nicht zurücktreten oder sowas. Ja, und dass sie jetzt halt diese Auszeichnung nicht bekommt und damit andere verbundene Privilegien, ja, ist zwar gut, ja, aber es hat sie in ihren Amtsgeschäften jetzt nicht so sehr gestört. Und es ist auch nur auf die Aktion von zwei Opfern dieser ganzen Geschichte, die nachweislich halt nie irgendwas gemacht hatten, aber durch die Mühlen des Gesetzes von der Dame geschleift wurden. Nur auf Betreiben von denen ist das jetzt quasi überhaupt so hochgeschwemmt worden, dass entschieden wurde, okay, wir machen das besser mal. Ja, aber das ist ja schon mal bemerkenswert. Also in Deutschland könnte ich mir das jetzt zum Beispiel nicht so vorstellen, dass man da so eine Einsicht hat. Und dass dann quasi auch die Stellen irgendwie sagen, so ja, tut mir leid, irgendwie dein feministisches Engagement, das reicht jetzt hier nicht aus, dass wir den Arsch tätscheln. Also, wenn ich mir da so angucke, was unsere Justizministerin so teilweise von sich gibt und so. Mit von wegen Hand aufs Knie legen, müssen wir irgendwie juristisch schärfer werden und so ein Kram. Oder die weißen Männer oder die Männer, die haben es mir wieder verbrochen und die Frauen müssen es auslöffeln und so ein Kram. Team Gina Lisa. Das war jetzt nicht sie, aber die andere, ne, also da wird eigentlich geht kein Ansehen bei verloren. Naja, Ansehen wird halt hier verloren und ein paar Privilegien, aber wie gesagt, zum jeweiligen Zeitpunkt liefen da zwar die Prozesse weiter, aber sie hat ansonsten keine großartigen negativen Konsequenzen erleiden müssen, wenn ich es nicht falsch verstanden habe. Ja, aber trotzdem schon alleine, dass sie dafür nicht hochgelobt wird, sondern dass man sagt so, nee, du bist explizit nicht gelobt, weil sie ist die Erste in dieser Position, das war normalerweise ein Automatismus. Dass die Leute, wenn die da ausgeschieden sind, diese Auszeichnung gekriegt haben. Tja, weil wahrscheinlich die Männer, die sowas hingestellt haben, aus dem Amt ausscheiden oder zurücktreten mussten, bevor es zu diesem Punkt kam. Das ist ja der Punkt. Sie konnte ja ihre Laufbahn trotzdem beenden, with honors, in Anführungszeichen. Ja, eben nicht mit Honors. Aber halt dann eben doch nicht mit Honors. Ja, das reicht ja schon. Honors kannst du dir bei der Polizei verdienen in Berlin. Vor allen Dingen, wenn es um Frauen geht oder wenn du eine Frau bist. Dann kannst du da nämlich eine Stelle kriegen. Die suchen Leute bei der Polizei in Berlin. Kein Wunder eigentlich. Wer will da schon arbeiten, ne? Ja, wollte ich nur mal so zeigen, dass die jetzt irgendwie ganz viele Frauen einstellen wollen. Dann wirst du Bescheid in Berlin demnächst. Ja, super. Dann läuft das wie in England, wo sich die Polizisten nicht mehr gegenseitig helfen können, weil die Straftäter etwas stärker sind. In Australien. Ja. Ja, überall. Ja, das fand ich ganz gut. Das ist hier von der katholischen Kirche so ein Ding. Und zwar ist mit Frauen als Missbrauchstäterinnen gemeint, die Nonnen. Und die Leute, die so im Kloster arbeiten oder auch irgendwie andere eben ja katholisch ja, gebundene Frauen. Und das wäre hier sozusagen der Grund, warum das auch nicht aufgearbeitet werden könnte, restlos sozusagen. Das meint jedenfalls der Sozialpsychologe Heiner Krupp oder wie ist Heiner Krupp, ne? Heiner Kolb. Zu dem Thema. Fand ich ganz interessant, also dass da überhaupt irgendwie Frauen eine Rolle spielen, war mir gar nicht bekannt bei diesen Sachen mit dem Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Aber offenbar ist das doch der Fall. Du, Nonnen sind auch sexuell frustriert, ne? Absolut, ja. Aber ich finde das schon lustig, dass die katholische Kirche jetzt kommt, die Darstellung von katholischen Priestern als Sexualstraftäter, das ist vollkommen unverhältnismäßig. Unsere Nonnen sind auch sexuelle Straftäter, das müssen wir mal festhalten. So war das, glaube ich, nicht gemeint, der Sozialpsychologe, der war, glaube ich, unabhängig. Da bin ich nicht ganz sicher, ob der wirklich unabhängig war. Ja, okay, ich glaube nicht, dass er unabhängig war. Ja, aber so ein bisschen wie Solano habe ich das erst auch gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ja, das ist wohl nicht von mir.
Tja, Europol, nicht zu verwechseln mit auch Interpol. Ja. Auch nicht von mir. Auch da spielen die Female Suspects eine Rolle, okay, im Trafficking. Das ist irgendwie in Entführung oder was, ne? Ja. Nee, Menschenhandel, also halt Verkaufen von Personen an andere Personen, ja. Jo. Ja, genau, Das Patriarchat hat diese Frauen dazu gezwungen. Wahrscheinlich. Chris, das ist doch wohl völlig außer Frage. Ach so. Frauen würden von sich aus ja nie irgendwas tun, was egoistisch oder. Aber da steht Key Role. Ja, du weißt doch, wie die Journalisten. So. Ach, die Journalisten von Europol. Ach so. Ja, ich meine, dass Frauen bei Human Trafficking eine Rolle spielen, ist ja klar. Ja, es wird halt nur nicht sehr oft erwähnt und es wird ja auch von Kriminellen dann oftmals ausgenutzt, damit es weniger Aufmerksamkeit erregt. Weil ich glaube, das war von dir. Ja, das war von mir. Gab es nicht letztes Jahr auch so einen Fall in Deutschland, wo eine da irgendwie ihr Kind vermietet hatte? Ja, sicher. Ja, es gibt leider jedes Jahr mehrere solcher Fälle. Jedes Jahr. Das war das ein Neunjähriger, glaube ich, den haben sie über das Darknet angeboten, ne? Und dann haben wir auch echt heftige Strafen dafür gekriegt, 10 oder 12 Jahre oder sowas. Ja, der NTV meint, dass in Kitas jetzt demnächst Schließungen drohen. Personalnot. Auch da suchen sie Leute. Wer Lust hat, kann da auch arbeiten, als Erzieher, Erzieherin. Tja, dann müssen die Frauen jetzt demnächst erst vormittags Kita, abends Polizist anzeigen. Ungefähr. So schließen wir den Pay Gap. Man sich die Straftäter klar und abends kann man sie dann wieder einfangen oder so. auf jeden Fall haben sie vor allem noch, dass gesagt wird, man kriegt immer weniger Kinder, aber es fehlen trotzdem die Kita-Erzieherinnen. Ja, finde ich auch ein bisschen komisch. Ganz nachvollziehen konnte. Ich glaube eher, dass eben so Pfleger für Alte fehlen oder für Kranke. Aber auch ja, die da. Pfleger auf jeden Fall auch. Aber da kann ich den Zuwachs an dem Personal, also an dem Personal, was benötigt wird, eher nachvollziehen. Aber gerade bei Lehrern. Ich weiß, dass bei Lehrern ja lange Zeit sogar schon so geplant wurde, dass nicht viele neue eingestellt werden. A, um Kosten zu sparen und B, weil man halt schon davon ausgegangen ist, es wird weniger Schüler geben. Und das ist natürlich total daneben gegangen. Aber hat man das bei Kitas damals auch gemacht? Das weiß ich gar nicht. Aber warte mal, Price. Das Ding ist doch, dass zum Beispiel das gute Kita-Gesetz von der Franziska ja auch eine Pflicht für alle irgendwie am Ende will. Die wollen ja am Ende irgendwie eine kostenfreie Pflichtbetreuung sozusagen für alle Kinder. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um solche Zustände zu ändern. Eine kostenfreie Pflicht? Das ist eine gute Pflicht. Keine Ahnung, wie die da rechnen. Aber wir haben doch relativ stabile Geburtenraten, also jetzt nicht. Ja, niedrig, aber stabil, ja. Ja, wie die da rechnen, kann ich dir ungefähr sagen. Die rechnen auf Kante, ne? Das heißt, diese Kitas, die haben dann Probleme, wenn irgendwie mal einer krank wird. Also braucht dann irgendwie auch teilweise nur einer krank werden. Die Einrichtungen sind ja teilweise so klein gebaut oder gestrickt von vornherein, dass da schon direkt dann Personalmangel ist, wenn einer fehlt. Ne? Ja, das ist häufig das Problem, dass sie da deswegen zumachen müssen. Müssen sie irgendwie nachmittags zumachen oder so. Ja, das muss eigentlich. Wie war das denn da im konkreten Fall? War das in irgendeiner obskuren Gegend oder in irgendeiner Großstadt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, das war so ganz allgemein. Nee, Moment, das war in einem Dorf, glaube ich. Das Beispiel selber war aus dem Dorf, aber NTV meint, das wäre auch übertragbar auf andere Orte so. Gut, ich meine, mit der Landflucht und so ist halt die Frage. Ich meine, ja, gibt es halt wirklich so viele Kinder in der Gegend, dass man, also, wie gesagt, das muss mir mal wirklich jemand erklären, wie also, das zusammengeht, dass man immer mehr Kitas und immer mehr Kindergärten und immer mehr Erzieher braucht, aber gleichzeitig so. Es immer weniger Kinder geben soll. Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, ich meine, hinzu kommt es ja mit unter Dreijährige, deswegen vielleicht, das sind natürlich auch eine ganze Menge Einrichtungen entstanden. Für die speziell. Ja, da hatte ich einen Fall bei mir in der Nähe, einen Ort, da haben sie auch eine Kita aufgemacht und da hatten sie bei den unter Dreijährigen hatten sie 2 Kinder und 6 Betreuerinnen, weil man die staatlich vorgegebenen Ziele, die Quoten umgesetzt hat und dann hatte man 6 Betreuerinnen für halt 2 Kinder.
Geil. Aber das ist halt auch ein Einzelfall. Also keine Ahnung, wie das jetzt statistisch aussieht. Also. Hollebeck hat einen neuen Roman rausgehauen und der ist ein Mensch, der ja Romane schreibt und eine Auflage von 320.000 Kopien ist halt schon mal ordentlich. Und das Interessante ist halt, dass er in dem Roman die gelbe Westenbewegung so ein Stück weit vorausnimmt. Also er hat den Roman geschrieben, sozusagen halt bevor die Proteste losgingen und sein Roman Serotonin. Und das ist halt nicht das erste Mal, dass ihm sowas halt ja gelungen ist. Also sein letzter Roman Submission hat halt Frankreich gezeigt unter Scharia-Gesetzen, nachdem ein muslimischer Präsident in 2022 halt gewählt worden ist. Und das war halt kurz vor den Anschlägen von Charlie Hebdo. Und er hat da immer irgendwie so den Finger am Puls der Gesellschaft irgendwie so, dass er da relativ interessante Sachen schreibt. Ja, wenn man sich anguckt, gerade das, was du gerade gesagt hast, wenn ich da kurz einhaken darf, bevor du fortfährst, in seinem Roman Unterwerfung, da zeigt er ja ein Szenario auf, und zwar, dass in der Politik alle Politiker oder alle Parteien hinter einen Politiker stellen, um Le Pen zu verhindern. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was wir gesehen haben mit Macron. Wollte ich nur nochmal anmerken. Also mit dem Puls der Zeit hast du absolut recht bei Ulbeck. Also das Erste, was ich damals von ihm gelesen habe, war Ausweitung der Kampfzone, kurz nachdem es rausgekommen ist. Und ja, auch das ist krass prophetisch im Rückblick, was die zwischenmenschlichen Beziehungen und so angeht. Böse. Ja, der Mann ist schon so ein kleiner Nostradamus. Er hat's schon drauf, also. Pakistan, Transgender Pride Parade. Hat es da angeblich gegeben. Ich weiß nicht, wie groß die war. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich die Leute hier und das Ding. Aber ich war es schon mal nicht mal so trans aus, ne? Ja, ist doch cool, wenn die da genug freiheitliche Rechte haben, um das machen zu können. Freue ich mich drüber. Ist doch eine positive Sache dann. Wird man ja nicht unbedingt denken, dass sie das da so offen zelebrieren können. Ja, das gleiche Land, das gerade eine Frau umbringen wollte, weil sie angeblich, ne? Also, wie frei kann Pakistan eigentlich sein, wenn man umgebracht werden soll, wenn man aus Versehen irgendwie was gesagt haben soll oder getan? Ja, wie gesagt, ich bin auch überrascht, aber ich finde es ja positiv, warum nicht? Wenn sie es können. Ja, aber trotzdem ist es doch komisches Windowdressing, wenn du halt, guck mal, wir sind so liberal, wir machen eine Pride Parade, aber wenn du irgendwas gegen unser Buch sagst, kommt der Kopf runter. Das ist irgendwie komisch. Das ist so wie die Nazis und die Olympischen Spiele vielleicht, keine Ahnung. Also, ich finde es merkwürdig, passt nicht zusammen. Kann man auch als Kampf gegen die traditionelle Geschlechterrolle verstehen, die dann mit dem Transgender-Marsch wieder konterkariert wird. Also. Das Zeichen nach außen, dass sie auf Linie sind oder so, aber gut, das ist auch ein bisschen sehr weit interpretiert. Ja, der Kongo, die sogenannte Demokratische Republik vom Kongo. Das mit der Demokratischen Republik kennen wir noch irgendwoher. Aber gut, ich meine, ich glaube eher, die Korruption ist eher das Problem vom Kongo als der Kommunismus. Das ist die Deutsche Demokratische Republik, ja. Naja, also in dem Artikel werden einfach mal 5 Punkte genannt über Kongo, die einfach mal zeigen, wie krass rückständig der Kongo in gewissen Teilen halt einfach noch ist. Ja, zum Beispiel seitdem es keine Kolonie mehr ist, hat es noch nie einen Wechsel der Regierung gegeben, wo der Machthaber wirklich gewechselt hat und nicht an einen Nachfolger abgegeben hat, wo es nicht zu blutigen Aufständen mit sehr vielen Toten gegeben hat und mit, ja, wie sagt man so schön, bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Jedes Mal, wenn du ein bisschen runterscrollst, da sieht man dann auch direkt eine schöne Grafik dazu. Also wir können ja einfach vielleicht mal kurz durchscrollen. Da sieht man die meisten Punkte dann auch schon. Ich kann dazu dann. Das Land der Diamanten, oder wie war das? Ja, das kommt auch noch. Ne? Da sieht man hier seit der Unabhängigkeit die verschiedenen Machthaber und dazwischen war es halt immer relativ blutig. Ja, und
Weiterhin ist es halt so, dass die ganzen, ja, also die Reichtümer des Landes sind sehr ungut verteilt, weil in den Zonen, wo die Rohstoffe sind, leben nicht die Leute, denen die Rohstoffe offiziell gehören, beispielsweise. Ja, und das sieht man auch bei den Wahlergebnissen beispielsweise. Und gerade in den letzten Jahren hat Kongo eine besonders große Rolle. Er spielt immer eine größere Rolle auf den Weltmärkten, weil die eine relativ gute Infrastruktur zur Förderung von Bodenschätzen haben und einfach so ein riesiges Land sind und so viele Rohstoffe es da gibt. Hier sieht man mal eine Übersicht über verschiedene Sachen. Verzeihung, das ist eine andere Grafik, die gerade eingeblendet ist. Hier sieht man halt, Kobalt wird zu 50% der Weltmarktbedarf von Kongo alleine gedeckt. Und bei anderen Rohstoffen haben die auch einen signifikanten Anteil. So, und ja, der zweite ist halt ein sehr großer Teil. Einfach, da wird einfach mal gezeigt, wie groß ist Kongo überhaupt im Vergleich zu Europa. Ja, das kleine Red Pill. Und ja, dann eine Sache, die ich gesagt habe, es gibt kaum Elektrizität in, ja, deswegen haben die Wahlmaschinen geholt, die batteriebetrieben waren mit Touchscreens und haben die in Ebola Gebiete geliefert, was halt auch weiter ein weiterer Punkt ist, dass sie halt Ebola-Ausbrüche im Land haben, aus verschiedenen Gründen. Und ja, diese Grafik, die spricht für sich. Ne? Die politisch motivierte Gewalt steigt weiter und weiter und weiter. Derzeit haben wir ja die Lage, dass weiterhin, ich habe ja schon gesagt, da sind ja Wahlmaschinen in Flammen aufgegangen, Wahlzettel in Flammen aufgegangen. Drei der größten Provinzen, die sehr rohstoffreich sind und die der Opposition zugeordnet werden, konnten de facto noch nicht wirklich wählen. Die Leute streiten sich, ob jetzt 10% der Stimmen gültig sind oder 30% der gültigen Stimmen gezählt wurden. Und nächste Woche soll das Ergebnis verkündet werden und im März soll vielleicht nochmal gewählt werden. Und das Ergebnis soll dann angepasst werden. Aber ja, also das ist halt alles sehr seltsam, was da passiert. Und in der Zwischenzeit mobilisiert Amerika die Truppen in den umliegenden Ländern. Nach Zentralafrika wurde gerade eine kleine Spezialeinsatztruppe von 80 Leuten geschickt, die eventuell die Botschaften und irgendwelche Firmensitze beschützen sollte. Und ja, Amerika hat ja genug Truppen in Afrika, die relativ schnell rufen können. Ich habe ja leider letzte Woche schon gesagt, ich sehe das sehr schwarz für dieses Jahr, was den Kongo angeht. Ich gehe von einer Intervention aus. Aber dass es so schnell passiert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hoffen wir mal, dass es nicht nötig ist. Aber im Kongo geht es gerade wirklich ab. Und sehr viele Leute haben halt ein Interesse daran. Dass die Handelswege halt ordentlich sind, dass es da jetzt nicht zu bürgerkriegsähnlichen Zustände kommt und da halt beispielsweise das Coltan nicht mehr geliefert werden kann oder das Kobalt. Ja. Gehen wir nach Jemen. Ein weiteres Land, dem es nicht so gut geht, wobei vielleicht geht es im Kongo sogar noch ein bisschen besser als im Jemen, weil der Jemen wird ja belagert von verschiedenen Seiten. Saudi-Arabien führt Krieg gegen die und ja, es werden immer wieder wenn es Konvois gibt mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern, die ins Land wollen oder seien es Schiffe, die werden teilweise beschossen. Man weiß nicht genau von welchen Seiten oder die werden blockiert. Oder die werden behindert unter irgendwelchen Vorwänden, dass da Waffen geliefert werden würden, anstatt von irgendwelchen Nahrungsmitteln. Und wenn die Nahrungsmittel einmal im Land sind, dann gibt es nicht nur die Korruption, sondern halt auch die verschiedenen Kriegsparteien, die dann sich auch bei den Vorräten bedienen. Und hier ein kleiner Artikel, wenn man mal so einen kleinen Einblick haben will, wie es in Jemen aussieht, weil über den Jemen wird ja nicht so viel berichtet. Hier einfach nur eine kleine Zusammenfassung da. Das ist wieder eine AP-Investigation, ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, dass die AP, also Associated Press, eigene Reporter vor Ort hinschickt, die dann quasi solche Reportagen darüber schreiben. Ich weiß nicht, ob die das schon immer gemacht haben, mir ist das erst letztes Jahr aufgefallen, weil die auch von ihrer Qualität her relativ nüchtern gehalten sind, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenig ideologische Schlagseite. Natürlich immer ein bisschen, aber in der Regel nüchtern. Hier eine obskure Meldung, aber wenn wir schon in der weiten Welt sind, gehen wir mal nach Malaysia. In Malaysia gibt es ein sehr interessantes Herrschaftssystem und zwar gibt es 9 Könige und diese Könige wählen einen weiteren König.
Und die Begriffe König oder was auch immer, wie man das nennen will, das ist wirklich beliebig. Aber es ist de facto ein König. Und der Herr, der hier so nett an der Kamera vorbei lächelt, der ist jetzt seit 2 Jahren der König, ist einer von diesen 9 anderen Königen und alle 5 Jahre wird einer von diesen 9 Königen der Hauptkönig. So, das ist das Regierungssystem und natürlich ist es noch ein bisschen komplizierter. Allerdings, der Herr, der muss jetzt im Endeffekt wahrscheinlich zurücktreten oder beziehungsweise ist jetzt zurückgetreten, mittlerweile schon. Ist jetzt schon der neue Artikel. Ich hatte noch einen anderen Artikel, da ging es darum, dass er im Endeffekt, er hatte eine erste Frau, das war eine, das war auch eine Adlige aus einem anderen Land, ich habe jetzt das andere Land vergessen, aber nicht Malaysia, sondern eine Adlige aus einem anderen asiatischen Land, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und der hat sich von der quasi getrennt und hat stattdessen eine russische Katalogfrau sich bestellt und die geheiratet. Und deswegen muss er jetzt als König zurücktreten. Faszinierend, oder? Ja, da gelten wenigstens noch Werte. Ist nicht einfach so als einfach König. Und, ja, interessant. Im absoluten Patriarchenland muss der deswegen als König zurücktreten. So viel zu Patriarchat gewinnt immer. Und da sagen die Leute immer, Geopolitik sei nicht interessant. Tja, einige Fakten über Malaysia waren dabei, das ist doch schön, wenn man ein bisschen was reinschreuen kann. Brasilien. Ja, in Brasilien, im Vorfeld der Wahlen haben wir ja schon mehrmals über Brasilien geredet, da hatten wir im Endeffekt die Situation, dass man in Brasilien eine absolute Polarisierung zwischen links und rechts hatte und die Linken halt auch so weit gegangen sind, nachdem ihr Kandidat halt vor Gericht verurteilt war, die mit Gewalt, die Polizei mit Gewalt davon abgehalten hat, den zu verhaften und solche Sachen. Und im Endeffekt hat das die andere Seite auch wieder polarisiert und jetzt ist der Kandidat der andere Seite, der Bolsonaro, ja gewählt worden. Und jetzt seit Anfang des Jahres halt auch Präsident im Amt. Und der ist halt wirklich ein Hardliner. Da hat man einfach die Gegenbewegung zu diesem extremen linken Herumtreiben, was es da in Brasilien jetzt ein paar Jahre gegeben hat, das ist jetzt komplett in die andere Richtung geschwappt. Und der Bolsonaro ist auf jeden Fall ein extremer Hardliner. Ja, der schmettert manchmal ein paar sehr schöne Sprüche ab, von wegen, ja, also Militärdiktaturen haben halt einen gewissen Charme und haben gewisse pragmatische Handlungsansätze, die auch sein in Regierungshandeln teilweise bestimmen wollen. Und das sind nicht nur Sachen, die dir im Mund gelegt werden, sondern der ist halt wirklich ein Hardliner. Und eine Sache, die er jetzt beispielsweise auch einfach mal so ganz pragmatisch durchgezogen hat, ist gesagt hat, okay, ja, wir haben hier 1 Million Minderheiten, irgendwelche Urwaldvölker und sonst was, wie er sie bezeichnet, die jetzt in alle Entscheidungsprozesse einzubeziehen, die in Städten ablaufen und da die überhaupt gar nicht betreffen, macht gar keinen Sinn. Deswegen ändere ich jetzt diese ganzen Minderheitenschutzrechte, die die haben, einfach mal ab. Ja, also natürlich sehr weit übers Ziel hinausgeschossen. Wie gesagt, rechter Hardliner, Brasilien. Ja, mal gucken, was man von dem noch zu erwarten hat. Ja, also über den wird, jetzt haben wir wieder so einen klassischen Fall. Es wird über, alle Leute werden als die absoluten Teufel dargestellt und es wird total übertrieben bei allen. Und jetzt haben wir mal einen, der ist, ja, der ist nicht gut. Ja, also der ist noch ein paar Stufen über dem Orban beispielsweise. Ja, aber wir haben ja eigentlich auch schon seit einer gewissen Zeit den Herrn Duterte und seine Menschenjagd. Ja, der Duterte sowieso. Also auf dem Niveau ist der nicht. Ja, weil der erschießt seine politischen Gegner nicht einfach und lacht dann. Naja, gut, aber jemand, der sagt, er findet, dass Militärdiktaturen Charme haben, das klingt schon so ein bisschen wie jemand, der sich beim Militär anbiedern will und dann vielleicht auch irgendwann seine politischen Gegner erschießen. Wer weiß. Also ich finde den auch schmierig. Wirklich abdriftet. Ich meine, Brasilien ist ein chaotisches Land, muss man dazu sagen. Da Brasilien in irgendeine Richtung zu mobilisieren, ja, dass sie irgendwie Argentinien angreifen oder so, glaube ich kaum. Aber ich fand es ja schön, also er ist ja sehr woke, was den Kommunismus angeht zumindest. Tja. Aber wie drückt er das so schön aus? Unsere Flagge wird nur dann rot sein, wenn wir dafür kämpfen müssen, damit, dass sie grün-blau-weiß bleibt. Ja, dazu sei auch nochmal Venezuela erwähnt, ne? Ist ja das Nachbarland und die haben ja auch so ein paar Probleme mit so gewissen Regierungsformen. Und ich habe ja schon, da gibt es ja chaotische Zustände, dass wirklich Leute aus Kolumbien
schwer bewaffnet durch Venezuela durchfahren, in Nordbrasilien irgendwelche Raubüberfälle machen und dann wieder durch Venezuela zurückfahren, weil da einfach der Staat so zusammengebrochen ist, dass ihn Venezuela keiner aufhalten kann. Einfach mal durchs Land zu fahren und einen Raubzug zu machen in Brasilien. Solche Probleme haben die, und die Grenze haben sie ja dicht gemacht zu Venezuela, und ja, ist schön da. Aber wieso? Er hat doch jetzt auch, wie nennt sich das nochmal? Extraordinary Killings, Extra Judicary Killings, wo du dann Milizen hast, also als Sniper, die einfach in der Stadt rumlungern. Und der eine muss filmen und der andere darauf schießen. Sobald du eine Waffe trägst, darfst du erschossen werden. Also ein Duterte ist er nicht, aber der ist auch einer, wo man wirklich sagen muss, der ist mit Vorsicht zu genießen, auf jeden Fall. Aber ein Brasilianer meinte zu mir, dass das vielleicht sich schockig anhört, dass das jetzt aber in Brasilien jetzt auch nicht so die Welt ist, wo ich mir dann auch dachte, aha, okay. Brasilien ist ein kontrolliertes Chaos mit extremen Problemen. Ja. Das einzige Problem, was sie nicht haben, ist Energie. Apropos Energie. Die Energie, die in den nächsten, Kalten Krieg, Arms Race freigesetzt wird, wird auf jeden Fall interessant sein, weil der Artikel widmet sich der verschiedenen waffenfähigen Quantentechnologien, also die halt Quantenphysik verwenden, um zum Beispiel ein Radar zu bauen, der die Stealth-Bomber identifizieren kann, und zum Beispiel ein Ortungssystem, was halt ohne Satelliten auskommt. Also wir haben ja bisher GPS, das militärische oder das chinesische Pendant oder das europäische Pendant, und in dem Artikel werden halt verschiedene neue Technologien, die sich am Horizont abzeichnen, halt in Verbindung mit halt Quantenphysik stehen, besprochen, und das ist ganz interessant. Dann in dem Artikel gibt es auch einen Link zur Think Tank Papers, die halt länger sind. Wer sich da reinlesen will, der kann in den Quellen gucken. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. Pocahontas. Ja, Pocahontas, genau. Ja, die Elizabeth Warren, die war ja schon ein paar Mal irgendwie im Gespräch, dass sie da irgendwie, also diverse Leute aus der Unterhaltungsbranche und so sind ja große Fans von ihr, aus dem progressiven Bereich auch gerade. Sie galt ja so als Kritikerin vom Finanzwesen und im Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise 2008 ist sie halt so ein bisschen ihr Stern aufgestiegen. Und im Zusammenhang mit Donald Trump ist der Stern eigentlich wieder ein bisschen abgestiegen. Weil sie jetzt ist eine Indianerin. Größtenteils ja dafür bekannt ist, dass sie, ich glaube, das war ein Job, war es, glaube ich, oder was ein Studium? Irgendwas mit der Uni auf jeden Fall, wo sie sich darauf berufen hat, dass sie irgendwie Indianer ist und das aber nur zu 2% oder so. Und ja, deswegen hat ja Trump ja diesen Spitznamen Pocahontas gegeben. Ja, also darf ich es mal sagen? Also ich muss direkt sagen, ich habe keine sehr gute Meinung der Dame. Ich versuche es mal wirklich nüchtern darzustellen. Die hat während ihrer Studienzeit eine Stelle in einem studiennahen Bereich bekommen auf dem Affirmative Action Ticket, weil sie angegeben hat, dass sie einer indianischen Minderheit angehört. So. Dieser Spitzname von Pocahontas, der kam irgendwann, weil sie selber damit kokettiert hat. So nach dem Motto, so ja, meine indianische Seele und so, bei irgendeiner Wahlkampfrede hat sie das gemacht. Und dann haben andere halt gesagt, und der Trump hat das natürlich populär gemacht. Aber andere sind damit schon jahrelang unterwegs gewesen vorher. Ja, aber der hat es natürlich im Wahlkampf gerne aufgegriffen, weil es einfach so gut ist. Und die Dame, die produziert sich leider immer auf eine sehr durchschaubare Art und Weise, dass man einfach sieht, die meint es nicht ernst, leider. Wäre ja schön, wenn es so wäre, ist es aber nicht. Das ist bei ihr sehr transparent, und das hat sie beispielsweise zu der Aktion verleitet, ihren eigenen genetischen Test öffentlich zu machen oder zumindest die Ergebnisse veröffentlicht zu lassen. Und dabei ist rausgekommen, so ja, die hat ein Tausendstel, ein Zweitausendstel, also wirklich kaum messbar indianische Vorfahren, so wie sehr viele andere Leute auch. Und sie hat das quasi so als Beweis dargestellt. So, ja, jetzt dürft ihr euch nicht mehr über mich lustig machen und
ja, das Gegenteil ist natürlich der Fall. Ja, also was. Aber ich gehe mal davon aus, hier geht es um das Impeachment, was jetzt beantragt wurde im US House of Representatives, oder? Das weiß ich nicht, glaube nicht, ne. Das ging jetzt größtenteils darum, dass sie sich jetzt doch vorstellen kann, irgendwie Präsidentin, Kandidatin zu werden, wobei ich ihr auf jeden Fall große Chancen ausrechnen würde, dass sie die Nominierung von ihrer Partei bekommt, aber ich glaube, dass sie wirklich Präsidentin wird, wird wahrscheinlich nicht so sein, weil die Dame halt eben auch bei vielen Leuten ziemlich beliebt ist, aber bei der allgemeinen Bevölkerung glaube ich auch nicht so. Also ja, ist halt auf jeden Fall auch jemand, der dieser progressiven Strömung ziemlich stark angehört. Ja, da möchte ich aber noch eine Sache dazu sagen, und zwar, ich hatte ja diese Grafik mal gezeigt mit den Demokraten auf der einen Seite und Republikanern auf der anderen Seite, dass die Republikaner sehr viel zentrierter sind in ihrer Meinung und die Demokraten halt mehr so eine flache Kurve hatten und verschiedene Spektren abdenken. Das sieht man jetzt auch, weil ich glaube, 20 Leute haben quasi so angedeutet, dass sie jetzt kandidieren werden und sie ist nur eine von denen. Und ich rechne ja auch geringe Chancen aus, dass sie es im Endeffekt werden wird. Also für die Nominierung jetzt, ja, rechne ich hier höhere Chancen aus, für die Nominierung. Tja, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon. Also ich glaube, die ist ziemlich etabliert auf jeden Fall. Und ja, sie hat halt nicht so dieses Bernie Sanders, ich bin independent und ihr seid die Demokraten von außen Ding, sondern die ist halt schon ewig in dieser Demokratenfamilie zu Hause. Ja, aber sie ist einfach unbeliebt und das wissen die Leute in der Demokratischen Partei auch. Ja, und nee, ich glaube ja gerade nicht. Also, ob die Hillary nochmal antreten will, wobei die meisten demokratischen Unterstützer sagen, ja. Ja, so viel zum Thema unbeliebt und die wissen das auch. Also ich glaube, die haben gar keine Ahnung, was irgendwie bei den meisten Leuten da beliebt oder nicht beliebt ist. Ich glaube, so eine wie die kriegt auf jeden Fall die ganzen progressiven Talking Points raus. Also was die Parteientwicklung angeht, habe ich ja gerade gesagt, es polarisiert sich schon so ein bisschen. Diese Ocasio-Cortez, da kann man über die denken, was man will. Ja, aber was die macht, ist, die spaltet die Partei auf eine Art und Weise, die vielen Leuten nicht so ganz bewusst ist, und zwar auf Policy-Ebene. Und zwar, wenn ich jetzt kurz zwei Sätze zum Haus sagen darf, und zwar ist das neue Haus ja jetzt zusammengekommen und da haben die Demokraten die Mehrheit gegenüber den Republikanern. Die Republikaner haben weiterhin die Mehrheit im Senat. Wichtig. Aber was die Demokraten jetzt machen wollen, sind zwei Sachen. Punkt eins ist, impeach Trump natürlich sofort, was auch immer. Und selbst wenn die im Haus die Sache durchkommen würden, würden sie im Senat nicht durchkommen, weil sie da keine Mehrheit haben. Also ist das absolut eine absolute PR-Aktion, kann man nicht ernst nehmen. Und Punkt zwei, die wollen die Haushaltsregeln dahingehend ändern, dass gewisse Projekte nur noch finanziert werden können, wenn die Finanzierungsmittel dafür vorher sichergestellt sind. Heißt, Quantitative Easing darf nicht mehr in Haushaltsprozesse mit einbezogen werden. Das ist eine sehr grundlegende Änderung. Das wollen die Demokraten machen. Allerdings, wer will das nicht machen? Die Ocasio-Cortez und ihre ganze Bewegung. Und die steht ja nicht allein, die repräsentiert ja einen ganzen Flügel der Partei mittlerweile. Und da spaltet sich die Partei jetzt gerade sehr stark. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie die Präsidentschaftskandidatin werden wird. Ich glaube schon. Ich glaube, die werden sich immer mehr in diese progressive Richtung entwickeln. Aber ich finde das interessant, dass die Ocasio-Cortez, was diese Haushaltsangelegenheit angeht, auf der Seite von Trump ist. Muss man einfach mal so sagen. Ist zwar aber die hat halt tiefgreifende Konsequenzen dann bei den Demokraten. Wahrscheinlich will sie da keinen Deckel drauf haben. Auf der Seite von Ocasio-Cortez. Und der hat ja auch ein großes Backing, obwohl er ja nicht mal in der Demokratischen Partei ist. Wahrscheinlich will sie keinen Deckel haben auf irgendwelchen Ausgaben, weil man dann keine riesen Projekte da mehr machen kann, die sie irgendwie machen will. Mit Steuererhöhungen und dann sämtliche grünen Technologien da irgendwie fördern und so ein Kram. Ja. Genau, die will ja den Green New Deal machen und den Green New Deal will die mit Quantitative Easing finanzieren und deswegen kann man Quantitative Easing ja natürlich nicht verbieten. Ja. Ja, Khashoggi. Nochmal eine kurze Sache zu Khashoggi, weil da ist jetzt im Endeffekt sind noch ein paar Sachen ans Licht gekommen. Ich habe ja den Charakter des Herrn ein bisschen beschrieben, dass halt der nicht einfach nur so ein Journalist war, der regierungskritisch war, sondern dass er halt auch, ja, im Endeffekt ist jetzt rausgekommen,
dass der über Jahre lang von der Türkei und von Katar finanziert und gesteuert wurde und für die halt Sachen geschrieben hat und für die Sachen inszeniert hat. Und die Washington Post musste halt auch zugeben, dass sie da getäuscht wurde und dass sie da nicht darauf geachtet haben, dass da nichts passiert. Es werden Vergleiche gezogen mit dem General Flynn, der vor einiger Zeit ja des Amtes enthoben wurde, weil er halt auch für ausländische Geheimdienste tätig war. Das war im Zusammenhang mit der ganzen Gülen-Angelegenheit. Und das war halt auch wieder die Türkei. Ja. Da gab es halt einige Parallelen zu dem Fall. Und ja, noch ein paar Details in dem Artikel könnt ihr euch durchlesen. Ja, Khashoggi ist ja in den Himmel gelobt worden. Die Realität sieht ein bisschen anders aus, muss man sagen. Und das ist jetzt ein Artikel von Al Arabiya. Aber da gibt es auch in anderen Nachrichten-Outlets die Nachrichten, nur dieser Artikel fasst es ganz gut zusammen. Das nur noch zur Quelle vielleicht muss gesagt werden. Ja, dieses hier fand ich ganz interessant. Das ist Lokalnachrichten aus New York, wo dieser Herr hier einen Schwarzen umgebracht hat oder wohl umgebracht hat. Und der wollte sich auch an die schuldig bekennen und hat jetzt irgendwie vor Gericht gesagt, dass also irgendwer ist ihm auf den Fuß getreten oder so. Und deswegen kriegt er jetzt Schmerzmittel und deswegen kann er sich nicht schuldig bekennen. Ja, Zurechnungsfähigkeit beeinträchtigt. Keine Ahnung, fand ich einfach das. Nö, aber ich glaube, das ist einfach, Leute, der ist mir auf den Fuß getreten, das könnt ihr doch nachvollziehen, oder? Ich glaube, noch nicht mal der, sondern irgendwie im Gefängnis oder so. Oh, okay. Ja. Ja, das ist schon nicht lustig. Der Typ ist extra irgendwie aus dem Süden nach New York gezogen, um da Schwarze umzubringen. Und er hat selber gesagt, dieser eine, den er umgebracht hat, einmal in den Rücken gestochen und dann nochmal irgendwie, dass das nur eine Übung für das größere Ding, was er vorhatte, gewesen wäre. Also, okay. Der gehört weggesperrt. Ja, das sowieso. Ich meine, das stand jetzt hier gar nicht drin. Das wusste ich gar nicht. Aber ja. Ja, hier habt ihr auf jeden Fall meinen. In dem Artikel drin. Echt? Okay, muss ich überlesen haben. Aber auf jeden Fall, das ist hier mein richtiger White Supremacist, ne? So nach dem Motto. Also ich meine, das ist kein Gamergate-Unterstützer oder irgendwie mit der Shitposter oder so. Ja, sieht man auch, ne? Das fehlt ein bisschen. Nur mal so zum Vergleich, meine ich halt auch. Na, aber auf der anderen Seite ja. Fuß tut weh. Das ist die Herrenrasse, Leute. Ja, hier haben wir so einen Kopfschüttelartikel, wirklich. Ja, also zunächst einmal direkt vorweg gesagt, der Herr auf dem Bild ist nicht der Aktivist, um den es hier geht. Ja, es geht um eine Dame, Alice Wong. Und die Dame ist auch auf Regierungsebene bei Obama in einem Komitee gewesen, wo sich auf nationaler Ebene um behinderte Leute gekümmert wurde. Also das ist jetzt kein Niemand. Ja, und die Aussagen sind halt wirklich hart. Ja, so hart, dass ich die gar nicht wiederholen will hier. Ja, könnt ihr euch ja anschauen. Hier wird halt argumentiert, dass es halt Massenmord wäre. Ich drücke es jetzt mal noch weniger vorsichtig aus, wie es hier dargestellt wird. Es wird als Massenmord bezeichnet, wenn man halt dafür sorgt, dass Leute durch DNA-Analyse quasi, bevor sie geboren werden, geholfen werden kann, dass sie eine Behinderung nicht bekommen, weil die dadurch der individuellen Erfahrung beraubt werden, die ein Behindertsein mit sich bringt, und dadurch würde die ganze Behinderten-Community entwertet und gesprengt. Und also ich denke mir das jetzt wirklich nicht aus, wirklich, ja, so, also da wollen, man kann diese ganze DNA-Veränderungssache mit CRISPR sehr kritisch sehen, aber wirklich hardcore so zu argumentieren, zu sagen so, ja, nee, du willst deinem Kind helfen, dass es nicht mehr behindert ist, aber damit beraubst du ihm dem Erlebnis, das behindert zu sein und die Behinderten-Community erleben zu dürfen und ja, Ableism, so nach dem Motto. Das so ist wird ja argumentiert, und das ist wirklich krass.
Nee, das ist ja war im Steuerungskomitee unter Obama. Boah, kein niemand. Das ist ja wie, wenn du sagst, ja, schwangere Frauen sollten keinen Alkohol trinken, das ist Ableismus. Nee, ja, oder na krass, ja, wenn schwangere Frauen Alkohol trinken wollen, ja, und das fürs Kind ist es doch gut, weil die sind dann in einer Community von Disabled People. Ja, ja, also im Prinzip, aber es ist so krass, was sie da sagen, dass das im Prinzip Völkermord an dem Volk der Behinderten ist. Ja, und wie gesagt, die Lebenserfahrung in dieser speziellen Community und die Community würde dadurch zerstören. Ja. Ah, das Boom, ist so Kopf cool, explodiert. Wirklich, ernsthaft. Was ist los? Vor allem, das ist Völkermord ohne einen einzigen Mord. Ich find's auch nicht gut, dass Antibiotika verschrieben werden, weil das, also wenn du eine schöne Blutvergiftung hast, ist das ja auch eine Erfahrung, daran zu sterben. Ja, also nochmal, diese ganze DNA-Manipulationssache ist mit Vorsicht zu genießen, aber die Art und Weise, von welcher Seite hier argumentiert wird, unter aller Sau, unglaublich. Und das Bild, nochmal, das ist von einer behinderten Basketball-Turnier. Ich habe das extra mal gegoogelt, weil ich mir gedacht habe, was ist das? Hä? Jetzt. Nee, aber ernsthaft, das ist, also den Artikel mit dem it's basically genocide, das sollte jeder mal gelesen haben. Das ist so unglaublich, was das für ein Bullshit ja. ist. Es, das so, ich meine, man kann mit dem genetischen Editing echt so sagen, okay, das Problem ist slippery slope, wo wird dann aufgehört und so weiter. Aber die sagen, nee, jede Verhinderung einer Krankheit ist eine Verhinderung einer wunderbaren Erfahrung. Wirklich unglaublich, großartig. Ja. Ja, und nochmal, die war in der letzten Regierung in dem Steuerungskomitee, was auf nationaler Ebene für Behindertenangelegenheiten zuständig war. Alles krank. Ja, aber wir können doch dagegen steuern, wenn wir dann, haben wir woke Eltern, die sagen, ich möchte meinem Kind das nicht nehmen, und dann schneiden wir bei denen einfach ein paar Sequenzen aus der DNA raus bei dem Kind. Also man kann das ja in beide Richtungen verwenden. Tja, also keine Ahnung. Also ich möchte gern ein schwules Kind haben. Gibt es ja heute schon Eltern, die so drauf sind. Ich das möchte Einzige, was das tut, kind. Ist die Impfgegnerbewegung zu stärken, glaube ich. Solche Sprüche von der Dame da. Naja. Ja, dieser Artikel hier auf jeden Fall. Dieser Artikel auf jeden Fall, ich habe diesen Artikel nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es reicht eigentlich schon, diese Seite gefunden habe ich das auf einer Facebook-Seite von so einem Verein, der auch Intersektionalität verbreitet, von dem ich weiß, dass er kein Satireverein ist. Bei dieser Seite hier bin ich mir nicht so sicher, weil die nennt sich Race-Baiter. Und dieses Race-Baiting, das beschreibt ja quasi so, dass man immer irgendwie mit, ja, das ist aber alles Rassismus hier irgendwie ankommt, um dann von den Leuten irgendwie, die damit in die Defensive zu drängen, dass sie sich dazu irgendwie äußern müssen. Und ja, ich schwöre der Academy ab, also der Universitätenbildung, weil ich nicht mehr länger das Äffchen für weißes Wohlbefinden oder so, dass sie sich gewertschätzt fühlen, irgendwie sein will. Ja, von Amber Butts. Die Autorin. Also, wie gesagt, es mag, wenn es Satire ist, dann hat es auf jeden Fall die richtigen Leute überzeugt. Also. Ja, aber es liest sich nicht wie Satire. Es liest sich wie, als hätte jemand im Paulanergarten unterm Tisch gelegen und hätte alle Storys aufgeschrieben. Ja, wie gesagt, also, ich habe es gar nicht gelesen. Ja, nee, was dem armen Mädchen alles passiert ist in ihrer Studienzeit. Okay. Und den Leuten außenrum ist das nicht mal aufgefallen. Die haben einfach weiter studiert. Nur sie ist daran zerbrochen und hat dann angefangen, die Leute zu belügen. Sie hätte jetzt schon das und das gemacht. Und so. Also, und dann hat sie aufgegeben und es war total befreiend, weil sie dann nicht mehr dem Weißsein ausgesetzt war. Und so. Ja. Oh mein Gott. Das habe ich mir mitgebracht, aber ich habe auch noch nicht reingeguckt. Lass uns nochmal die Sprüche angucken. Was denn die blödesten Sprüche angeblich sind 2019? Also die blödesten Anmachsprüche oder was? Ob wir noch Großeltern werden? Ah, super. Der XY ist gleich alt wie du und hat ein Haus und ein Kind. Wird dir schon knapp, was? Ich war einmal verheiratet und habe zwei Kinder gehabt. Das ist wirklich nett. Was du willst, das gibt es nicht.
Hast du dich schon mit jemandem von Tinder getroffen? Du bist da viel zu anspruchsvoll. Der XY, willkürlicher Mann, ist auch Single. Wir sollten euch verkuppeln. Das wird witzig. Sag mal, es sind einfach nur dumme Sprüche, sonst nix. Ja, ne? Du solltest dich mal ein bisschen hübsch machen für die Männerwelt. Da detonieren doch gleich wieder. Bist du vielleicht lesbisch? Ach, du Mann. Wer hat das geschrieben? Miss Magazin oder so? Schick's an Margarete. Sehr gute Idee. Er ist auf jeden Fall geschrieben von einer professionellen Singlefrau. Das Fundstück des Tages. Ach, Kinder, ey. Noch irgendwer. Ach, hate. Change hate. The terms. Adopt the terms. Organizational sign-on. Ja, sieht super aus. Aber das ist so eine billige Gummitastatur. Ja, also das ist im Endeffekt eine koordinierte Kampagne, wenn du ein bisschen nach unten scrollst. Das ist sicher von den Rechten, wenn das eine koordinierte Kampagne ist. Die sind ja für so koordinierte Kampagnen bekannt. Ja, nicht, also es ist jetzt nicht von der Right, aber beispielsweise vom Lawyers Committee for Civil Rights. Und natürlich Right. Gavin McInnes da. Großartig. Center for American Progress. Und, also Free Press, Color of Change, National Hispanic Media Coalition, was auch immer. Und jetzt kommt das Southern Poverty Law Center. Der Final Boss quasi in Amerika, sowas ähnliches wie die AA-Stiftung hier in Deutschland, nur nochmal eine Nummer, ja, angenehmer. Nochmal eine Nummer ätzender, aber nochmal eine ganze Nummer auch weiter weg von der Politik, wenn man das mit der AA-Stiftung vergleicht. Ja, aber auch ja, nicht aber Southern Poverty Law Center ist schon ein gewisser Goldstandard in Amerika. Ja. Irgendwie. Also alles, was auf Policy-Ebene in Amerika passiert, passiert halt sehr oft mit dem SPLC, weil es vor 10, 20 Jahren halt auch noch sehr gut war. Das hat sich verändert. Wie ist das bloß passiert? Ja, und hier, der Punkt ist der. Das ist jetzt eine groß angelegte, gesteuerte Kampagne, die von verschiedenen Leuten dafür verantwortlich gemacht wird, was gerade mit YouTube passiert, was gerade mit Patreon passiert und was gerade mit den Zahlungsdienstleistern passiert. Ja, weil hier, wenn man hier auf Facts, also FAQs klickt, da sieht man, dass halt eines der Ziele halt ist, ganz konkret bestimmte Sachen zu den Plattformen und halt bestimmte gesetzliche Rahmenbedingungen auszunutzen, um Leute finanziell zu deplattformen. Ja, und zwar geht es da halt um Antiterror-Gesetzgebung beispielsweise oder andere Sachen, mit denen Geldwäsche verhindert werden soll. Ich habe ja gesagt, dass Patreon generell, wie das funktioniert, normalerweise nicht so vereinbar ist mit normalen Geldwäschestandards bei Geldtransfers. Ja, und genau diesen Hebel setzen die jetzt halt an, um zu gucken, okay, wir lobbyen jetzt die Zahlungsveranstalter, genau damit haben diese Antiterror-Gesetzgebung im Hintergrund und können die Leute so deplattformen. Und das ist die Organisation, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dahinter steht, weil da halt sich sehr viele Aktivisten versammelt haben, die sich da hervorgetan haben. Und weil die halt in der Position sind, weil die das halt so darstellen, auch propagieren und die Finanzmittel im Hintergrund haben, das auch vorantreiben zu können. Ja, kann das mal bitte jemand vorlesen, der das besser, bei mir ist das zu klein. Also was sie sich offiziell auf die Fahnen geschrieben haben, ist, die Leute da, die Unternehmen dahingehend zu beeinflussen, dass sie ihre Terms of Services ändern, um halt gegen Hate Speech vorzugehen, wie sie es definieren. Und sie sagen auch explizit, ja, das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, weil Freedom of Speech, wie die amerikanische Constitution es ja sagt, gilt ja nur für den Staat und nicht für Privatunternehmen. Ne? Kakao ist nur, wenn es der Staat macht, ja. Ja, und ich finde es halt so lustig, dass sie sagen, das wäre eine strikte Definition und deswegen würde das ja auch keine Free Speech dann wegblocken. Die strikte Definition, die irgendwas mit Harassment enthält, wo wir ja schon bei GamerGeek gelernt haben, wie weit die Definition des Begriffes Harassment eventuell ist. Also Harassment kann ja so viel sein wie, hallo, wie meinst du das denn? Oder
Finde ich nicht, dass das so ist oder was auch immer. Ne? Jedes Ansprechen von den Leuten. Wo kommst denn du eigentlich her? Ja. Jedes Ansprechen von den Leuten ist ja Harassment, wenn denen das nicht passt. Aber wo kommen die Leute wirklich her? Ja, aber das ist auf jeden Fall eine strikte Definition. Und was ja auch noch mit reinspielt, ist dieses ganze Gruppenzeug. Und das ist ja auch so ätzend. Das ist ja diese ganze Intersektionalität. Und da sind wir wieder beim Kern des Problems. Zu welcher Gruppe gehörst du denn? Oder zu welcher angenommenen Gruppe? Und das sollen dann strikte Definitionen sein. Ja, am Arsch. Weil da fällt es nämlich auseinander, euer Kram. Nee, das sieht man ja schon, weil auf der Hauptseite steht ja erstmal, das wäre gegen White Supremacy. Und dann ist da bei einem Artikel direkt ein Bild von Gavin McGuinness zu sehen, der jetzt kein White Supremacist ist. Ja, diese Proud Boys, die haben sie ja als ganz besonders schlimm irgendwie rausgefischt. Kannst du mal zwei Bullet Points runterscrollen, bitte? Scrollen. So, das zweite ist, warum fragt man nicht einfach den Gesetzgeber, Gesetze zu verschärfen? Ja, wir müssen es schnell machen, deswegen. Aber hier, seid ihr nicht irgendwie besorgt, dass genau das, was ihr macht, irgendwann gegen euch selber gewendet wird? Nein, das wird nie passieren. Und, ne? Also, die üblichen Argumente auch mal wieder. Wobei man sagen muss halt, ja, wenn solche Sachen etabliert werden, natürlich werden die dann gegen alle Leute gewendet. Und der nächste Punkt da. Lass uns doch mal kurz. Da sind genau die Bullet Points. Minority von Maskulismus wird dann bestimmt irgendwie marginalisiert, sag ich mal so. Da werden die Ziele postuliert. Die Zielpersonen. Ja, also die. Welche Unternehmen sollen gelobbyt werden, damit das passiert? Social Media, Video Sharing, Communications, Marketing, Event Scheduling oder Ticketing Companies. Also auch Konzertveranstalter, Online-Advertising, Financial Transactions or Fundraising, ja, Public Chat or Group Communications, Domain Names, Building or Hosting Websites, Blog or Messages, Message Boards. Wenn man das alles zusammennimmt, ja, dann hat man jemanden komplett deplattformt. Dann hat man keine Plattform mehr, wo man was veröffentlichen kann. Man kann sich nicht mehr refinanzieren durch seine journalistische Tätigkeit und so. Das ist quasi so Full-Spectrum Deplatforming. First, minorities are already receiving disparately discriminatory treatment from many tech companies. Was soll das bedeuten? Wie werden denn Minderheiten... Dass die Meinungsfreiheit ausgebaut wird. Das wird die Meinungsfreiheit stärken, weil endlich die Minderheiten geschützt werden, weil deren Stimme wird so lange schon verwehrt von der Mehrheitsgesellschaft, dass jetzt endlich die Terms gechanged werden. Genau, wenn sie das dann, Meinungsfreiheit ist nicht unter Beschuss. Wenn sie das dann alles gemacht haben, wird sich niemals jemand beschweren. Und das kann nur eins bedeuten, alles ist prima. Full Communism. Wenn du nochmal bitte ein paar Zeilen hochscrollen könntest, da ist nochmal ein sehr krasser Revealing-Satz, ja, welche Unternehmen sie targeten und werden sie nicht targeten, also jetzt war wieder runter, also sie wollen auf gar keinen Fall Internet Service Provider mit diesen Terms konfrontieren, weil these policies are not intended to be used by Internet Service Providers. Warum? We are committed to an open Internet. Nothing in these policies is intended to allow or support blocking, throttling or prioritizing any lawful content by an Internet Service Provider. Das heißt, die wissen ganz genau, was sie hier tun. Ja, und die sagen hier, auf der einen Seite wollen wir die Leute, die Plattform, aber auf der anderen Seite wissen wir genau, dass das schlimm ist und deswegen wollen wir nicht, dass die ISPs das tun können, weil, im Paragraph drüber haben sie ja schon gesagt, ja, es kann sein, dass diese Methoden auch bald gegen uns verwendet werden. Ganz schön perfide, finde ich das Ganze. Und wie gesagt, das ist eine richtig, richtig große Organisation mit vielen Backers und manche Leute munkeln, dass die halt hinter dieser ganzen Deplatforming-Aktion mit Patreon und Subscribestar und so was zu tun haben. Und wenn man sich das halt durchliest, dann ergibt das Sinn, ne? Das liegt nahe, sagen wir es mal so. Ich habe kurz noch eine Nachmeldung. Ich habe kurz noch eine Nachmeldung zu einem Thema von vorhin. Und zwar hat Herr Lobo wohl inzwischen einen Podcast aufgenommen.
indem er auf die Kritik von Frau Banaschuk eingegangen ist. Und Frau Banaschuks Speichellecker waren wohl zufrieden. Ein Pod was? Schön. Ein Podcast. Da ist die Welt ja wieder in Ordnung. Mhm. Hervorragend. Neumodisches Zeugs, ein Podcast. Ja, in diesem Artikel hier geht es um eine interessante Entwicklung in der Buchbranche. Must writers be moral? Their contracts may require it. Und zwar gibt es neue Klauseln, die irgendwie seit etwa einem Jahr auftauchen, in denen sich die publizierende Gesellschaft es vorbehält, dass man den Vertrag, Veröffentlichungsvertrag, Buchvertrag oder Angestelltenvertrag als Journalist fristlos kündigen kann, falls es einen Backlash gibt. Und es ist halt so formuliert, dass damit gemeint sein kann, also von MeToo in Richtung, ist jetzt ein Mörder oder ein Vergewaltiger. Oder aber halt auch, es gibt eine Letter-Writing-Campaign, also eine Briefschreibekampagne, wo einfach ein Twitter-Mob ankommt und einen Haufen Briefe schreibt, dass Person XY blöd ist, weil sie auf Twitter Tweet vor 5 Jahren abgegeben hat, der nicht progressiv war. Und es ist ganz interessant, dass halt hier jetzt die Geschichte erzählt wird von einer Autorin, die halt relativ on vogue ist und ein Stück weit einfach höhere Macht hat, weil sie einen Bestseller schon geschrieben hat und halt darauf hingewiesen hat, dass sie, wenn sie einen Backlash wegen ihrer professionellen Arbeit bekommt, dass sie halt nicht Teil der Klausel sein soll, dass sie gefeuert wird. Allerdings tun halt einen Haufen schreibende Menschen, die jetzt nicht unbedingt schon in Szene sind, sondern sozusagen da einen Strohhalm gefunden haben, an den sie sich klammern können, damit sie irgendwo reinkommen, die können sich das halt nicht unbedingt erlauben, zu sagen, nee, so eine Klausel will ich nicht haben. Und das ist in Sachen Publikation auf jeden Fall eine ungute Entwicklung in die falsche Richtung. Also, aber ja. Ja, also ich meine, das ist doch nichts Neues. Da gab es doch, ich weiß nicht, gab es das? Oder es gab zumindest mal das Gerücht, dass es bei Bild mit im Arbeitsvertrag stand, dass man immer das förderlich für das transatlantische Verhältnis irgendwie schreiben müsste. Oder vielleicht war das auch falsch. Aber nee, solche Sachen kann ich mir schon vorstellen. Woran mich das ein bisschen erinnert, eine Sache, die vor einem Jahrzehnt mal so hochkam, Managerhaftpflichtversicherung, wo halt Manager immer mehr verklagt wurden für irgendwelche Sachen, die in den Unternehmen falsch gemacht haben. Und wo ich mich frage, warum passiert das jetzt eigentlich nicht mehr? Aber anderes Thema. Und vielleicht müssen Journalisten jetzt auch Versicherungen für Social Media Backlashes abschließen. Und dann müssen sie sich an die Versicherungsbedingungen halten in ihren in Artikeln. Also das finde ich ja, nicht. Also in die Richtung geht das so wirklich. Wenn ein Twitter-Mob auf dich zukommt und halt ein Shitstorm da ist, dass du dann halt entlassen wirst. Und es gibt einen Haufen Journalisten, wo ich sehr froh wäre, wenn sie ihre Arbeit niederlegen würden. Allerdings ist es halt immer so eine total schlechte Entwicklung. Also, was der für einen Schaden angerichtet hat, ist halt nicht nur für sich, sondern für den Spiegel und für andere Publikationen. Da wird es doch bestimmt auch Versicherungen geben. Oder bald zumindest geben müssen. Die Fake-News-Versicherung, yeah. Ja aber auf halt jeden Fall die Lindsay Shepherd. Ja. Zur Erinnerung, das war ja die Dame, die in Kanada an einer Universität als Assistenzlehrerin irgendwie angestellt war. Und die hat ja dann in so einem Kursus mit den Schülern so ein Video von dem Jordan Peterson, beziehungsweise eins, wo er drin vorkommt. Das war ja aus so einer Debatte, wo er daran teilgenommen hat, gezeigt. Und da haben die darüber geredet. Und das hat halt dazu geführt, dass sie von so zwei Heinis auf den Pott gesetzt wurde. Von wegen so, nein, Jordan Peterson, oh mein Gott, und bla und blub. Und das hat sie ja, das waren diese beiden Heinis. Und das hat sie ja dann aufgezeichnet, dieses Gespräch. Und das ist ja dann ziemlich groß geworden, das ganze Thema. Es wurde ja sogar im kanadischen Parlament dann behandelt, in so einer Aktuellen Stunde quasi. Und ja,
jetzt wollen die beiden Herrschaften sie halt verklagen, weil ich denke mal, die werden jetzt wahrscheinlich auch Probleme haben, hoffe ich mal, da noch weiter irgendwie an der Universität zu arbeiten. Und ja, auf dem zivilrechtlichen Wege möchte man jetzt gerne gegen die Lindsay Shepherd da vorgehen. Und ich hoffe mal, dass das nicht von Erfolg gekrönt werden soll, weil was die Herrschaften sich da geleistet haben, das ist ja sollte ja eigentlich jedem klar sein. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Gesetze in Kanada sind, was jetzt dieses unerlaubte oder nicht eingewilligte Aufnehmen angeht. In Deutschland sind die ja nicht so prächtig. Wobei man auch in Deutschland sagen müsste, also im deutschen Gesetz steht halt eben drin, dass man das nicht darf, Leute aufnehmen, aber es gibt da halt auch einen Absatz, wo steht, dass das geht, wenn es vom öffentlichen Interesse ist. Und angesichts der Tatsache, dass die das ja da sogar im Parlament verhandelt haben, wäre jetzt, wenn das jetzt Deutschland wäre, deutsches Recht, würde ich das halt schon so argumentieren, dass das ja im öffentlichen Interesse war, die ganze Nummer. Aber ich weiß nicht, wie die Rechtslage in Kanada in diesem Fall halt eben ist. Müsste man dann mal schauen, wie das auf jeden Fall läuft. Aber ist schon ziemlich, die haben schon dicke Eier hier, die Leute auf jeden Fall, sich sowas leisten und dann irgendwie sagen so, ja, dann verklagen wir die doch jetzt einfach mal, wo ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Ja, ich habe mit sowas gerechnet, wegen der Aufnahme, aber ist schon eine miese Aktion auf jeden Fall. Aber ich glaube, die haben nicht mehr sehr viel zu verlieren, weil ich glaube, die Universität hat einige finanzielle Hürden zu überwinden gehabt nach dem ganzen Skandal. Ja, ist zu hoffen, ne? Also will ich doch hoffen, dass sie da Probleme mit gehabt haben. Hier in dem Artikel geht es um das Gerangel an den Universitäten, wie Hate Speech und Free Speech miteinander unter einem Hut gebracht werden kann. Die einen meinen, das ist ein Einknicken und jetzt kann man böse Sachen sagen. Die anderen meinen, Hate Speech Paragraph wird beibehalten. Verschiedene Organisationen haben dran mitgearbeitet. Mal gucken, was bei rumkommt, wie sich das jetzt entwickelt. Auf jeden Fall sind jetzt Free Speech Policies active in Kanada, Ontarios, Colleges und Universitäten. Beide Rabatt. Diese junge Dame wurde nach ihrer eigenen Angabe von einem TV-Show-Moderator belästigt und er hat sie scheinbar küssen wollen, forcibly kissed. Er streitet es ab, sie sagt, dass er das getan hat und der Moderator, der moderiert die Neujahrssendung in China und in China ist das so, ja, so ein nationales Event, diese Sendung, also die haben so im Schnitt 700 Millionen Zuschauer, was dann auch nicht unbedingt wenig ist und Anschuldigung an ihn hat jetzt dazu geführt, dass China seinen MeToo-Moment hat und es ist auf jeden Fall interessant, das zu verfolgen. Er streitet alles ab, er sagt, er wird gegen sie klagen. Sie sagt, dass das nicht in Ordnung ist und dass zu viele chinesische Frauen schweigen und dass die Polizei nicht hilft und das ist auf jeden Fall interessant, wie das weitergeht. Also, MeToo in China. Ah, Nick Monroe wieder. Sehr guter Mann. Ja, den habe ich auch wieder eingereicht. Hier geht es um Operation Choke Point. Operation Choke Point ist ja eine von den Antiterrorgesetzgebungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Da geht bei Operation Choke Point nicht explizit um Antiterrorgesetzgebung, sondern es geht um Financial Fraud allgemein, wie ich schon gesagt habe, Geldwäsche, aber es geht hauptsächlich um Predatory Lending. Ja, Predatory Lending und Propaganda Financing. So, das ist der Aspekt, der hier reinspielt. Also generell gab es in Amerika ein Problem. Es gab die Payday-Länder an vielen Ecken, wo du halt dir ein paar hundert Dollar für ein paar Tage leihen konntest zu einem Zinssatz von 50% oder so. Und das war legal. Und das ist jetzt halt nicht mehr legal.
mit dieser Gesetzgebung gewesen. Aber bestimmte Sachen, die in dieser Gesetzgebung stehen, die sind halt Auslegungssache. Und da gibt es halt, wenn gewisse Anträge in gewissen Gremien gestellt werden, dann arbeiten die Regierungsbehörden halt anhand von diesen Regularien die Fälle ab. Und vorhin habe ich ja auf, vorhin haben wir uns ja beschäftigt mit Change the Terms und was die für Sachen anstoßen wollen. Und über ihre Politikkontakte solche Sachen anzustoßen, ja, ist halt, wäre halt ein Weg, wie die ihre Ziele erreichen könnten. Und wenn man den Thread sich anguckt, kann man ein bisschen runterscrollen. Das erste Bild sieht man zwar nicht, aber die anderen Bilder sind halt mit Ausschnitten von Sachen im Allgemeinen, das, was ich jetzt gerade umrissen habe. Noch ein paar mehr Details. Nick Monroe, wie gesagt, macht ganz gute Twitter-Sachen, führt sehr viele Bilder mit Quellen und Artikeln auf. Und wenn viele Quellen verlinkt sind, finde ich das immer gut. Operation Choke Point. Ja, wunderbar. Wieder von Nick Monroe. Und hier geht es halt darum, dass die Archivseite archive.is oder archive.today, die wir auch sehr viel benutzen bei uns, gerade etwas Probleme hat. Und sie sagen selber, es sieht aus, als ob ein professioneller URL- oder Domain-Name-Händler mit unlauteren Methoden versucht, ihnen ihre Top-Level-Domain archive.is abzuluxen. Das hätte zur Folge, dass sie die Domain nicht mehr nutzen können oder dass es zumindest umkämpft sein wird, und sehr viele Quellenangaben nutzen halt den archive.is-Links, sehr viele archivierte Quellen. Die funktionieren zwar, wenn man den Link verändert zu einer der anderen URLs, die aufgeführt werden von archive.today, aber ja, das ist halt ziemlich unschön, die ganze Sache. Und archive.today ist halt ein sehr gutes Tool, weil man einfach technisch Seiten speichern kann, wenn sie gelöscht werden, wenn, was ja sehr oft vorkommt bei irgendwelchen Nachrichtenartikeln, wenn da Mist gebaut wurde oder wenn allgemein irgendwelche Leute was gepostet haben, was sie nicht posten wollen, da kann man das missbrauchen. Aber es ist halt hauptsächlich gut, um Sachen wieder aufzudecken, wenn jemand versucht, was zu vertuschen. Aber wie kann, also erklär das mir Laie mal, wie kann ich denn eine Domain haben und dann kann es einen feindlichen Takeover geben? Ja, also es gibt da bestimmt in der Branche Methoden, die ich jetzt nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil ich da keine persönliche Erfahrung mit habe. Aber so wie es hier steht, die Behörde, das Aufsichtsgremium, was dafür zuständig ist, das bekommt quasi eine Aufforderung. Also jemand geht hin und sagt, ja, nee, das ist meine Domain, und die wird fälschlicherweise genutzt, und dann wird da ein Prozess wurde ein Prozess angestoßen, wo die aufgefordert wurden, dass sie prüfen, dass die Domain wirklich denen gehört, und da gab es wohl ein paar Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, und ja, deswegen war die Antwort, nachdem die gesagt haben, ja, das ist unsere Domain, okay, es wird in 30 Tagen gelöscht werden. Was da genau passiert ist, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht gibt es da jetzt noch neue Sachen in den nächsten Tagen, die rauskommen. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, weil, wie gesagt, das ist ein Tool, was wir auch sehr gerne neben der Wayback Machine benutzen. Sehr schade, wenn das ein Trend wäre, der sich auch jetzt daraufhin irgendwie, also es ist kein Anlass bekannt oder irgendwas, dass es einfach so passiert. Vielleicht sind es auch einfach nur irgendwelche Leute, die versuchen, die Domain denen wegzuschnappen, um Geld von denen zu erpressen oder so. Und das ist schon fast das positivste Szenario dabei. Crazy World 2019. Ja. Ja, hier geht es wieder um das Southern Poverty Law Center, The State of Hate. Ja, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich habe mir da, glaube ich, ein bisschen was zu aufgeschrieben. Aber ich finde es jetzt nicht. Ja, also im Endeffekt, die Seite, die lädt leider immer wieder neu. Das ist ein bisschen doof bei dem Ding. Moment. Einmal mit Profis. Ja, ich bin ja schon da. Also, der Artikel, der beschreibt die Methodiken und die Position des Southern Poverty Law Centers, die sie in Amerika einnimmt. Das ist ein etwas längerer Artikel. Ich gehe nur auf ein paar Punkte ein. Der Artikel beginnt damit, dass quasi, ja, es wird nochmal eine Sache rekapituliert, die vielleicht vielen Leuten nicht so ganz im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar, ja, das Southern Poverty Law Center, das veröffentlicht immer eine Liste von sogenannten Hate Groups, wo halt Leute auch draufstehen, wo man sich denkt, was machen die auf der Liste?
Ja, also da haben wir auch einige Leute schon mal hier vorgestellt, die halt im anti-islamistischen Umfeld unterwegs sind, selber ehemalige Muslime sind oder immer noch Muslime, aber halt nicht extremistisch unterwegs, die von denen halt auch als hassfördernde Leute dargestellt wurden. Und das hat halt auch Konsequenzen. Und zwar gab es einmal eine Konsequenz, dass halt einer mal so eine Stammkneipe von so ein paar Leuten, die auf der Liste standen, besucht hat und um sich geballert hat. Das kennen wir von Pizzagate, ne? Da ist das ja auch so ähnlich passiert. Ja, und das waren die Auswirkungen vom Southern Poverty Law Center, weil es, wie gesagt, halt immer noch diesen Nimbus der Unbestechlichkeit und der Objektivität um sich hat, der vor ein paar Jahren vielleicht gerechtfertigt war, jetzt ist aber nicht mehr. Ja, also es wird im Endeffekt sehr stark übertrieben mit dieser Liste. Da sind aktuell 953 aktive Hassgruppen. Ja, und wie die unterteilt sind und wie die charakterisiert werden, ist an sich eine Story an sich. Aber wenn man sich die Liste, wie die kategorisiert werden, mal anguckt, also ich könnte das jetzt vorlesen, von Ku Klux Klan über neovölkisch, englisch neovölkisch, also neovölkisch, Christian, ich weiß gar nicht, was das sein soll, Christian Identity, White Nationalist, Racist, Skinhead, bla bla bla, solche Gruppen werden überall und alles quasi diese Right-Wing-Sache und Anti-LGBT, aber Linksgruppen gar nichts. Die sind dann wahrscheinlich unter der sonstigen Gruppe kategorisiert. Ja, und in der sonstigen Gruppe sind 53 Gruppen von 953. Da machen allein die Zahlen machen einen misstrauisch. Aber wie gesagt, diese Liste wird halt von sehr vielen Institutionen benutzt in Amerika. Beispielsweise die Boy Scouts Association hat die auch benutzt. Wenn da Mitglieder waren, dann durften die Kinder da nicht hingehen. Aber die haben mittlerweile ganz andere Probleme. Thema für sich. Ja, und Moment, ich muss mal zum nächsten runter. Ist ja ein sehr langer Artikel, sehr viele Beispiele. Hier wird auch beschrieben, wie die Computervisualisierungstricks benutzen, um Netzwerke zu konstruieren, um Probleme größer darstellen, da aussehen zu lassen, als sie wirklich sind. Ich meine, das kennen wir irgendwie aus Deutschland auch irgendwo her. Luca Hammer. Ja, ne? Und wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr langer Artikel. Ich muss jetzt schon scrollen rund. Ich rede jetzt, während ich scrolle bis zum nächsten Punkt, den ich unterstrichen habe. So lang ist der Artikel. So. Und der Journalist ist unterwegs gewesen mit einem von diesen Bewerterleuten beim Southern Poverty Law Center. Der hat einfach mal vier von so Gruppen untersucht, um die einzuschätzen. Also die schicken auch Leute vor Ort, die sie dann Gespräche mit den Leuten führen. Und das war jetzt alles nicht so die Hardcore-Leute. Ja, und die waren aber relativ unterschiedlich auch von der Ideologie. Und der Reporter sagt hinterher, war die Einstufung von den vier Gruppen doch schon sehr unterschiedlich und für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Ja, also das ist einerseits eine Dekonstruktion von den Methoden des Southern Poverty Law Centers, weil halt der Reporter auch vor Ort war und sich den Prozess von innen angeguckt hat und halt von so ein paar Sachen, welche Stellung die früher hatten und was für negative Konsequenzen die teilweise auch hatten, was halt auch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja, Southern Poverty Law Center. Da, hoffentlich müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden, außer wenn sie wieder das nächste Projekt machen. Nur ich wollte es jetzt nochmal darstellen, weil die halt gerade sehr viel Unwesen getrieben haben. Ja, eine Folge von dieser ganzen Southern Poverty Law Center Sache ist dieses Secret Facebook Rulebook. Und zwar, das ist im Endeffekt ein, wie heißt es so schön, ein atmendes Dokument. Das sind interne Dienstanweisungen, die alle zwei Wochen von einem internen Team bei Facebook neu aufgestellt werden und die bedienen sich halt unter anderem halt den Empfehlungen vom Southern Poverty Law Center, auf welche Accounts die besonders achten sollen, wenn Sachen gelöscht werden sollen. Aber da geht es natürlich auch um die Hardcore-Sachen mit Terrorismus und anderen illegalen Sachen, sage ich jetzt einfach mal, ohne alles aufzählen zu müssen. Im Endeffekt geht es um dieses 15.000 Moderatoren starke Facebook-Team, Content Moderation Team, was ich ja auch mehrmals angesprochen hatte. Ich hatte einmal einen holländischen Erfahrungsbericht
vorgestellt, der auch sehr ins Detail ging. Und im Endeffekt, diese Guidelines sind im Endeffekt ein 200 Seiten dickes Dokument voller PowerPoint-Präsentationen, die sehr widersprüchlich in sich sind, weil unterschiedliche Orte auf der Welt unterschiedlich interpretiert werden müssen. Ne, wenn zum Beispiel, wenn jemand Kamerad oder Bruder sagt, ist das in einem Teil der Welt total unverfänglich, aber in einem anderen Teil der Welt, in Indien oder so, in einem gewissen Kontext, hat das wieder ganz andere Konnotationen. Ja, dann, wie sieht es aus, wenn es werden sehr viele Beispiele im Text genannt, ist auch wieder ein sehr langer Text. Beispielsweise Terroristen zu loben oder terroristische Propaganda zu verteilen, wird halt gelöscht. Allerdings gab es auch mal eine Situation, wo die Taliban sich auf Friedensgespräche eingelassen hat und dann wurden quasi alle Pro-Taliban-Sachen gelöscht, außer die Pro-Taliban-Sachen, die gesagt haben, hey, die Taliban sind toll, weil die sich jetzt auf den Friedensprozess einlassen. Interessant, ja. Und solche Beispiele auch andere Länder, Ukraine und so weiter und so fort, da fragt man sich halt auch manchmal, das war jetzt ein sehr neutrales Beispiel. Die politischen, die könnt ihr euch selber durchlesen. Welche politischen Biases da eine Rolle spielen, fragt man sich. Und ein letzter Fun Fact noch zur Sache. Es wird alles auf Englisch gesteuert. Ja, wenn da irgendwelche Sachen sind aus Indien, aus Russland, aus irgendwelchen anderen Ländern, dann wird das alles über Google Translate ins Englische übersetzt und die ganzen Teams sind alles englische Teams. Und alles, was in einer anderen Sprache wird übersetzt von Google Translate. Das ist der Arbeitsprozess von denen. Sehr interessant. Ja. Wie viel vom Internet ist fake? Stellt sich heraus, eine ganz schöne Menge. Ja. Nein, doch. Oh. So. Ja, also wenn man in dem Artikel runterscrollt, das ist auch wieder ein sehr langer Artikel. Super, ich habe sehr viele lange Artikel eingereicht. Ich halte es jetzt wirklich sehr kurz. Also, die Messungen, wie Page-Aufrufe gemessen werden, sind fake. Ja, die Leute, die diese Page-Aufrufe auslösen, sind teilweise fake, weil sie Bots sind oder automatisierte Sachen oder irgendwelche anderen Sachen. Die Geschäfte, also es gibt sehr viele Geschäfte, die internetbasierte Geschäftsmodelle nutzen, um Arbitrage-Geschäfte zu machen. Beispielsweise, wenn man auf Amazon man hat einen Shop und kauft von dem Shop Sachen, dann schickt man die Sachen zurück, die werden dann an Reseller weiterverkauft und durch gewisse Anreizprozesse, die Amazon bietet, kann man da quasi einen Profit rausschlagen, weil da halt das Geschäft immer noch subventioniert wird. Und es gibt Bots, die Content erzeugen. Ich erinnere jetzt nur an diese komischen Kindervideos, wo PewDiePie gegen Hitler kämpft irgendwie. Oder Hitler geht aufs Klo und dabei irgendwelche Kindermusik. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wovon ich rede, dann seid ihr. Was für Sachen guckst du? Ja, das war vor einer Zeit lang. Das waren von Computern automatisch generierte Sachen, die einfach so Nursery-Rhyme-Videos gemacht haben. Einfach anhand von Algorithmen irgendwelche Bilder erzeugt haben und da kamen dann halt so komische Sachen mal raus. Und das haben Millionen von Babys und kleinen Kindern geguckt, die gar nicht wussten, worum es ging. Ja, das war ein Skandal vor ein paar Monaten. Haben wir, glaube ich, auch darüber berichtet. Aber ich drifte Johnny, sehr weit ab. Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. So, ach ja, Moment. Jetzt muss ich da auch wieder gucken. Ja, hier geht es um Geschäftsmodelle, die aufgrund von Quantitative Easing und sehr geringen Zinsen funktionieren, aber die, wenn die Zinsen steigen, was sie aber erst bald tun werden, nicht mehr funktionieren werden. Und ein sehr interessanter Artikel, der so ein paar Grundzüge, warum das so ist, nochmal darlegt anhand von ein paar Beispielen von Unternehmen. Und die Theorie ist im Endeffekt, die hier postuliert wird, sobald die Zinswende eintritt, kann man nicht mehr mit einem normalen Geschäftsmodell genug Profit erzeugen, um die gestiegenen Zinsen zahlen zu können, weil man einfach zu viel Kapital sich geliehen hat.
und dann auf einen Schlag viel mehr Zinsen bedienen muss, die man aus dem Geschäftsbetrieb nicht machen kann. Das heißt, man muss im Endeffekt anfangen, ja, zu betrügen, um die Geschäftsmodelle aufrechterhalten zu können. Und dann werden halt diese ganzen Unternehmen kollabiert. Geht's da dann einen jetzt schön geschriebenen, eingängigen Artikel. Leider auf Englisch, aber trotzdem sehr gut. Geht's da jetzt eher so um so eine Dotcom-Blase 2.0 auch, oder? Weil das ja, Dotcom war nicht so groß in der Hinsicht und es waren sehr viele mehr Unternehmen. Jetzt ist es eher so, dass es sich auf sehr viele einzelne Unternehmen, die alle Konkurrenten aufgekauft haben, fokussiert. Ja. Ja, und hier ein kleiner Ausblick, was dieses Jahr passieren könnte. Ja, es geht um die Türkei und es geht um Griechenland und es geht um Zypern, Nordzypern und Südzypern und um Israel. Also eine explosive Mischung auf jeden Fall. Es wird eine Pipeline geplant, was einerseits technisch sehr anspruchsvoll sein wird, weil die in bis zu 3,5 Kilometer Tiefe am Meeresboden verlaufen soll. Eine Gaspipeline. Und es sollen Felder vor Israel, also quasi zwischen Israel und Zypern, ausgebeutet werden. Und die Pipeline soll von Zypern, Moment, wo soll sie hingehen? Von Zypern nach Kreta und dann auf das griechische, ja, aufs griechische Festland. Und ja, das ist jetzt sehr explosiv, weil die Türkei ja gerade gesagt hat, ja, Moment mal, wir wollen hier so ein paar Ägäisinseln haben, das ist unser Territorium, genau wegen dieser Erdgas- und Erdölexploration, die da zukünftig betrieben werden soll, ist das der Fall. Und die Israelis haben jetzt halt schon angefangen, da Finanzmittel reinzustecken. Die Griechen haben angefangen, Finanzmittel reinzustecken. Die Italiener haben angefangen, Finanzmittel reinzustecken. Und das ganze Projekt hängt im Endeffekt davon ab, dass Israel die Gasfelder vor seiner Küste ausbeuten werden kann. Was ist an Israels Küste auch nochmal? Der Gazastreifen. Also da gibt es auch noch so ein paar andere Komplikationen, wenn ihr versteht. Ja. Und die Türkei hat schon gesagt, wir bauen gerade unsere eigene Pipeline. Wollt ihr uns etwa Konkurrenz machen? Also, wunderbar. Pipeline. Follow the pipes. Aber die haben ja schon, also Gazastreifen ist ja nur ein ganz kleiner Abschnitt davon. Du hast ja so Sachen wie Tel Aviv und Haifa, die auch am Meer liegen. Also das wird nicht so das Problem sein. Ja, das Problem sind halt immer die territorialen Ansprüche, wo die Felder sind. Und da spielt halt auch eine Rolle mit Nordzypern beispielsweise wieder. Ich meine, über Nordzypern redet ja keiner. Das ist ja schon fast ein Mantra. Keiner redet über Nordzypern. Einfach da. Ja, weil wir der Türkei seit Jahrzehnten um Bart gehen aus irgendeinem Grund. Mal geht es um EU-Mitgliedschaft oder sonst irgendwas. Bis 2009 haben wir denen Entwicklungshilfe gezahlt und gleichzeitig halten sie weiterhin die Hälfte einer Insel besetzt, illegal. Aber die Russen, die sind böse, weil sie das Gleiche machen. Ich kann mich noch erinnern, die Russen, die haben doch so viel Geld in Zypern angelegt und dann wurden die Zyprioten ja enteignet. Ne? Über 100.000 Euro auf dem Konto. Da wurden ein paar Prozent abgezogen. Ja, das ist alles passiert. Naja. Die Türken haben da nichts zu suchen. Die sollten abziehen. Und auch dieses, es kommt mir vor wie auf dem Schulhof. Du, ey, wäre besser, wenn du mir von den Ägäisinseln Wäsche abgibst. Weißt du? Oder was? Aus welchem Grund denn? Geht stiften. Echt unglaublich. Ich meine, es ist ja ein Vertrag darüber geschlossen worden, nach den Streitigkeiten zwischen den Griechen und den Türken. Ich glaube, 22 oder so war das. Und damit ist Ende. Und man kann nicht immer noch mal nachverhandeln wollen. Zumal nicht, wenn man vorher der Besatzer des anderen Landes war für lange Zeit und da gewütet hat. Das ist, als würde Deutschland irgendwie Ansprüche an Polen anmelden. Nur ein paar Jahre früher. Holger Czapitz mal wieder. Ich fand einfach nur die Grafik hübsch und wollte die mit euch teilen. Schaut sie euch an.
der Kurs geht nach oben und dann kommt irgendwann mal ein bisschen Korrektur nach unten und dann heißt es, oh mein Gott, die Welt geht unter. Sag mal, die Elliott-Welle ist komplett. Der Unterschied der Situation ist, dass ein sehr großer Teil von diesem Index, man kann jetzt einfach sagen, zu Unrecht, weil die Unternehmen aufgepumpt sind durch QE, es sollten eigentlich andere Unternehmen in diesem Index vertreten sein, aber die Unternehmen, die im Index vertreten sind, die sind aufgepumpt mit diesem billigen Geld und da könnte der Effekt eintreten, wo ich vorhin darauf gesprochen habe, das kann Apple passieren, wobei Apple noch sehr große Finanzmittel hat, aber sowas wie Tesla über, ja gut, Tesla, da kann er immer noch Geld nachschießen, deswegen wird es da auch nicht passieren, aber solche Geschäftsmodelle, die jetzt ja in diesem Index vertreten sind, die sind einfach überhaupt nicht nachhaltig. Die werden umkippen müssen oder korrigiert werden müssen auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall spannend. Das ist halt der Punkt. Warum sind die in dem Index? Wenn die nicht im Index wären, naja. Ja, ich meine, warum wird die Währung entwertet? Weil es QE überall, weißt du, Geld reinpumpen. Zombifizierung der Wirtschaft, Firmen, die nicht ökonomisch handeln können, gehen nicht pleite, weil zu viel billiges Geld da ist. Im Grunde wird eine Riesenblase aufgepumpt und man wartet nur darauf, dass es ploppt. Nur nochmal für Leute, die wirklich überhaupt nicht wissen, was das bedeutet, wirklich in einem Satz, wenn man ein Unternehmen hat, kann man theoretisch sich unbegrenzt Geld leihen, weil so viel Kapital auf den Märkten verfügbar ist und zu einem Zinssatz, der nahe Null ist. Das heißt, man kann ein ganz großes Rad drehen und damit mit nur ein paar Prozent Umsatzrendite rausquetschen, schon sich einen guten Batzen nehmen und den Kreditzins bezahlen. Aber wenn die Zinsen steigen, was passiert dann? Dann hat man den ganzen Klotzapparat am Bein. Aber ja, die Zinsen sind ja auch so niedrig, weil die Erträge so niedrig sind. Ne? Das ist auch der Punkt. Mal ganz simpel dargestellt. Es ist jetzt auch nicht so einfach, dann irgendwie noch ein paar Prozente rauszuquetschen. Deswegen sind die Zinsen ja so niedrig. Ja, vor allem den Wasserkopf. Ja, wenn der Zins von, ich sage jetzt mal 1,5 oder 2,5% auf 5% hochgeht, auf einmal sich verdoppelt und du einfach so viel auf Kredit finanziert hast, ja dann reicht deine 3%ige Umsatzrendite nicht mehr aus. Das reicht nicht, ja. Bleibt auf jeden Fall spannend. Wer Geld hat, kann sich vielleicht einen Zug kaufen, der mit Wasserstoff fährt. Die Firma Alstom baut so Dinger jetzt mittlerweile. Und bauen die auch private Schienen? Nee, die haben gute, ja, ich glaube, das ist eine private Bahngesellschaft, ja. Und die haben zwei Stück gekauft und sind sehr zufrieden damit, weil die so wenig verbrauchen und so. Wasserstoff ist natürlich in der Herstellung relativ energieverschwenderisch sozusagen. Aber da sind die sehr zufrieden, weil sie davon sehr wenig verbrauchen. Und die haben sich schon überlegt, irgendwie nochmal 3 Stück oder 10 Stück zu bestellen und überhaupt bis ins Jahr 2026 oder was wollen sie, die 150 Züge da im Land, ich glaube Niedersachsen, alle durch diese Züge ersetzt haben. Also finde ich sehr interessante Entwicklung. Hoffentlich geht das so weiter. Ist eigentlich was Besseres als Wasserstoff kann man nicht kriegen, sozusagen für die Umwelt, nur dass es eben noch recht teuer ist, ne? Ja, da habe ich letztens ein Video gesehen, dass das jetzt irgendwie angereichert wird und also mit noch was anderem, dass das dann sich in ein anderes Element umwandelt und das kann man dann wohl auch super gut transportieren, weil normalerweise ist das halt viel zu leicht und so, ne? Kann man ganz schwer irgendwie unbrennbar, kann man halt ganz schwer... Ja, du musst es irgendwie pressen, ne? Sonst hast du das Problem mit dem riesen Platzbedarf sozusagen. Und wenn es dann presst, ja, aber die mischen das dann halt, dann die mischen das halt, dann wird es so ein anderes Ding, das können sie dann verflüssigen und das soll nicht so brennbar. Und wenn das dann wieder gebraucht werden soll, dann nehmen sie halt das andere Zeug wieder raus und dann ist es halt wieder Wasserstoff. Und damit kann man es halt kostengünstig transportieren und im Überfluss gibt es ja sowieso. Also von daher. Das sind doch rollende Wasserstoffbomben. Da habe ich sowas, das ist doch Wahnsinn. Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Ja, das ist wohl nicht so schlimm. Na, dann komm du mir aber nachher nicht an und sag, ich bin zu 2/3 verbrannt, weil ich mit dem blöden Zug gefahren bin. Mal einfach mal ausprobieren an der Tankstelle. In diesem wissenschaftlichen Artikel geht es um eine veränderte Methode, um nationale Geschlechterungerechtigkeit zu messen. Die bisherige Methode fokussiert sich einseitig darauf, wie es denn den Frauen geht. Und hier hat man eine Methode vorgestellt, die sich nicht auf Frauen fixiert, sondern auf generelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
mit besonderem Augenmerk auf Lebenserwartung und Zugang zu Bildungschancen. Und man hat festgestellt, dass unterentwickelte Länder Frauen stark benachteiligen, mittelmäßig bis gut entwickelte Länder eher Männer benachteiligen und dass sehr gut entwickelte Länder ökonomisch gesehen leicht Frauen bevorteilen und sozusagen, desto weiter noch oben noch die Entwicklungsstufe ist, desto mehr kommt man bei der Gleichheit an von der Behandlung oder von den Ausstiegschancen. Ja, und natürlich fragt keiner, wer die Henne und wer das Ei ist von den beiden Sachen. In der Studie von dem Weltwirtschaftsforum lasse ich das auch ganz anders. Da waren doch eher die Drittelländer ganz oben. Ja, und es ist halt ein Versuch vom United Nations Human Development Index, wurden ein paar Sachen abgeschaut und man hat sich halt Mühe gegeben, sozusagen einen neuen Index zu machen. Ich fand es auf jeden Fall ganz sehr interessant. Ja, es ging ja letzte Tage die Meldung auch rum, dass jede siebte Frau oder in jeder siebten Beziehung die Frau mehr verdient oder so, die den Haupternährer macht. Und die Meldung passt dazu, ja genau, dass wenn es so ist, dass sie die Hauptverdienerin ist, dass dann eben nach außen kommuniziert würde, dass sie dann trotzdem ungefähr gleich viel verdienen würden oder eben eher sogar ein bisschen mehr, um das Ansehen aufrechtzuerhalten. Ich meine, der Artikel gibt nicht mehr her, als der Titel auch sagt. Ja, da steht dann irgendwie drin, man müsste noch nach den Gründen forschen, aber eigentlich steht es ja schon im Titel, ne? Oder in den ersten zwei Sätzen, dass eben sozusagen die gesellschaftlichen Konventionen da irgendwie die Menschen dazu treiben, zu lügen, ein bisschen zu schummeln halt. Den finde ich auch ganz gut, den Artikel von Telepolis ist sehr lang und lesenswert, weil er mal erklärt, wie viele Arbeitslose man so verträgt in unserem Land. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass er voll beschäftigt wohl nur 33 Millionen sind und insofern auch mehr als 50% der Leute gar nicht arbeiten. Und das geht irgendwie trotzdem. Und das hat er zwar nicht so grundsätzlich so dargestellt, aber 5% Arbeitslose oder so wären zum Beispiel kein Problem. Das heißt, irgendwelche Verweigerer und Schmarotzer sind nicht unbedingt ein Problem, sondern eher vielleicht nützlich auch für das Lohnniveau oder so. Also das ist auf jeden Fall ein lesenswerter Artikel, weil sich ein bisschen mit Arbeitswirtschaft oder Wirtschaftssachen beschäftigen möchte. Das ist auf jeden Fall ein guter Start, um diese Dinge zu verstehen. Da bin ich skeptisch. Guck rein. Da gehe ich lieber über zu unserer wöchentlichen Propaganda vom Cato-Institut. Der Autor hatte auf jeden Fall geschrieben, dass er, das ist ein Artikel, den hat er wohl vor längerem angefangen und den ergänzt er immer nur mit den neuesten Sachinformationen. Also, er hat historischen Bestand, oder wie heißt das? So, mal eine gute Nachricht zum Ende, oder wie? Ja, also das humanprogress.org, was immer ganz interessant ist, also wenn ihr irgendwie einen Twitter habt oder so, folgt dem Account, das ist immer ganz interessant. Wenn man sich halt zum Beispiel vor Augen hält, wie die Versorgung mit halt Sanitation, also Frischwasser und halt Abwasserversorgung, wie das vor 20 Jahren aussah oder vor 50 Jahren, wie sich das entwickelt hat, wie weit das mittlerweile verbreitet ist, dass auch in dritte Weltländer mittlerweile deutlich mehr Versorgung davon hast, dann ist das irgendwie mit all den negativen News immer so eine ganz gute Erinnerung, dass zwar viele Entwicklungen gibt, die jetzt nicht unbedingt gut sind und dass auch Fortschritt halt zurückgedreht werden kann, dass wir aber einen verdammt weiten Weg gegangen sind und dass halt sowas Grundsätzliches wie Wasserversorgung halt immer mehr Menschen zur Verfügung steht und nicht weniger Menschen und dass das schon ein Grund ist zu feiern, weil das ist, Wasser ist essentiell, genauso wie Wald, aber halt, ja. Ja, die negative Entwicklung steht vor so einer Umkehr, ne? Habt ihr auch mal gehört, dass das mit den Geburten auch so wäre, dass also die Weltbevölkerung absehbar auch an ihren Höhepunkt erreichen wird. Ne? Zum Beispiel. Und wie alles ist das aber halt auch ambivalent zu sehen, weil
dadurch, dass wir so viele Dinge geschaffen haben als Hilfskonstruktionen, haben wir halt natürliche Mechanismen ausgeschaltet. Zum Beispiel die Survival of the Fittest und solche Dinge. Ja, also das ist auch praktisch schon eine Veränderung unserer natürlichen Entwicklung. Und es hat ja nicht nur Gutes gebracht. Wir haben ja auch dummerweise diese Energie oder diese Erleuchtung auch dazu benutzt, ja, halt Teile des Planeten zu ruinieren, Waffen zu erschaffen, etc. pp. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich habe gesagt, es ist ambivalent. Also, ja, aber das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja auch nicht so ganz richtig. Also ich meine, man kann ja auch dieses Einsehen und damit die Lebensqualität verbessern, kann man ja auch als evolutionalen Schritt sehen, sozusagen. Also dadurch ist man ja fitter, dass man diese Krücken sich schafft, dass man schlau genug dafür ist. Okay, aber die Natur wird wahrscheinlich nicht sich überlegt haben, dass jetzt nur noch Rechtsanwälte sich vermehren oder so. Ne? Das ist natürlich so ein Punkt. Das sind verschiedene Einzelkonflikte sind. Ich verstehe dann aber nicht, Survival, was in San Francisco gerade passiert. Wie passt das dazu? Was denn? Ja, das sind halt Progressive. Dazu, dass die Leute halt kein Zuhause haben. Naja, und auch dann der nächsten Liebe, dass sie einfach über die Bettler morgens drübersteigen auf dem Weg zur Arbeit. Und da brauchen wir nur zum großen Vorbild gucken nach Rom. Also natürlich ist das eine Binsenweisheit, dass die an der Dekadenz eingegangen sind, aber die hat ihren Teil dazu getan. Ja, aber dass die Leute nicht ihre Scheiße irgendwie auf der Straße hatten, ist ja jetzt nicht dekadent. Nee, aber man hat vielleicht solche Dinge vernachlässigt irgendwann, auch in Rom. Ja. Weil irgendwie ist es ja auch alles danach verloren gegangen. Das mit den Baden, das mit den Latrinen, das mit den Abflüssen und den ganzen Sachen. Ich weiß nicht, ich stelle mir aber die Atmosphäre in so einem römischen, antiken Latrinenhaus. Man kennt ja die Bilder, die sind ja so aus Stein gemeißelt alles. Ich stelle mir auch ein bisschen seltsam vor. So, guten Tag. Ne? Naja, gut, da sind ja jetzt nur noch die Steine. Das ist ja, ob da ein Brett lag oder Kissen, das erzieht sich ja erstmal unseres Wissens. Zu dem Survival of the Fittest, was mir da noch eingefallen ist, ihr kennt doch das, der Peak. Also der Vogel, der doch das seinen Schwanz so ganz groß machen kann, so ganz viele Farben, das aufmacht. Und das hat sich ja entwickelt, um die Weibchen zu beeindrucken. Und sozusagen hat die Auswahl der Weibchen auf das Männchen dazu geführt, dass sich der Körper des Männchens verändert hat. Das heißt, Survival of the Fittest ist eventuell gar nicht so dich, sondern sozusagen die Reproduction of the Sexiest. Wisst ihr, was also ich habe gehört, dass gerade beim V das so wäre, dass der V zeigt, dass er trotz der vielen schweren Federn noch klarkommt oder so, dass das irgendwie sein Survival of the Fittest ist. Also das ist doch manchmal das Reproduction of the Sexiest. Ja, das ist immer doch auch. Dann haben wir dann so komische Dynamien, Kardashian, Schweiger, irgendwas. Keiner fragt den V wieder, als welches Geschlecht er sich überhaupt fühlt. Und ja. Wo er herkommt. Ich sage mal Mondkinder dann. Mondgender, Entschuldigung. Alles klar, Leute. Da werden wir wieder mit Lasterwagenfahrern in einen Topf. Ja, genau. Ja, tut das, was gut für euch ist und geht in den Wald. Yes. Ja. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Kulturklassenkampf jetzt. Zerschmettert den burmarxistischen industriellen Komplex. Ja, aber mit Schmackes. Mit dem Hammer drauf, wie Sibyl Schick sagen würde. Im Großen. Linguistischer Kognitivismus. Nein, danke. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Marxismus, Kulturmarxismus, soziale Gerechtigkeit. Ich habe letztens gehört, dass das